Bericht von John Torby, Mitglied der gescheiterten Antarktis-Expedition von A Vol. You Found Incorporated. Beginn der Aufzeichnung. Mitten im ewigen Eis, Längengrad -77,8101, Breitengrad 31,4834, liegt das Herz der Erde. Manche von Ihnen mögen vielleicht daran denken, dass das Herz der Erde in ihrem feurigen Kern liegen müsste. Oder Sie würden mich für verrückt halten, weil ich einem Planeten ein Herz zuspreche. Sind Planeten nicht einfach nur willkürliche Ansammlungen von Staub, Schmutz und Metallen? Aber unser Planet besitzt ohne jeden Zweifel ein Herz. Ich habe es selbst gesehen, mit meinen eigenen Augen. Und ich habe zu viele gute Freunde dort verloren, um mich nun einen Lügner schimpfen zu lassen. Ich weiß, was ich gesehen habe. Ich werde es nie wieder vergessen. Dieses tiefe, gleichmäßige Pulsieren und Brummen. Und den Blick seines großen, mitleidlosen, allsehenden Auges. Ja, das Herz besitzt auch ein Auge. Ich bin nicht verrückt. Das Auge war real. Es ist real. Sein alles enthüllender, taxierender, die Seele skalpierender Blick ist Wirklichkeit. Und die Wahrheiten, die es enthüllt, sind es ebenfalls. Vor allem sie. Oh ja. Warum das Herz im Eis schlägt und nicht im Feuer des Erdkerns, kann ich nur vermuten. Vielleicht will es für die Menschen erreichbar sein. Nicht leicht zugänglich, aber erreichbar. Wer würde es schon tief im Erdkern finden? Außerdem, irgendwann wird die heiße Flamme im Innern unseres Planeten erloschen sein. Das Eis wird aber noch viel länger hier sein. Denn Kälte ist das eigentlich zentrale Element des Universums. Sie durchdringt alles und wird am Ende alles verschlingen. Dennoch ist das Herz warm, beinahe heiß. Es glüht aus einem inneren Feuer heraus. Sehen Sie mich nicht so an. Ich habe nicht den Verstand verloren, noch nicht. Fahren Sie doch selbst hin und überzeugen Sie sich, wenn Sie sich trauen. Längengrad -77,8101. Breitengrad 31,4834. Dann werden Sie es sehen. Und es wird Sie sehen. Wir waren in der Antarktis, um die Gegend auf Bodenschätze zu untersuchen. Aber das wissen Sie ja selbst. Ein ziemlich teures und aufwendiges Unterfangen. Aber das ist nun mal mein Job. Also bin ich mit Wilson, Smith, Summer, Schneider und Hayden losgezogen. Allesamt gute Kollegen und Fachleute auf ihrem Gebiet. Die Reise verlief wie immer recht problemlos. War ja nicht unser erster Einsatz, wie Sie wissen. Aber bei Gott, es war sicher der erste dieser Art und es wird auch mein letzter sein. Falls Sie mich nicht feuern, will ich einen anderen Job. Von mir aus sortiere ich Büroklammern oder lecke die Flure mit der Zunge sauber. Aber daraus gehe ich nicht mehr. Selbst wenn Sie mir das Geld hinten und vorne reinschieben. Jedenfalls haben Wilson, Schneider und ich das Basiscamp aufgebaut, die Vorräte ausgeladen und die Messgeräte bereit gemacht. Der Rest, also Summer, Smith und Hayden, hat schon einmal die Gegend erkundet. In einem von diesen Eisfahrzeugen, die wir dort ja häufiger benutzen. Als die drei nach 4 Stunden noch nicht zurück waren, waren wir zwar etwas ungeduldig, aber noch nicht wirklich beunruhigt. Es ist halt eine verdammt weitläufige Gegend da draußen und vielleicht hatten sie ja auch was Interessantes entdeckt. Außerdem hatten sie GPS und konnten eigentlich nicht verloren gehen. Als aber die ganze Nacht und dann wieder der Morgen verstrichen war, ohne ein Zeichen oder einen Funkspruch von Hayden, Summer oder dem alten Smith, da haben wir uns dann doch auf die Suche begeben. Das war ja auch nicht mehr normal. Da musste irgendetwas passiert sein. Über Funk konnten wir sie auch nicht erreichen. Da war nur so ein lautes, tiefes Brummen und ab und an ein regelmäßiges Pulsieren. Schneider meinte, er hätte es auch noch gehört, nachdem wir die Funkgeräte wieder ausgeschaltet hatten. Sogar in der Nacht. Und auch ich habe es gehört. Wenn auch vielleicht nicht ganz so laut. Jedenfalls haben wir uns auf den Weg gemacht.
Wilson wollte eigentlich im Basiscamp zurückbleiben, auf die Sachen aufpassen und so. Aber letztlich ist er dann doch mitgekommen. Wer würde das Zeug da draußen auch klauen? Hab zumindest nie gehört, dass Pinguine ein Interesse an High-End-Messgeräten hätten. Die Suche war eine richtige Scheißarbeit. Hätten die drei nicht diese Peilsender gehabt, die sie uns allen wie kleinen Versuchsratten unter den Arm spritzen? Sehen Sie mich nicht so böse an, ich beschwere mich ja gar nicht. Also, ohne diese Peilsender hätten wir sie in diesem arschkalten Drecksloch nie aufgespürt. Leider haben die Dinger keine sehr große Reichweite. Aber irgendwann haben wir sie dann doch aufgespürt. Laut dem Gerät sollten sie nur noch 1 Kilometer von uns entfernt sein. Also stiegen wir von unseren Gefährten ab und gingen den Rest zu Fuß. Wir wollten ja nichts versauen, falls sie selbst schon irgendwelche Messungen vorbereitet hatten. Und außerdem hatten wir Bock, denen einen ordentlichen Schreck einzujagen. Immerhin mussten wir da draußen in der Kälte herumirren, statt im Basislager kalten Wodka zu trinken und heiße Filme zu schauen. Was gucken Sie so? Wir sind auch nur Männer. Und Frauen gibt es da draußen ja auch keine. Warum auch immer Sie keine von den Ladies mitgeschickt haben. Gibt ja weiß Gott genug in unserem Laden, die was drauf haben. Schon mal was von Frauenquote gehört? Ja, ich geb ja schon Ruhe. Okay, wir stiegen also ab und liefen dem Signal hinterher. Der Wind war scheiße kalt und schneidend, selbst für diese Gegend. Und nun hörten wir alle drei dieses tiefe Brummen. Ich habe mal davon gelesen, dass manche Leute Tag und Nacht so ein Brummen hören und dass die das fast um den Verstand bringt. Soll wohl wegen irgendwelcher Sendemasten, Elektrosmog oder einer Regierungsverschwörung zur Gedankenkontrolle sein. Was weiß ich. Uns war das ja eigentlich egal. Jedenfalls nervte dieses Brummen tierisch. Es fraß sich durch unsere Gehirne und wurde mit jedem Schritt immer lauter und lauter. Und es hat so Effekte ausgelöst. Schneider bekam nach gut 100 Metern solche seltsamen Zuckungen am Auge. Und Wilson hat in einer Tour gesabbert und gerotzt. Ich dagegen bin noch gut weggekommen, hab nur so flimmernde bunte Farben gesehen. Aber auch die haben genervt. Als das Signal nur noch ein paar hundert Meter entfernt war, waren wir plötzlich mitten in so einem verfickten Schneesturm. Und was für ein Sturm das war. Im Grunde war das nur eine weiße Wand, gegen die wir anrannten. Wilson ist ein paar Mal hingefallen und Schneider und ich mussten das Pummelchen dann wieder hochriefen. War gar nicht so einfach. Schneider hat Wilson dabei ordentlich vollgerotzt. Aber beschwert hat er sich nicht. Lieber zugerotzt als erfroren, wird er sich gedacht haben. Fast noch schlimmer als der Schneesturm war aber das Pulsieren, das nun anfing, unsere Ohren zu quälen. Zusätzlich zu dem vermaledeiten Brummen. Ein großes, dumpfes Geräusch, das unsere halb erfrorenen Knochen zum Singen brachte. Ich fühlte mich wie ein Handy auf Vibrationsalarm. Außerdem roch die Luft nach Ozon und ich spürte ein elektrisches Knistern, bekam total die Gänsepelle, aber wir gingen trotzdem weiter. Auch wenn Schneider inzwischen sogar etwas Blut aus der Nase tropfte. Er meinte aber, dass er schon klarkommen würde. Ein guter Mann, der Schneider. Schade um ihn. Den werden sie nicht so schnell ersetzen können. Jedenfalls schafften wir drei es irgendwie durch den Sturm. Auch wenn wir völlig durchgefroren waren, wir vor lauter Schnee nichts mehr gesehen haben und dieses Brummen und Pochen uns beinahe wahnsinnig gemacht hat. Wilson war dem Wahnsinn am nächsten. Er hat irre gebrabbelt und versucht, mich zu beißen. Er hat sich benommen wie ein tollwütiger Köter, mit Schaum vorm Mund und all dem Mist. Aber das wäre ihnen bei dem ganzen Chaos und diesem gehirnzerfressenden Lärm wahrscheinlich ähnlich gegangen. Wie ich das durchgehalten habe, weiß ich nicht. Wahrscheinlich, weil ich an den guten Wodka im Camp gedacht habe. Ordentlicher, direkt aus Russland. Nicht so ein Supermarktgesöff. Kurz bevor Wilson endgültig durchgedreht war und Schneider sich das Gehirn aus der Nase getropft hatte, hatten wir endlich das Auge dieses Sturms erreicht. Und das wortwörtlich. Die weiße Wand aus Schnee und Eis war verschwunden und stattdessen stand vor uns ein riesiger Augapfel, der aus einem schlagenden, monströsen Herzen aufragte. Ich dachte, ich kippe in Ohnmacht.
So etwas hatte ich noch bei keinem verdammten Rausch gesehen. Weder beim Saufen, noch bei einer meiner Jugendsünden mit härterem Stoff. Nicht einmal in meinen abgefucktesten Träumen. Das Auge war so groß wie ein verfluchtes Haus und von vielen roten Adern durchzogen. Seine Iris war so blau wie das Eis, aber in seiner Pupille brannte ein weißglühendes Feuer. Das Herz, aus dem das Ding rauswuchs, war sicher so groß wie ein Fußballfeld und so rot wie das Blut, das aus Schneiders Nase tropfte. Es schlug langsam und regelmäßig, und ich bin mir sicher, dass von ihm dieses grauenhafte Pochen ausging. Gleichzeitig strahlte dieses Herz eine intensive Wärme aus. Glauben Sie es mir oder nicht, aber ich musste sofort meine Jacke ausziehen, um keinen Hitzeschock zu kriegen. Wilson und Schneider ging es da nicht anders. Krasser als die Kälte oder der pure Anblick dieses Dings war aber sein Blick. Er war die pure Verurteilung. Schlimmer als ein Pfarrer, Steuerprüfer, Richter und Polizist in einem. Das Ding kannte alle meine Sünden. Alle dreckigen Geheimnisse, jeden Scheißgedanken. Und es war nicht erfreut über das, was es sah. Wer bist du? Brachte ich bibbernd und stumpfsinnig heraus. Aber was sollte man solch ein Ding auch sonst fragen? Smalltalk mit Monstern war ich nun einmal nicht gewöhnt, wissen Sie. Ich bin das Herz der Erde, antwortete es. Ich bin dein Meister und Gott. Das Ding sollte Gott sein? Da würden die Christen, Muslime, Juden und all die anderen Gläubigen aber ziemlich verdutzt gucken, was? Ein Herz mit einem Horrorauge gab ja auch keine sehr hübsche Kirchendeko ab. Nicht der Gott, nicht der Schöpfer bin ich, aber dein Gott, da du auf dieser Welt lebst. Mir gehören alle Geschöpfe, die hier leben. Hatte ich schon erwähnt, dass das Ding Gedanken lesen konnte? Zum Glück hatte ich nicht viel für solch religiösen Kram übrig. Und ein Chef genügte mir schon. Nichts für ungut, Boss. Also fragte ich das Ding nur, wo sind Summer, Smith und Hayden? Das Augenviech sah mich mit seinem brennenden, durchdringenden Blick an. Das Herz darunter pulste bedrohlich und brachte mit jedem Schlag meine Zähne zum Klappern. Sofort bewegte sich das Auge wie ein mobiler Turm und beugte sich zu einer Stelle im Eis herunter. Dann wurde es noch abgefahrener, als aus seiner Pupille ein Lichtstrahl wie ein Scheinwerfer hervorschoss. In dem Lichtstrahl sah ich drei Körper, und ich erkannte trotz der Entfernung, dass es sich um Summer, Smith und Hayden handelte, und dass sie tot waren. »Was bist du für ein Scheißgott, dass du einfach meine Freunde tötest?« schrie ich das Ding an. Seltsamerweise war meine Wut größer als meine Angst, auch angesichts seines meterhohen Monsterauges. Immerhin durfte niemand Summer, Smith und Hayden einfach so abmurksen. Das waren gute Jungs, das waren ehrliche Männer. Die hatten nie jemandem ernsthaft was getan und immer brav ihren Job gemacht. »Du tust mir Unrecht, Mensch«, antwortete das Ding in meinen Gedanken. »Deine Freunde haben ihr Schicksal selbst gewählt. Ich habe ihnen nichts getan.« »Das konnte nicht sein«, dachte ich. »Nicht diese Männer. Hayden und Smith hatten Frau und Kinder, und Summer war ein Playboy vor dem Herrn, der vor Lebenslust nur so strotzte. Keiner von ihnen würde sich einfach selbst umbringen.« Aber wieder las das Viech meine Gedanken. »Sie waren nicht stark genug für die Wahrheit.« »Was für eine Wahrheit«, dachte ich. »Die Wahrheit, die ich allen Kreaturen geben kann. Die Antwort auf jede denkbare Frage, die das Leben auf diesem Planeten betrifft.« »Was für eine kranke Scheiße. Nicht nur ein Monsterauge, auch noch ein wahrsagendes Monsterauge.« »Gibt es nichts, was du wissen willst, John Torby? Quält dich keine Frage? Stell sie mir ruhig, dann hat dein Herz Ruhe.« Sofort fiel mein Blick auf die drei armen Jungs im Eis. »Es muss nicht so enden. Du musst nicht so enden. Du musst nur stark genug sein, die Antwort zu verkraften.«
Das klang schon verlockend. Ich bin ja auch nicht aus Stein. Gibt da sicher auch die ein oder andere Frage, die mich beschäftigt. Warum wir hier sind, was meine Zukunft bringt. Ob ich mir nicht doch mal eine Frau suchen sollte, die aus mir einen anständigen Mann macht. Ob ich nicht auswandern und im Wald leben sollte. Sowas halt. Aber wie der gute Summer und Smith und Hayden da so leblos im Schnee lagen, wollte ich nur noch weg. Nur noch hier raus, sollte das Ding doch seine Antworten behalten. Schneider, Wilson, lasst uns von hier verschwinden, solange es noch geht. Aber sie reagierten nicht. Schneider stand dort starr wie eine Statue, nur seine Nase lief immer noch. Und auch Wilson rührte sich nicht von der Stelle. »Verdammt, Jungs, weg hier! Lasst uns Fersengold geben und zurück zur Station! Ich geb auch eine Runde besten Wodka!« rief ich. Nein, schrie ich sie an. Dann versuchte ich, sie mit mir zu zerren. Aber damit hatte ich auch keinen Erfolg. Und plötzlich stellte Wilson eine Frage. »Was erwartet mich in meiner Zukunft?« »Verdammt«, dachte ich nur, »das konnte nicht gut enden.« Und so kam es auch. Das Auge leuchtete kurz auf, aber ich hörte seine Antwort nicht. Dafür verzog sich Wilsons Gesicht zu einem Ausdruck der Qual. »Nein«, schrie er, »das darf nicht sein. Alles, nur nicht das.« Sofort nahm er sich das Messer, das zu unserer Ausrüstung gehörte, und zog es sich quer über die Kehle. Ich hätte ihn so gerne aufgehalten, aber er war viel zu schnell. »Wilson, um Gottes Willen, Wilson!« schrie ich und hatte damit noch einen Freund und Kollegen verloren. Nun zerrte ich noch hektischer an Schneiders Schulter. Ich schaffte es sogar, ihn einige Meter mit mir zu schleifen. Wir mussten nur wieder zurück in den Sturm. Dann waren wir fort von diesem Ding. Aber kurz bevor wir die weiße Wand erreichten, drehte sich Schneider noch einmal um und bewegte die Lippen. »Was ist der Sinn unseres Lebens?« fragte der Idiot, und wieder leuchtete das Auge auf und das Herz schlug für einen Moment schneller. Dieser philosophische Mistkerl. Hätte er nicht einfach nach den Lottozahlen fragen können? So aber verzog sich auch sein Gesicht zu einer Wahnsinnsfratze. »Beherrsch dich, Kumpel!« schrie ich ihn an. »Was auch immer das Glubschauge gesagt hat, wir kriegen das in den Griff. Wir quatschen drüber und dann bechern wir ein. Und wenn das nicht hilft, holen wir dir so einen Psychodoc. Aber wir kriegen das hin. Wir kriegen das hin!« Die letzten Worte habe ich gebrüllt. Dabei hielt ich seine Hände fest, damit er sich nichts antun konnte. Kurz bäumte er sich dagegen auf. Dann aber gab er Ruhe und war plötzlich ganz still. Sein Herz hatte ganz einfach aufgehört zu schlagen, als hätte es jeglichen Lebensmut verloren, als sähe es einfach keinen Sinn mehr darin. Dieses monströse Herz dort im Eis schlug aber weiter, noch lauter und schneller als zuvor. Und auch seine Stimme war wieder in meinem Kopf. »Was willst du von mir wissen, John? Was kann ich dir verraten?« »Nichts, ich will nur weg hier«, dachte ich mir und machte mich bereit, wieder in den Sturm einzutauchen. »Soll alles umsonst gewesen sein? Der Tod all deiner Freunde? Willst du überhaupt nichts wissen, jetzt, wo du die Chance dazu hast?« Einen Moment lang zögerte ich. Vielleicht sollte ich doch eine Frage stellen. Keinen philosophischen Mist. Eine Frage nach irgendwelchen Sportergebnissen oder wirklich nach den Lottozahlen. Und das Herz der Erde schien das zu spüren. Sein Auge begann sich langsam zu mir hinunterzubeugen. »Stell deine Frage und habe Frieden, Mensch John. Vielleicht erfüllen sich dann deine größten Träume.« Ich wollte schon den Mund öffnen, aber dann leuchteten die Gesichter der anderen vor meinem inneren Auge auf. Das bärtige, lächelnde Gesicht von Smith. Das etwas dickliche von Wilson. Das scharf geschnittene, ernste Gesicht von Summer, das Schönlingsgesicht von Schneider und das schon etwas in die Jahre gekommene Gesicht von Hayden. Sie alle waren tot, wegen diesem Ding. Egal, was es erzählte und was für Wunder es versprach, egal, ob es sich als meinen scheiß Gott bezeichnete, es konnte dort im Eis versauern. »Fick dich!
rief ich dem Monster zu und zeigte ihm den Stinkefinger. Dann trat ich in den Sturm und bin gerannt, wie ich nur konnte. Den Rest wissen Sie ja bereits. Wahrscheinlich sogar besser als ich. Denn ich erinnere mich dann nur noch an Schnee, Kälte, dieses grauenhafte Brummen im Ohr und wie ich im Hubschrauber wieder aufgewacht bin. Seitdem höre ich jede Nacht dieses Pulsieren. Und das verfickte Brummen sogar bei Tag und bei Nacht. Und manchmal sehe ich dieses Viech, das riesige Auge und das schlagende Herz in meinen Träumen. Ich bin jetzt also fertig mit meinem Bericht. Und Sie können mir jetzt glauben, mich feuern oder mich verklagen, was immer Sie wollen. Es macht die Jungs auch nicht wieder lebendig und vertreibt nicht die Dämonen aus meinem Kopf. Jedenfalls mache ich jetzt die Fliege und drehe eine Runde mit meinem Kumpel Wodka. Bericht Ende. Anmerkung: John Torby wurde nach Ende der Befragung entlassen und auf Schadenersatz für das verlorene Eigentum des Unternehmens verklagt. Auch wurde er des Mordes an Simon Summer, Tony Hayden, Christian Smith, Thomas Schneider und Ryan Wilson beschuldigt. Allerdings konnte Torby vor dem Zugriff der Polizei fliehen. Er entwendete einen Hubschrauber des Unternehmens, verletzte einige Mitglieder des Personals schwer und ist seitdem flüchtig. Die letzte Spur führt in die Antarktis. Wir erwägen, ein weiteres Team dorthin zu schicken, das ihn dort suchen und ihm dann der Polizei übergeben soll. Er erwähnte etwas von Längengrad minus 77,8101, Breitengrad 31,4834. Wir schreiben das Jahr 1577 nach Christus. Es ist mittlerweile Oktober und ich bin Matthias, ein leibeigener Bauer. Das Leben als Bauer ist hart, aber wir sind eigentlich ganz gut durchgekommen. Doch dieses Jahr war ein Albtraum. Unsere Ernte ist größtenteils noch auf dem Feld verdorben. Unser Vieh hatte mit furchtbaren Seuchen zu kämpfen und es verschwanden immer wieder spurlos Leute aus dem Dorf. Doch dieses Problem hatten wir Gott sei Dank gelöst. Die alte Gertrude, eine alte, abgeschottete Frau am Waldrand, wurde der Hexerei entlarvt und letzte Woche auf dem Scheiterhaufen verbrannt. Dieses Scheusal hatte zuvor noch ihren eigenen Sohn getötet. Wir fanden seine Leiche im Wald. Doch jetzt sollte es wieder bergauf gehen. Zum Glück hat sie meine Familie nicht angegriffen, jedoch sind meine besten Ochsen ihrer Hexerei zum Opfer gefallen und meine Felder auch. Es war endlich wieder eine angenehme Stimmung im Dorf und die Leute waren guter Dinge. Doch ich machte mir noch Sorgen, wie ich mit einer derart schlechten Ernte meine Frau Emilia und meine Kinder Moritz und Anna durchbringen sollte. Ich machte mich auf den Weg nach Hause. Dort angekommen, empfing mich meine Frau Emilia. Egal wie ernst die Lage auch war, sie schaffte es jedes Mal, mich mit einem einfachen, wohlwollenden Lächeln alle Sorgen vergessen zu lassen. Nachdem wir uns umarmt hatten, fragte ich sie: "Geht es dir gut?" Sie nickte und entgegnete: "Ja, die düstere Stimmung der letzten Monate verfliegt so langsam." Emilia musterte mich. Sie wusste genau, was mir Sorgen bereitete. Also legte sie mir ihre Hand auf die Schulter und sagte aufmunternd: "Wir werden das schaffen, Matthias. Unser Lehnsherr hat Erbarmen gezeigt und viel weniger Abgaben verlangt und es soll dieses Jahr viele Pilze im Wald geben. Ich habe Moritz schon losgeschickt, welche zu holen. Es wird nicht einfach, aber
Wir schaffen das. Jetzt lächelte ich auch. Wo nimmst du eigentlich immer diesen Optimismus her? Fragte ich. Sie lachte kurz auf. Irgendjemand muss doch in Zeiten wie heute noch optimistisch sein. Und so brach der Abend an. Ich zählte gerade unser Geld, um es möglichst gut über die Winterzeit einteilen zu können, als Emilia rief, »Kannst du bitte nach Moritz sehen? Er sollte eigentlich schon zurück sein.« »Du kennst ihn doch«, rief ich zurück. »Er unternimmt gerne alles auf eigene Faust.« »Bitte«, antwortete sie, »es ist schon fast dunkel. Im Wald kann man sich leicht verlaufen.« Ich seufzte. »Ja gut, bis nachher.« Moritz war vielleicht erst 10, aber dennoch war er erwachsener als so manch anderer. Emilia war immer sehr besorgt, wenn es um die Kinder ging, aber das war auch vielleicht der Grund, warum die alte Gertrude keines unserer Kinder geschnappt hatte. So holte ich mir meinen Mantel, eine Laterne und ging nach draußen. Die Sonne stand schon sehr tief, im Wald müsste es schon sehr düster sein. Am Waldrand angekommen, nahm ich direkt die Route, die wir immer nahmen, wenn einer von uns durch den Wald ging. Durch die Regenschauer der letzten Tage war der Waldboden sehr matschig und so sah ich die Schuhabdrücke von Moritz. Ich ging eine ganze Weile so weiter. Der Wald wurde immer dunkler. Plötzlich sah ich etwas. Mitten auf dem Weg lag ein Korb mit Pilzen, offensichtlich von Moritz. Er schien ihn weggeworfen zu haben. Das sah ihm überhaupt nicht ähnlich und ich machte mir langsam, aber sicher Sorgen. »Gibt es Banditen hier im Wald?« fragte ich mich. Doch ich konnte keine anderen Schuhabdrücke erkennen, nur die von Moritz, und diese verließen den normalen Weg und führten tiefer in den Wald hinein. Niemand von uns wagte sich dorthin. Dort ist es sehr sumpfig und verwachsen. Zuerst zögerte ich leicht, aber dann sagte ich mir, wenn Moritz verfolgt wird, braucht er meine Hilfe. Jetzt. Und so ging ich tiefer in den Wald. Nach einiger Zeit war es schwer, selbst mit dem Licht der Laterne irgendwas noch vernünftig zu erkennen. Die Fichten, die unseren Wald dominieren, verschwanden nach und nach. Stattdessen tauchten immer mehr Weiden auf, die sehr dicht beieinander standen. Der Boden wurde immer morastiger und die Spuren von Moritz immer schwieriger zu erkennen. Zum Glück war mir sumpfiges Gebiet nicht völlig fremd. Und so wusste ich einigermaßen, wie ich gehen musste, um nicht zu tief zu versinken. Ich folgte den Spuren noch eine ganze Weile, doch plötzlich wurde ich stutzig. Die Spuren sahen nicht menschlich aus, sie ähnelten vielmehr einem Wildschwein. Ich musste sie irgendwo verloren haben. »Gott verdammt, das darf doch alles nicht wahr sein«, fluchte ich. Ich rief nach Moritz, so laut ich konnte, aber ich bekam keine Antwort. Jetzt musste ich mir meinen eigenen Weg durch den Sumpf bahnen. Nach gefühlten Stunden, in denen ich nur herumirrte, kam ich irgendwann auf eine Lichtung. Dadurch, dass hier kaum Bäume standen, konnte ich durch den Mondschein viel mehr erkennen. Die Pflanzen schienen verfault zu sein, ähnlich wie bei unseren Feldern. Ein übler Gestank nach Verwesung und Seuchen lag in der Luft. Mein Blick fiel auf ein groteskes Ding inmitten der Lichtung. Es sah aus wie ein Totem, aber trotzdem anders. Ein langer, dicker Stock steckte im Boden, auf dem ein massakrierter Kopf eines Kindes aufgespießt war. Um den Stock herumgewickelt war etwas, das aussah wie ein Dünndarm. Mir lief ein Schauer über den Rücken, wie ich ihn noch nie zuvor gespürt habe. Dieses Gesicht kannte ich. Das war doch Katharina. Das kleine Mädchen, das vor 3 Monaten spurlos verschwand. Hatte Gertrude sie so tief in die Sümpfe verschleppt, oder wurden die Kinder von etwas anderem entführt? Und wenn es etwas anderes war, hat es dann Moritz angegriffen? Panik überkam mich. Ich wollte gerade losrennen und um jeden Preis meinen Sohn finden, als ich eine Hütte am Rand der Lichtung bemerkte. »Hier wohnt jemand? Hier?« sagte ich leise zu mir selbst. Auch als sich jeder Teil meines Körpers dagegen wehrte, ging ich zur Hütte. Wenn mein Sohn dort drin war, musste ich ihn rausholen. Wer auch immer hier wohnte, musste vom Teufel besessen sein. Es brannte kein Licht in der Hütte. So öffnete ich langsam die Tür. In dem Moment, wo ich sah, was in der Hütte war, ließ ich meine Laterne vor Schreck fallen und mit einem Schlag
wurde es stockfinster. Meine Augen gewöhnten sich recht schnell an die Dunkelheit und so sah ich wieder, was vor mir lag. Der Boden war übersät mit Leichen. Ausgeweidete, verstümmelte Leichen. Vielen fehlten sämtliche Gliedmaßen und einige waren aufgeschlitzt. Ihnen fehlten einige Organe. In der hinteren Ecke des Raumes stand ein Kessel, in dem ein schlammartiges Gebräu gluckerte, das stark nach einer aufgeplatzten Pestbeule stank. Mir wurde sehr übel. Ich schaute mir die Leichen an. Es waren alles Kinder aus unserem Dorf. Viele von ihnen konnte ich nur sehr schwer erkennen, doch ich konnte mit Sicherheit sagen, dass Moritz nicht dabei war. Das gab mir Hoffnung. Ich musste ihn jetzt schneller finden denn je. Als ich gehen wollte, bemerkte ich auf dem Tisch einen Dolch, an dem noch getrocknetes Blut klebte. Er war nicht sonderlich groß, aber für den Fall, dass ich mich gegen diesen Wahnsinnigen verteidigen müsste, steckte ich ihn ein. Jetzt musste ich wirklich los. Ich wollte keine Sekunde länger an diesem Ort verbringen. Aber dann hörte ich Schritte und ein schweres Atmen. Es klang nicht nach Moritz und es konnte sonst nur einen geben, der sich hier herumtrieb. Mein Herz fing an, stärker zu pochen als jemals zuvor. Ich hechtete zurück in das Haus und versteckte mich hinter dem großen Kessel. Der beißende Geruch drang in meine Nase und ich musste mich stark zurückhalten, nicht zu kotzen. Etwas kam in die Hütte rein. Ich sah nicht was, aber ich hörte, dass es sehr stark wankte und ein seltsames Krächzen von sich gab. Vorsichtig spähte ich am Kessel vorbei. Die Kreatur hatte sehr lange Gliedmaßen und war unnatürlich dünn. Ihre Haut war grau und vernarbt. Sie ging sehr gebückt und aus ihrem Körper spross hier und da mal ein paar Haare und anderswo etwas, das aussah wie Moos. Die Haut von diesem Scheusal schien stellenweise zu straff und an anderen Stellen zu faltig zu sein. So etwas Widerwärtiges und Abstoßendes hatte ich noch nie gesehen. Ich versuchte in Richtung der Tür zu kriechen, doch plötzlich schien dieses Wesen etwas zu wittern. Es drehte sich ganz langsam in meine Richtung. Mit einem Atemzug sprang ich auf, griff nach dem Löffel, der in dem Kessel steckte, und warf ihn der Kreatur ins Gesicht. Dieses Etwas schrie auf vor Schmerz und ich rannte schneller weg, als ich es mir jemals zugetraut hätte. Nach einer halben Ewigkeit, in der ich ziellos durch den Sumpf rannte, machte ich hinter einer besonders großen Weide Halt. Mein Seitenstechen brachte mich gefühlt gerade um. Dann schossen mir alle Fragen gleichzeitig durch den Kopf. Habe ich es abgehängt? Wie ist der Weg nach Hause? Besteht die Chance, dass Moritz noch lebt? Feststand, dass es die Hexe sein musste, die uns heimgesucht hatte. Also war Gertrude unschuldig gewesen. Mir drehte sich der Magen um. Waren noch andere Leute zu Unrecht als Hexe verbrannt worden? Ich musste den Leuten davon erzählen, aber ich konnte meinen Sohn nicht zurücklassen, wenn er noch lebte. Doch ich musste einen Entschluss fassen. Ich muss den Leuten von der Hexe erzählen, und dann können wir sie gemeinsam töten und mit Glück meinen Sohn retten. Und so rannte ich wieder los. Ich hatte die ganze Zeit das Gefühl, beobachtet und verfolgt zu werden, aber mir fehlte die Zeit, das zu überprüfen. Auch wenn die Baumwipfel sehr dicht waren und ich so kaum etwas sah, konnte ich gelegentlich einen Blick auf den Nordstern erhaschen und mich so einigermaßen orientieren. Plötzlich versank mein Fuß tiefer im Morast, als er es sollte. Ich hielt inne. Hier war es besonders schlammig und es standen deutlich weniger Bäume herum. Ich setzte vorsichtig einen Fuß vor den anderen und versuchte, möglichst stabile Stellen zu finden. Es ging soweit ganz gut, doch kurz vor dem Ende stieß mich eine unsichtbare Kraft zurück und ich fiel in den Sumpf. Ich sank sehr schnell und so versuchte ich mit aller Kraft freizukommen, doch nichts half. Ich sank und sank immer tiefer und ich glaubte sogar irgendwo die Kreatur zwischen den Bäumen zu erkennen, wie sie mich beim Sterben beobachtete. Aber ich durfte nicht sterben. Niemand sonst konnte das Dorf warnen und ich musste doch irgendwie meine Familie durch den Winter bringen. Tränen liefen über meine Wangen.
Doch plötzlich, als ich nur noch mit dem Kopf und den Armen aus dem Moor schaute, wehte ein starker Wind. Es blies einige der Weidenruten, ein paar Meter von mir, in meine Richtung. Das war meine einzige Chance. Ich griff nach den Ruten und hielt sie mit aller Kraft fest. Dann holte ich tief Luft und zog. Ich riss einige der Ruten raus, aber die anderen waren fest und so zog ich mich immer weiter zum Ufer. Währenddessen griff ich nach immer mehr Weidenruten und zog. Die Arbeit zerrte stark an mir, doch ich konnte es mir nicht erlauben, jetzt Schwäche zu zeigen. Noch einmal zog ich mit allem, was ich hatte, und ich war draußen. Ich konnte nicht mehr. Auch wenn es nur ein paar Sekunden waren, fühlte es sich nach Stunden an, an denen ich nur regungslos am Ufer des Sumpfes lag. Mit aller Kraft stand ich auf und wankte, so gut ich konnte, weiter. Nach einer unerträglichen Zeit, in der ich nur starr weiter stolperte, hielt ich inne. Etwas hatte gerade im Gebüsch geraschelt. Ich sollte weglaufen, aber dafür fehlte mir die Kraft. Stattdessen tastete ich unter meinem Mantel nach dem Dolch. Da sprang die Hexe aus dem Gebüsch auf mich zu und stieß mich zu Boden. Ich wollte aufstehen, doch sie schlug mit ihren krallenähnlichen Fingernägeln zu und fügte mir mehrere Schnitte in der Brust zu. Den Schmerz konnte ich gerade noch so ignorieren, doch dann stürzte sich die Kreatur auf mich und drückte mir mit ihrer langen, knochigen Hand die Kehle zu. Purer Zorn spiegelte sich in ihren Augen wider. Ich wollte mich wehren, ihre Hand wegdrücken, doch nichts half. Also griff ich nach dem Dolch und schnitt ihr mit einer blitzschnellen Bewegung den rechten Oberarm auf. Die Hexe schrie auf und wich zurück. Ich rappelte mich so schnell auf, wie ich konnte. Sie funkelte mich hasserfüllt an und ich wusste genau, dass ich einen zweiten Angriff nicht überleben würde. Also bäumte ich mich zu meiner vollen Größe auf und hielt den Dolch drohend vor mir. Die Hexe fauchte und drohte ebenfalls. Wir verharrten eine ganze Weile so, bis sie schließlich zurück im Dickicht verschwand. Als ich sie nicht mehr hörte, rannte ich los, den Dolch noch immer fest umklammert. Ich rannte schneller, als es mir mein Körper eigentlich erlauben würde. Ich rannte und rannte, doch dann hielt ich an. Da war der Waldrand. Da waren die Lichter des Dorfes. Ich hatte es geschafft. Noch nie war ich so erleichtert wie jetzt und ich ging schnell aufs Dorf zu. Doch dann bemerkte ich etwas auf dem Boden. Es war Moritz. Alle Viere von sich gestreckt starrte er ins Leere. Sein Körper war aufgeschlitzt und einige Organe fehlten. Ich fiel auf die Knie. Das durfte nicht passiert sein. Ich wollte schreien. Weinen, diese Ausgeburt verfluchen, doch alles, was aus meiner Kehle kam, war ein schwaches Krächzen. Mein Sohn war tot, und er hatte es fast nach Hause geschafft. Jetzt kamen Lichter auf uns zu. Es waren Leute aus dem Dorf mit Fackeln. Sie blieben vor uns stehen und musterten die Lage. Ihr Blick fiel zuerst auf meinen ausgeweideten Sohn, und dann auf dem blutgetränkten Dolch in meiner Hand. »Du hast deinen Sohn getötet«, sagte einer schockiert. Ich schüttelte hektisch den Kopf und ließ den Dolch fallen. »Du hast ihn umgebracht«, sagte ein anderer sichtlich angeekelt. »Nein, bitte nicht«, stammelte ich schwach hervor. Einer hob einen Stock auf, schlug ihn mir gegen den Schädel und ich verlor das Bewusstsein. Als ich aufwachte, war es schon hell. Ich stand festgebunden an einem Pfahl, um mich herum nur Stroh und viele Leute aus dem Dorf. Meine Familie war nicht dabei. Jetzt wurde mir klar, wo ich mich befand. »Nein, ich war das nicht«, schrie ich. Die Leute, darunter meine besten Freunde, standen mit Fackeln in der Hand um meinen Scheiterhaufen und sahen mich voller Abscheu an. »Im Wald lebt irgendetwas. Es hat das alles getan. Ich bin unschuldig. Bitte, bringt mich nicht um«, flehte ich sie an. Doch sie hörten mir nicht zu. Jemand gab ein Zeichen und alle warfen ihre Fackeln auf das Stroh, welches augenblicklich Feuer fing.
Aus vollen Lungen sog ich die würzige Waldluft ein. Es war wirklich eine gute Idee von meiner Freundin Katrin gewesen, dieses Wochenende im Wald zu planen. Wir beide waren beste Freunde, seit wir 6 waren und hatten früher oft in der freien Natur gezeltet, Entdeckungen gemacht, uns Gruselgeschichten erzählt oder einfach unterm Sternendach über Gott und die Welt philosophiert. Irgendwann kam dann die Pubertät, das Erwachsenenleben, unsere Jobs und Verpflichtungen. Und auch wenn unsere Freundschaft bis heute überdauerte, so war es doch viele Jahre her, dass wir beide gemeinsam in der Natur übernachtet hatten. Doch obwohl wir beide jetzt Anfang 30 waren, hatte dieser spezielle Wald für uns nichts von seiner Faszination verloren. Zwar hatten sich die Zeiten geändert und wildes Campen war dort inzwischen strengstens verboten, aber dafür gab es einige offizielle Schlafplätze, die man sich reservieren konnte. Während die meisten davon in der Nähe des Eingangsbereichs und des waldeigenen Cafés lagen, welches dort inzwischen eröffnet hatte, haben wir uns für einen kleinen Hochstand tief im Herzen des Waldes entschieden. Dort würden wir nicht so schnell von quengeligen Schulklassen und lärmenden Touristen gestört werden. Wir passierten gemeinsam das kleine Café und suchten nach dem zuständigen Mitarbeiter, um uns anzumelden und zu bezahlen. Glücklicherweise fanden wir ihn recht schnell, da er mit seinem grünen Polohemd, welches das Logo der Firma trug, die sich um die Pflege und Nutzung des Waldes kümmerte, schwer zu übersehen war. Es war ein freundlicher, kleiner, braunhaariger Mann, Anfang 40, der uns herzlich willkommen hieß und uns ein paar Regeln für den Aufenthalt im Wald erklärte, die ja eigentlich selbstverständlich waren. Wir hatten sicher nicht vor, ein wildes Lagerfeuer zu entzünden oder tonnenweise Müll dort rumliegen zu lassen. Aber klar, der Mann musste nun einmal darauf hinweisen. Danach zeigte er uns den kleinen Pfad, der zu unserem Schlafdomizil führen würde, und versprach uns, um 9 Uhr morgens den kleinen Frühstückskorb vorbeizubringen, der zum Angebot gehörte. Dann ließ er uns allein und wir machten uns auf den Weg zu unserem kleinen Paradies, während hinter uns die Stimmen der anderen Besucher immer leiser wurden. Aus Kinderlärm und Gesprächen wurde nach und nach Vogelgezwitscher und Blätterrascheln, während uns die warme Nachmittagssonne in den Nacken schien und wir jeden Moment ausgiebig genossen. Während Katrin, die früher jedes Buch über Pflanzen und Tiere förmlich verschlungen hatte, noch immer zu jeder Blume, zu jedem Pilz und zu jedem Busch etwas Schlaues zu erzählen wusste, ließ ich einfach die magische Stimmung auf mich wirken. Der Weg flog nur so dahin. Und auch wenn laut meines Handys mehr als eine halbe Stunde vergangen war, als sich endlich die Lichtung mit dem Hochstand vor uns auftat, kam es mir vor, als wären es nur wenige Minuten gewesen. Katrin, die schon immer auf gute Aussicht stand, raste förmlich die Treppe zu unserem Schlafplatz hoch und ich, die mal wieder das ganze Gepäck schleppen durfte, folgte ihr schwer atmend. Als ich aber endlich in unserem kleinen hölzernen Zuhause angekommen war und von gut 20 Metern Höhe die Umgebung betrachtete, fühlte ich mich für die ganze Schlepperei entschädigt. Zwar bot der Hochstand nicht gerade viel Platz und neben einem winzigen Tisch und 2 Stühlen gab es dort keinerlei Möbel, aber wenn wir Luxus gewollt hätten, hätten wir uns irgendwo ein Hotel genommen. Worauf es wirklich ankam, war die Aussicht und davon hatte unser Schlafplatz eine Menge zu bieten. Von hier aus konnten wir einen großen Teil des Waldes überblicken. Die Lichtung, die uns umgab, die Wiese mit den Wildschafen, nur ein paar hundert Meter von uns entfernt, das Wildschweingehege und auch die in Nebel gehüllte Moor- und Heidelandschaft. Vor allem aber die endlosen Baumreihen, die sich in alle Richtungen erstreckten wie ein uferloses grünes Meer. Ein starkes Gefühl von Freiheit breitete sich in mir aus und ein Blick zu Katrin verriet mir, dass es ihr ähnlich ging. Schweigend genossen wir den Ausblick eine gute halbe Stunde lang, bis Katrins Magenknurren auch mich daran erinnerte, was für einen Hunger ich eigentlich hatte. Wir packten unser Abendessen aus, das aus Brot, Käse, Obst, Marmelade und einer großen Kanne Tee bestand, und redeten beim Essen über unsere Jobs, über unsere Freunde, über Politik, Kinofilme und das Universum im Allgemeinen. Als die Sonne sich langsam zum Schlaf herabsenkte und das Licht sich rötlich färbte, planten wir unsere Nachtwanderung. Angeblich sollten heute besonders viele Glühwürmchen und auch Fledermäuse unterwegs sein, weshalb es eine interessante Nacht zu werden versprach.
Da ich aber immer noch recht fertig von der Woche und nicht mit Katrins unerschöpflicher Ausdauer gesegnet war, wollte ich mich noch einmal eine Stunde aufs Ohr hauen, während Katrin schon einmal die Gegend auskundschaftete. Voller Tatendrang stieg sie die Leiter hinab. Ich dagegen stellte mir meinen Wecker und schlief fast augenblicklich ein. Als ich erwachte, fühlte ich mich noch matter als zuvor. Mein Handy und die vollkommene Dunkelheit verrieten mir, dass ich gnadenlos verschlafen hatte. Es war bereits 22:30. Dennoch war Katrin nirgendwo zu sehen. Wo war sie nur geblieben? Und warum hatte sie mich nicht geweckt? Ich konnte es mir einfach nicht erklären. Ich hoffte nur, dass ihr nichts Schlimmes passiert war. Nachts allein im Wald umherzuwandern war keine gute Idee. Zwar glaubte ich nicht wirklich, dass Katrin irgendeinem Vergewaltiger in die Hände gefallen war. Für die gab es weitaus lohnendere Gegenden. Aber immerhin könnte sie gestolpert und irgendeinen Hang hinabgestürzt sein. Ich musste sie suchen. Leider hatte Katrin auch die Taschenlampe mitgenommen. Doch zum Glück hatte mein Smartphone ja eine entsprechende App, auch wenn der Akku nicht mehr allzu lange reichen würde. Ich schaltete die App dennoch ein und suchte mit dem Lichtstrahl die Umgebung des Hochstands ab. Was ich sah, ließ mir das Blut in den Adern gefrieren. Dort waren Menschen. Unheimlich viele Menschen. Männer, Frauen und Kinder. Sicher waren es mehr als 60 Leute. Wo kamen die so plötzlich her? Doch noch weit stärker als die Frage, wo diese Leute herkamen und was sie alle mitten in der Nacht hier zu suchen hatten, beschäftigte mich eine andere. Warum bewegten sie sich nicht? Sie alle standen dort wie Gestalten aus einem Wachsfigurenkabinett, die irgendein größenwahnsinniger Künstler dort platziert hatte. Dieser Eindruck wurde noch dadurch verstärkt, dass sie nicht einfach nur dastanden, sondern alle aussahen, als wären sie mitten in der Bewegung eingefroren. Viele hatten ihre Beine auf eine Art angewinkelt, die ihnen unmöglich erlauben konnte, einfach so dazustehen. Sie mussten eigentlich umkippen, aber sie taten es nicht. Ein Schauer lief mir über den Rücken. Was für eine Freakshow war das? Erst verschwand Katrin und nun standen dort noch diese seltsamen Gestalten. War das etwa ein schlechter Scherz von ihr? Am liebsten wollte ich das glauben, auch wenn das unsere Freundschaft schweren Schaden zugefügt hätte. Immerhin wusste Katrin, wie leicht ich zu erschrecken war und dass ich so etwas alles andere als lustig finden würde. Aber auch wenn mir der Gedanke von einem geschmacklosen Scherz angesichts der Alternative sehr verlockend erschien, so machte es doch keinen Sinn. Katrin konnte unmöglich so viel Geld haben, all diese Puppen hier aufstellen zu lassen. Da ich mich also von dem Gedanken, dass gleich eine schadenfroh lachende Katrin aus dem Gebüsch hervorkommen und mich mit meiner Angst aufziehen würde, gleich wieder verabschieden konnte, musste ich der Sache wohl oder übel auf den Grund gehen. Und vor allem musste ich Katrin finden. Ich stieg also mit einem mehr als unguten Gefühl die Leiter herab, wobei mir jeder knarzende Schritt schwerer fiel als der vorherige. Als ich dann endlich unten angekommen war und das Geräusch der knarrenden Leiter verstummt war, bemerkte ich erst, was für eine unnatürliche Stille über dem Wald lag. Ich konnte nur meinen eigenen Atem hören. Sonst nichts. Langsam ging ich auf die Freakshow zu, die sich auf der Wiese aufgereiht hatte. Natürlich kamen mir gerade jetzt sämtliche Horrorfilme in den Sinn, die ich je gesehen hatte. Am liebsten hätte ich mir ein Loch gegraben und mich dort versteckt, aber das würde mir auch nicht helfen. Stattdessen ging ich langsam weiter, bis ich die erste Person, einen eigentlich recht gut aussehenden Mann Mitte 20, der mir unter anderen Umständen sicher gefallen hätte, erreichte. Der Mann hatte sein Knie gehoben und sein rechtes Bein schwebte einfach in der Luft. Seine Augen waren weit aufgerissen und auch sein Mund war leicht geöffnet. Aus der Nähe sah er ganz und gar nicht wie eine Wachsfigur aus. Mit zitternder Hand berührte ich vorsichtig sein, von einem 3-Tage-Bart geziertes Kinn. Die Wärme, die ich spürte, ließ mich aufschreien. Der Mann war garantiert keine Wachsfigur. Er lebte und dennoch rührte er sich nicht. Um ganz sicher zu gehen, berührte ich noch eine ältere Frau und einen Teenager in der Nähe. Auch sie hatten warme, menschliche Haut. Von Wachs keine Spur. Mein Abendessen begann in meinem Bauch zu rumoren. Das war doch nicht normal. Ganz und gar nicht. Plötzlich hörte ich etwas. Ein Rascheln im Gras.
Ruckartig drehte ich mich und auch den Strahl meiner Taschenlampe in die Richtung, aus der das Geräusch gekommen war. Dort sah ich ein kleines Mädchen. Es hatte ein weißes, altmodisches Kleid, einen schwarzen Zopf und, wenn mich das schwache Mondlicht nicht täuschte, genauso schwarze Augen. Es ging mit abgehackten, roboterhaften Schritten auf mich zu. Sein starrer Blick war genau auf mich gerichtet. Unwillkürlich wich ich ein paar Schritte zurück. Das Mädchen folgte mir unbeirrt und schob mich geschmeidig durch die erstarrten Leiber. Ich wollte reflexartig zum Hochstand fliehen, aber nun kam ein weiteres Mädchen, das ganz genauso aussah wie das erste, aus der anderen Richtung auf mich zugelaufen. Sie wollte mir den Weg abschneiden. Kopflos rannte ich zum einzig verbliebenen Ausweg und lief prompt in etwas Weiches und Raschelndes. Es roch nach Lavendel und altem Stoff. Ich blickte hoch und sah direkt in die pechschwarzen Augen einer uralten und runzligen Frau, in deren geblümten Kleid ich mich verfangen hatte. Ihr Blick war wie ein riesiger Strudel. Wie ein Kochtopf, in dem man Verbitterung, Härte und uralten, nie versiegenden Hass zu einem alles verzehrenden und das Leben verneinenden Geist verrührt hatte. Dieser Blick bereitete mir körperliche Schmerzen. Von purem Überlebensinstinkt getrieben und mit einer Geschwindigkeit, die ich nicht für möglich gehalten hätte, flüchtete ich vor ihr und entging so gerade noch der dürren, fleckigen Hand, die mich greifen wollte. Ich rannte so schnell ich konnte und vergaß dabei, dass ich mich mitten in einem Wald befand. So endete meine Flucht bereits nach wenigen Sekunden an einem Baumstamm, gegen den ich schmerzhaft prallte. Als ich die Benommenheit abgeschüttelt hatte und mich umsah, bemerkte ich zu meinem Grauen, dass die ekelhafte Frau mir bereits auf den Fersen war. Langsam, aber unerbittlich. In ihrem Schlepptau bewegte sich ein Heer von kleinen Mädchen. Während die alte Frau fast über den Boden zu schweben schien, bewegten sich die Mädchen abgehackt und stockend wie übergroße Insekten in weißen Kleidern. Der Anblick war dermaßen unnatürlich, dass es schmerzte. Starr vor Schreck und mit der Situation total überfordert, wollte ich mich schon in mein Schicksal ergeben, so grauenhaft es auch sein mochte. Dann aber dachte ich an Katrin, an das Mädchen, mit dem ich Verstecken gespielt hatte, an die Frau, die immer für mich da gewesen war. Ich musste sie finden, wo auch immer sie war. Ich durfte sie nicht diesen Wesen überlassen. Dieser Gedanke gab den Ausschlag. Ich kämpfte mich auf die Beine hoch und lief blindlings durch die Bäume, um der albtraumhaften Freakshow hinter mir zu entgehen und hoffentlich irgendwo Katrin zu finden. Ich weiß nicht mehr, wie lange ich gelaufen bin, nur dass meine Lungen brannten, mein Shirt trotz der Wärme der Sommernacht voll kaltem Schweiß war und ich völlig die Orientierung verloren hatte. Ängstlich lauschte ich in die Nacht, ob ich insektenhafte Schritte oder das Rascheln eines geblümten Kleides hören würde. Aber da war nur Stille und das fahle Licht des Halbmondes. Also erlaubte ich mir kurz durchzuatmen und mich zu orientieren. Das wäre in diesem dichten Wald und nach meiner planlosen Flucht schon bei Tag keine leichte Aufgabe gewesen. Aber in der Dunkelheit und nur mit ein bisschen Mondlicht und meinem Handy als Lichtquelle war es so gut wie unmöglich. Ganz besonders, wenn ich darüber nachdachte, was da draußen lauerte. Die boshafte alte Frau und diese insektenhaften Mädchen mit ihren toten schwarzen Augen hatte ich nicht vergessen. Und das werde ich sicher auch nie. Wie also sollte ich unter diesen Umständen Katrin finden? Glücklicherweise hatte das Schicksal in diesem Moment entschieden, mir nicht erneut mit Anlauf in die Fresse zu treten. Im Schein meiner Handybeleuchtung erkannte ich, dass ich direkt neben einem der hölzernen Wegweiser stand, die Gästen die Orientierung im Wald erleichtern sollten. Auf dem Schild zu meiner Linken war der Weg zum Eingang ausgeschildert, der mich hin zur rettenden Zivilisation, aber auch fort von Katrin führen würde. Das andere Schild zeigte geradeaus direkt zur Moor- und Heidelandschaft. Allein bei diesem Wort lief es mir eiskalt den Rücken herunter. Es erinnerte mich an Irrlichter, an dürre Moorleichen mit fahlen Gesichtern, an Fieber, Mücken, Tod und Verderben. Deshalb hatte ich die Gegend bei früheren Besuchen stets gemieden. Aber es half ja nichts. Zurück konnte ich nicht gehen, angesichts dessen, was dort lauerte. Und Katrin im Stich lassen würde ich auch nicht. Also setzte ich mich in Bewegung. Bereits als ich wenige Minuten gelaufen war, spürte ich, wie es merklich wärmer wurde.
Mein Shirt klebte mir bereits klitschnass am Körper und die Temperaturen hier waren beinahe tropisch geworden. Außerdem verlor der Boden mehr und mehr an Festigkeit, weswegen ich einige Male beinahe ausgerutscht wäre. Zusammen mit den fehlenden Geräuschen sorgte das für eine sehr gespenstische Atmosphäre. Mit der Zeit wurde aus dem feuchten Weg regelrechter Schlamm und meine Füße machten bei jedem Schritt ein schmatzendes Geräusch. Lange Zeit war dies das Einzige, was ich hörte. Dann aber vernahm ich den leisen Singsang mehrerer schriller Stimmen und den verzweifelten Hilfeschrei von Katrin. Freude und Angst nahmen mich gleichermaßen gefangen. Ich hatte sie gefunden, aber leider nicht nur sie. Inmitten des hohen Gesangs konnte ich eine einzelne, kratzige Stimme ausmachen. Ich wusste sofort, dass sie der alten Frau gehören musste. Was im Licht geboren war, wird ein Teil der dunklen Schar, wird sich winden und sich wehren, doch letztlich sein ein Kind des Leeren. Ihre Stimme klang zwar alt und schrill, aber in ihren Worten klang etwas Altes, Kraftvolles und Mächtiges mit, als wenn aus ihr zugleich zwei Wesen sprechen würden. Dabei verstand ich nicht wirklich, was das alles sollte. Ich wusste nur, dass ich Katrin da rausholen würde. Langsam und mit klopfendem Herzen ging ich auf die Quelle der seltsamen Ritualgesänge zu und spähte vorsichtig durch das Unterholz. Was ich dort sah, raubte mir den Atem. Katrin war vollkommen nackt und mit mehreren dicken Seilen an einem knorrigen und entwurzelten Baumstamm gekettet, der inmitten der feuchten Moorlandschaft lag. Um sie herum standen die Insektenmädchen mit starrem Blick und öffneten und schlossen ihre Münder im Gleichtakt, um wortlose Gesänge in einer fremdartigen Tonart von sich zu geben. Die alte Frau aber hielt eine Art Messer, mit dem sie blutige Linien in Katrins Haut ritzte. Ihr Blut tropfte als stetiges Rinnsal herab und wurde von dem gierigen Baumstamm aufgesogen. Ihre Schreie durchbrachen von Zeit zu Zeit den Gesang, konnten aber nichts an dem abartigen Tun ändern. Die alte Frau schritt immer wieder ein paar Meter zurück, um dann erneut fortzupreschen und ihren Dolch in Katrins Haut zu tauchen. Dabei rief sie immer neue Beschwörungsformeln. Im Licht der halben Mondescheib ritz ich ein Lied in deinen Leib, auf dass der alte Geist vergeht, ein neues Herz in dir entsteht. Ich war zugleich abgestoßen und gebannt von diesem Ritual, und auch wenn ich Katrin unbedingt helfen wollte, konnte ich mich nicht rühren. Dafür sah ich nun, wie Katrins Blut im Mondlicht zu verdampfen begann, als wäre es Wasser auf einer heißen Herdplatte. Katrin schrie nach ihrem Freund Jan, nach ihren Eltern und was am meisten schmerzte, nach mir. Aber ich konnte ihr nicht helfen. Ich hatte so viel Angst. Warum nur hatte ich so verdammt viel Angst? Die Frau hob erneut ihr Messer und fuhr damit diesmal tief in Katrins Schenkel. Die roten Flüsse spülen fort, jedes Gefühl und jedes Wort, bis es dich nackt und klein erkennt und frisst und beißt und brennt und brennt. Ich war wie hypnotisiert. Und so bemerkte ich erst, dass mich eine kalte Hand an der Schulter packte, als es bereits zu spät war. Ich drehte mich erschrocken um und sah in das Antlitz eines der unheimlichen Mädchen. Ihr Gesicht war perfekt ebenmäßig, ihre Augen waren schwarze Löcher und ihr Griff war stärker als der jedes Bodybuilders. Vor allem aber sah ich, wie sich unter ihrem Arm etwas bewegte, so als wären dort mehrere Gelenke verborgen. Mit mechanischen Schritten zog sie mich hinter sich her. Nun waren wir beide verdammt, dämmerte es mir, als das insektenhafte Mädchen mich direkt zu der alten Frau brachte, deren verdorrte Lippen sich zu einem schwachen Grinsen verzogen. Auch deine Seele soll sich fügen, wir füllen dich mit Leid und Lügen, bis du sie alle liebst und glaubst und deine Menschlichkeit verdaust. Aus dem Mund der Alten quoll ein dichter, rosa Nebel, der Übelkeit erregend stark nach Lavendel roch. Als ich ihn einatmete, wurde mir sofort schwindelig und für einen kurzen Moment sah ich die wahre Gestalt der Mädchen und der alten Frau.
eine riesige Gottesanbeterin, umringt von zirpenden Käfern in weißen Kleidern. Dieser Anblick sollte mir wohl allen Mut rauben, aber er erreichte das Gegenteil. Etwas in mir weigerte sich einfach, sich dieser Macht zu ergeben, die das Leben auf so perverse Art verneinte und verdrehte. Etwas Helles und Starkes, das ebenso alt wie die Bosheit der Frau und ihrer Käfermädchen war. Angetrieben von dieser Kraft riss ich mich vom hypnotischen Bann der Frau los, riss ihr den Dolch aus den dürren Händen und begann damit, Katrin loszuschneiden. Katrin erkannte mich kaum, so schwach wie sie war, aber das war mir egal. Ich würde sie notfalls aus diesem Wald schleppen. Endlich gaben die Stricke nach und ich konnte Katrin von diesem seltsamen Baumaltar herunterziehen. Sie bot einen erbärmlichen Anblick. Ihr Körper war voller Schnitte. In ihrem Rücken steckten Holzsplitter und der intensive Lavendelduft der Frau klebte wie ein Parasit an ihr. Aber darüber konnte ich mir später Gedanken machen. Jetzt mussten wir erstmal heraus. Ich weiß nicht, woher ich diese Kraft nahm, aber ich warf mir Katrin über die Schulter und machte mich daran zu fliehen. Halb erwartete ich, dass die Mädchen oder die Frau versuchen würden, mich aufzuhalten. Immerhin waren sie viel stärker und noch dazu in der Überzahl. Aber sie standen einfach nur regungslos da und beobachteten mich. Sie folgten mir nicht einmal dann, als ich die halb bewusstlose und unzusammenhängend brabbelnde Katrin aus dem heißen und faulig riechenden Moor herausschleppte. Der Rückweg war zwar anstrengend, Katrin bog immerhin auch ihre 70 Kilo, aber dafür blieben wir unbehelligt. Kein einziges Mitglied dieser höllischen Freakshow folgte uns. Nur die menschlichen Statuen, inklusive des gut aussehenden jungen Mannes, standen noch immer an ihrem Platz. Sie jagten mir zwar noch immer eine Heidenangst ein, aber nach all dem, was ich mit der bösen Frau und ihren Mädchen erlebt hatte, nahm ich es beinahe gelassen. Mit letzter Kraft schleppte ich Katrin die Leiter zu unserem Hochstand hoch. Eigentlich wollte ich mit ihr aus dem Wald fliehen, aber ich brauchte einfach Ruhe. Meine Kräfte waren total aufgebraucht und meine Arme und Beine schmerzten fast so schlimm wie mein Rücken, dessen Muskeln nun sicher steinhart waren. Und dabei ging es mir im Gegensatz zu Katrin noch blendend. Außerdem hatte ich irgendwie das Gefühl, hier oben sicher zu sein. Noch dazu würde schon bald die Sonne über dem Wald aufgehen. Und wie jedes Kind wusste, konnte das Böse in der Sonne nicht bestehen. Ich legte also meinen Arm beschützend um die fiebrige Katrin, so wie ich es schon als Kind oft gemacht hatte. Dann schlief ich vor Erschöpfung ein. Ich wurde geweckt von den ersten Sonnenstrahlen und von einem lauten Zirpkonzert. Verwirrt erhob ich mich von meinem Schlafplatz auf dem Boden des Hochstands und sah auf die Wiese herunter. Wo einst die seltsam eingefrorenen Menschen gestanden hatten, türmten sich nun mehrere Dutzend menschengroßer Heuschrecken auf, die mit manischem Blick versuchten, in unseren Hochstand zu gelangen. Nein, das konnte nicht sein. Die Schrecken der Nacht sollten doch verschwunden sein. So war es doch immer. In allen Geschichten, in allen Filmen. Warum nicht jetzt? Immerhin konnten die Kreaturen mich hier nicht erreichen. Sie versuchten zwar, um jeden Preis zu mir hochzugelangen, sie krochen übereinander, benutzten die Chitinkörper ihrer Schwarmgenossen als Treppe, aber sie scheiterten immer wieder an dem großen Höhenunterschied. Fürs Erste ließ ich mich erleichtert auf den warmen Holzboden sinken. Ich musste mir nur überlegen, wie ich von hier wegkäme. Erst jetzt fiel mir mein Handy ein. Warum hatte ich nicht früher daran gedacht? Ich könnte Hilfe holen. Die Polizei vielleicht. Oder ich rief bei der Verwaltung des Waldes an. Irgendjemand würde sicher kommen und mich retten. Ich wollte schon die Nummer des Notrufs tippen, wobei mir natürlich bewusst war, wie seltsam es klänge, wenn ich von einem Angriff menschlicher Insekten erzählen würde. Aber ich könnte ja auch von einem Vergewaltiger oder Kidnappern erzählen, als ich mich plötzlich fragte, wo Katrin abgeblieben war. Ein hohes Zirpen, nahe an meinem Ohr, beantwortete mir diese Frage. Katrins blondes Haar und ihre Haut lagen wie ein abgestreiftes Kleid neben ihrem neuen Körper. Ihre schwarzen Facettenaugen fixierten mich kalt. Sie sprachen nicht mehr von Freundschaft, nicht mehr von Gnade, nur noch von Hunger. Als sich ihre Beißwerkzeuge in mein weiches Fleisch versenkten, hörte ich von fern ein letztes Mal die krächzende Stimme der alten Frau und ihren bösartigen Gesang.
Alte Bande werden brechen, jeder Knochen, der dich stützt. Niemand wird mehr von dir sprechen, weil kein Licht dich vor uns schützt. Endlich Wochenende. Gut gelaunt stieg Valeria die Stufen in die vierte Etage hinauf. Der Aufzug war seit über einer Woche kaputt, aber den Hausmeister juckte das herzlich wenig. Heute war ihr erster Jahrestag mit Bastian und sie hoffte inständig, vor ihm in der gemeinsamen Wohnung anzukommen. Seit einem knappen Monat wohnten die beiden zusammen. Die Fahrt aus dem kleinen Vorort, in dem ihre Eltern wohnten, zu ihrer Uni dauerte recht lange und nachdem Bastians Mitbewohner ausgezogen war, hatte es sich angeboten, bei ihm einzuziehen. Das nun unbenutzte Zimmer wurde zum Büro, wie er es gerne nannte. Dort hatten sie sämtliche Bücher und ihre PCs untergebracht. Obwohl es erst 17 Uhr war, brannten draußen schon die Straßenlaternen. Kein Wunder, es war ja auch erst Januar. Valeria schloss die Tür auf und schaltete das Licht in der Diele an. Sehr gut, Bastian war noch nicht da. Sie fragte sich, ob er wohl an ihr Jubiläum gedacht hatte und stellte eine Tüte mit Sushi von seinem Lieblingsjapaner auf den Küchentresen. Ein lautes Summen tönte aus ihrer Tasche. Eine SMS. Hey Kleines, ich brauche heute ein bisschen länger, bin so in einer halben Stunde zu Hause. Perfekt, also noch etwas Zeit. Sie deckte den kleinen Tisch und verteilte großzügig Kerzen im Wohnzimmer. Valeria sah auf die Uhr, nur noch ein paar Minuten, vorausgesetzt es gab keine weiteren Verspätungen. Nur noch schnell umziehen. Sie eilte ins Schlafzimmer, tastete nach dem Lichtschalter und zuckte heftig zusammen. Dieses gruselige Scheißteil! Vor ihr stand eine alte Schaufensterpuppe. Vor fast zwei Wochen hatte Bastian die Puppe mit nach Hause gebracht. Für die Arbeit, die ist bald wieder weg, hatte er versprochen. Er arbeitete neben dem Studium in einer Boutique und kümmerte sich dort vor allem um die Innengestaltung und Dekoration. Valeria fragte sich, was er überhaupt damit wollte. Die Puppe war zwar alt, das ehemals weiße Plastik war längst zu einem schmutzigen Elfenbeinton vergilbt. Aber nicht so alt, dass sie einen nostalgischen Charme oder was auch immer besessen hätte. Für Valeria ein klarer Fall für die Mülltonne. Außerdem hasste sie Puppen aller Art. Die Dinger waren einfach unheimlich und so ein Teil auch noch in ihrem Schlafzimmer zu haben, war schier unerträglich. Sie wusste auch, dass es eigentlich lächerlich war, aber das war die Angst vor Mäusen und Spinnen im Prinzip auch. Bastian zog sie gerne damit auf. Was soll sie denn schon machen? Sie hat doch nicht mal ein richtiges Gesicht. Und vor allem, es ist nur eine Puppe. Richtig, es war nur eine Puppe. Aber eine ausgesprochen widerliche. Das Gesicht war nur angedeutet, als hätte sich ein Mensch einen Strumpf über den Kopf gezogen. Trotzdem hatte Valeria ständig das Gefühl, beobachtet zu werden. Ich bin schon total paranoid. Wird Zeit, dass Basti das Ding endlich wegschafft. Sie zwang sich wegzuschauen und widmete sich lieber dem Kleiderschrank. Der große Spiegel auf der Vordertür zeigte ihr ein blasses, herzförmiges Gesicht, auf dem noch ein Hauch des Schreckens lag. Zielsicher nahm sie den Bügel mit ihrem Lieblingskleid heraus. Schwarzer Grobstrick, oben locker fallend und unten eng. Mit der Bürste glättete sie noch einmal ihr blondes Haar, das bis knapp auf die Schultern fiel. Jetzt noch das Richtige für darunter. Valeria lächelte, öffnete eine Schublade und fuhr zusammen.
Hatte sich da in der Puppenecke nicht etwas bewegt? Fast eine Minute fixierte sie die unheimliche Schaufensterpuppe und kam dann zu dem Schluss, dass es nur die Lichtreflexion eines vorbeifahrenden Autos gewesen war. Schnell zog sie sich um und verließ das Schlafzimmer wieder. Valeria war froh, als sie hörte, dass die Wohnungstür aufgeschlossen wurde. Sie war nicht gern allein zu Hause, schon gar nicht mit dieser unerwünschten Mitbewohnerin. »Schön, dass du wieder da bist.« Ein bisschen zu erleichtert fiel ihm Valeria um den Hals. »Hast du etwa immer noch Schiss vor der Schaufensterpuppe?« Bastian lachte sie schon wieder aus. »Blöder Penner«, schmollte sie. »Du wolltest das Ding längst wegschaffen. Warum musst du den Krempel für die Arbeit eigentlich hier aufheben? Das ist doch total bescheuert.« »Du hast ja recht. Aber irgendwie mag ich das Teil.« Er sah nachdenklich aus. »Ich dachte sogar, wir behalten sie einfach.« »Das ist doch nicht dein Ernst. Welcher normale Mensch hat denn eine Schaufensterpuppe im Haus?« »War doch nur Spaß, Engel. Du hast dich ja heute so rausgeputzt. Ist was Besonderes?« versuchte er abzulenken. Vielleicht. Rate doch einfach«, grinste Valeria geheimnistuerisch. »Dein Geburtstag?« »Nein, aber bald.« »Mist. Unser Jahrestag?« Valeria nickte. Sie hatte damit gerechnet, dass Bastian ihren Jahrestag vergessen würde. Aber er war einfach zu niedlich, wenn er in Verlegenheit geriet. Sie konnte ihm einfach nicht böse sein. Lächelnd nahm sie seine Hand und zog ihn ins Wohnzimmer. »Wow, du hast dir ja echt Mühe gemacht. Jetzt fühle ich mich erst recht scheiße.« »Ist doch egal. Ich wollte dir nur eine Freude machen«, kicherte Valeria. »Du bist extra zum Yamato gefahren? Das ist am anderen Ende der Stadt.« Zerknirscht wedelte Bastian mit einer Serviette, fand aber bald zu seiner üblichen lockeren Art zurück. Sie schubste ihn bestimmend auf einen Stuhl. »Jetzt setz dich schon hin. Heute wird ein bisschen gefeiert.« Eine Stunde und eine Flasche Sekt später saßen die beiden aneinander gekuschelt auf der Couch. Ein bisschen durchtrieben, grinsend, fragte Bastian: »Und bekomme ich gar kein Geschenk von dir?« »Steht direkt vor dir. Du musst es nur auspacken.« Verführerisch lächelnd ließ Valeria das Kleid ein Stückchen von ihrer Schulter rutschen und fügte hinzu: »Ich war nicht nur Sushi kaufen.« Am nächsten Morgen wachte sie allein im Bett auf. Es war zwar Wochenende, aber Bastian musste trotzdem arbeiten. Einzelhandel eben. Ein paar Minuten blieb sie noch unter der warmen Decke liegen, mit dem Gedanken noch ganz beim gestrigen Abend. Dann wanderte ihr Blick in Richtung der Schaufensterpuppe. Und ihre gute Laune war schlagartig dahin. »Steht dieses Mistding immer noch hier rum?« Wie schon dutzende Male zuvor starrte sie die Puppe an und die Puppe starrte mit ausdruckslosem Gesicht zurück. Es hätte sie nicht gewundert, würde sie sich bewegen. »Blödsinn«, schimpfte sie mit sich selbst. »Und falls doch, würde ich wahrscheinlich einen Herzinfarkt bekommen.« Kopfschüttelnd stand sie auf und machte sich auf den Weg in die Küche. Bloß raus aus dem Puppenkerker. Ihr Blick fiel auf einen kleinen Zettel an der Kaffeemaschine. »Ich liebe dich.« Bastian mochte zwar vergesslich sein, aber mit solch kleinen Gesten machte er vieles wieder wett. Eigentlich war er in ihrer Beziehung der Romantiker, während Valeria sich vor allem zu größeren Anlässen besondere Mühe gab. Obwohl sie den Morgen gerne mit einer Tasse Kaffee begann, bekam an diesem Tag die Dusche den Vorzug. Sie wanderte ins Badezimmer und zog sich das Nachthemd über den Kopf. Schnell stieg sie in die Kabine und drehte das Wasser auf. Kurz darauf war das kleine Bad von dicken Dampfwolken erfüllt. Sie liebte es, heiß zu duschen. Egal, ob das schlecht für die Haut sein sollte. Ihre Routine wurde von einem Geräusch unterbrochen. Durch das Rauschen des Wassers hindurch klang es wie eine Tür. »Basti, bist du das?« Trotz der Hitze überkam sie sofort kaltes Schaudern. Valeria stellte das Wasser ab und streckte den Kopf aus der Dusche. Diesmal hörte sie ein leises Rumpeln in der Diele. »Lass den Scheiß, das ist echt nicht lustig.« Sie griff nach dem Badetuch, als sie etwas Kühles auf ihrer Schulter spürte. Vom Grauen gepackt, drehte sie den Kopf und blickte auf eine weiß-gelbliche Plastikhand. »Scheiße«,
Schweißgebadet schreckte Valeria hoch. Was zur... Zitternd saß sie auf der Couch, wo sie gestern Abend mit Bastian eingeschlafen war, und strich sich mit fahrigen Bewegungen die klatschnassen Haare aus dem Gesicht. Ein Rumpeln kam aus der Diele. Panisch blickte sie zur Tür und wartete auf die Fortsetzung ihres Albtraums. »Alles okay bei dir? Ich wollte gerade gehen und hab dich gehört.« Bastian stand besorgt im Türrahmen. »Schon gut. Ich hab nur schlecht geträumt.« Nach einem Blick auf die Uhr fügte sie hinzu, »Geh ruhig, du kommst noch zu spät.« Natürlich wäre es ihr lieber gewesen, nach diesem Albtraum nicht allein in der Wohnung zu bleiben. Nur zögernd wandte sich Bastian zum Gehen. »Sicher? Du siehst gerade echt mies aus, Schatz.« »Mach dir keinen Kopf, mir geht's gut. Jetzt hau schon ab.« Mit einem letzten misstrauischen Blick ließ er sie allein. Noch ein wenig zittrig stand sie auf. Die schweißnasse Decke klebte an ihrem Körper und so trat sie als erstes den Gang ins Badezimmer an. Ihr war etwas unwohl, als sie sich unter die Dusche stellte. Doch als das angenehm heiße Wasser über ihren Körper strömte, spülte es alle Beklemmungen fort. In ein Badetuch gewickelt ging Valeria in die Küche und schaltete beschwingt die Kaffeemaschine an. Wesentlich entspannter schritt sie in Richtung Schlafzimmer, um sich anzuziehen. Kurz vor der Tür hielt sie inne. »Na komm schon, das war nur ein Traum. Es ist doch kompletter Schwachsinn, Angst zu haben«, sprach sie sich selbst Mut zu. Sie fühlte sich unbeschreiblich lächerlich dabei, konnte sich aber nicht gegen die Furcht wehren, die langsam aber sicher Besitz von ihr ergriff. Für einen Moment ruhte ihre Hand auf der kalten Klinke, dann trat sie zögernd ein. Angewidert schaute sie auf die Schaufensterpuppe. Das fast glatte, nichtssagende Gesicht. Die vergilbten, schmalen Gliedmaßen. Hände, von denen die Finger in allzu gekünstelter Haltung abstanden. Geradezu alles an ihr war einfach abstoßend. Ein kalter Schauer packte Valeria. Wie lange hatte sie hier gestanden und die Puppe angestarrt? Eine Minute? Zwei? Vielleicht fünf? Oder... doch eine Stunde? Ohne sie aus den Augen zu lassen, ging sie zum Kleiderschrank und nahm sich die erstbesten Stücke heraus. Nur schnell wieder raus aus diesem verfluchten Raum. Erst im Wohnzimmer zog sie sich tatsächlich an. Um sich ein bisschen abzulenken, stellte sie den Fernseher an und kurz darauf wieder aus. Kam denn wirklich nur noch Müll in der Glotze? Gab es tatsächlich Menschen, die sich diese Doku-Soap-Kacke ansahen oder, noch schlimmer, diesen Schwachsinn auch noch glaubten? Unruhig ging sie in die Küche und wollte sich eine Tasse Tee kochen, als ihr einfiel, dass sie zuvor Kaffee gemacht hatte, und wanderte zurück zum Sofa. Eine Weile blätterte sie in einem Modemagazin und schlug es wieder zu, als sie feststellte, dass sie gar nicht wirklich hinschaute oder tatsächlich darin las. Ein Blick zur Uhr. Erst kurz nach 14 Uhr. Bastian hatte erst in etwa 2 Stunden Feierabend, plus die Zeit für den Heimweg. Wenn er nicht noch etwas einkaufen wollte, würde er allerfrühestens um 17 Uhr zurück sein. Viel zu lange, um alleine zu Hause zu sein. Valeria überlegte, ein bisschen spazieren zu gehen, aber dann müsste sie sich umziehen. Was wiederum bedeutete, dass sie wieder zum Kleiderschrank gehen musste. Ins Schlafzimmer. Zu ihr. Sie schüttelte sich. Mach dich nicht lächerlich. Würde Basti dich jetzt so sehen, würde er dich auslachen. Entschlossen stand sie vom Sofa auf. Vor der Tür hielt sie erneut inne. Komm schon, es ist doch ganz leicht. Mach einfach auf, verdammt. Schnell stieß sie die Tür auf und trat ein. Wie zuvor ließ sie den Blick durch das Zimmer schweifen und stellte sicher, dass die Schaufensterpuppe auch weiterhin in der Ecke neben Bastians Seite des Bettes stand. Der Versuch, sich selbst Unbefangenheit vorzugaukeln, scheiterte kläglich. Je mehr sie versuchte, die Puppe zu ignorieren, desto hartnäckiger bohrte sie sich in ihr Bewusstsein. Langsam ging sie zur Kommode und zog eine Jeans heraus, den Blick starr auf die Schaufensterdekoration gerichtet. Rückwärts verließ sie den Raum und schlug die Tür zu. Sie zog sich um,
hängte ihre Jogginghose über einen Stuhl im Wohnzimmer und verließ schnell die Wohnung. Noch nie hatte Valeria sich so erleichtert gefühlt, wenn sie ging. Mit jeder Stufe, die sie das Treppenhaus hinunterlief, fühlte sie sich unbeschwerter. Ein bestimmtes Ziel schwebte ihr nicht vor. Zuerst überlegte sie, in die Innenstadt zu fahren. Aber bei dem Gedanken an Geschäfte, in deren Schaufenstern nur weitere Puppen lauerten, drehte sich ihr der Magen um. Nein, nirgendwohin, wo es Läden oder Kaufhäuser gab. Schließlich lenkte sie ihre Schritte in Richtung des kleinen Parks in der Nähe. Eigentlich war es nur eine bessere Grünfläche, auf der eine Handvoll Bäume wuchsen. Doch nichts hätte sie jetzt zurück in die Wohnung gebracht, wo ihre Ängste angenehm weit zurückgeblieben waren. Ziellos wanderte sie zwischen den leeren Beeten und kahlen Büschen umher. Fast schon unbeschwert setzte sie sich auf eine der Bänke und genoss den eisigen Wind auf den Wangen. Normalerweise hasste sie den Winter und die Kälte, die mit ihm einherging. Aber das war ihr jetzt egal. Den Kopf in den Nacken legend, schaute sie zum Himmel. Stahlgraue Wolken würden bald neuen Schnee bringen. Valeria stand auf und schlenderte noch ein bisschen umher. Viel gab es hier nicht zu sehen. Wie spät mochte es wohl sein? Der Stand der Sonne war nicht wirklich eine Hilfe. Der ganze Tag war schon düster und trüb gewesen. Ihr Handy hatte sie in der Eile in der Wohnung vergessen und in dem schlecht besuchten Park war auch sonst niemand unterwegs, den sie hätte fragen können. Also ging sie zurück zu den etwas belebteren Straßen. »Entschuldigung, könnten Sie mir sagen, wie spät es ist?«, fragte Valeria den erstbesten Passanten. Der ältere Mann zog missmutig den Ärmel seines Mantels zurück und warf einen Blick auf seine Armbanduhr. 15.21 Uhr, fiel die knappe Antwort aus. Das konnte doch nicht wahr sein. Sie war nur etwas über eine Stunde unterwegs. Sie bedankte sich noch bei dem Herrn und ging weiter. Wohin jetzt? Einfach in ein Café gehen konnte sie nicht. Ihr Portemonnaie war in ihrer Handtasche, die sie bei ihrer Flucht ebenfalls zu Hause vergessen hatte. »Verdammt!« Fluchend ging Valeria weiter. Der Wind, den sie vor kurzem noch als so angenehm empfunden hatte, schnitt kalt in ihre Haut und die ersten Schneeflocken begannen in der Luft zu tanzen. Die Hände tiefer in die Jackentaschen vergrabend, wanderte sie die Straße entlang. Als das Schneetreiben jedoch dichter und der Himmel immer dunkler wurde, entschied sich Valeria dafür, doch zur Wohnung zurückzukehren. Vielleicht würde Bastian wieder da sein, wenn sie dort eintraf. Nur nicht zu schnell gehen, das steigerte die Chancen. Als sie wieder vor der Haustür stand, war es schon fast dunkel. Aber das musste bei dem Wetter nichts heißen. War sie erst gestern so leichtfüßig die Treppe hinaufgestiegen? Es fühlte sich wie eine Ewigkeit an. Mit jeder Stufe, die sie erklomm, wuchs der Drang, sich einfach umzudrehen und wegzulaufen. Auf dem Treppenabsatz der dritten Etage war sie stehen geblieben. »Los jetzt, weiter«, feuerte sie sich leise an. Ihre Hand krampfte sich um das Geländer, bis die Knöchel weiß hervortraten. »Geh, das kann doch nicht so schwer sein!« Langsam setzte sie ihren Weg fort. Schließlich hatte sie es geschafft. Die Wohnungstür ragte vor ihr auf, unheilverheißend wie das Tor zur Unterwelt. Umständlich, als wollte sie ihr eintreten, um jede mögliche Sekunde verzögern, kramte Valeria nach dem Schlüssel. »Wenigstens den habe ich nicht vergessen.« Hörte sie da nicht Schritte? »Bastian!« Schnell schloss sie auf und eilte hinein. Der Flur war dunkel. »Bastian? Bist du da?« Keine Antwort. Hatte sie sich die Schritte nur eingebildet? Sie stellte das Licht an und schälte sich aus ihrer Jacke. Trotz der behaglichen Wärme konnte sie die Kälte nicht zur Gänze abschütteln. Unnötig langsam ging sie zu ihrem neuen Lieblingsraum, dem Wohnzimmer. Valeria schaltete auch dort schnell das Licht an, schnappte sich ihr Handy und setzte sich in die Ecke der Couch. Zwei verpasste Anrufe und eine SMS, meldete es vorwurfsvoll. Einmal von ihren Eltern und einmal von Bastian. Die SMS mahnte sie lediglich, ihre Mailbox abzuhören. Eine Nachricht von Basti.
Hey Schatz, soll ich von unterwegs was zu essen mitbringen? Liebe dich. Ganz sicher nicht, dann würde er nur umso später wieder da sein. Sie warf einen Blick auf die Uhr. 16.43 Uhr. Jetzt würde es sicher nicht mehr allzu lange dauern. Für einen Moment überlegte Valeria, ihre Eltern anzurufen, um sich noch ein bisschen abzulenken. Verwarf den Gedanken aber bei einem Blick auf den Akkustand. Stattdessen wickelte sie sich in eine Decke und zuckte bei jedem Geräusch zusammen. »Scheiße, was ist denn nur los mit mir?« flüsterte sie, als sie schon wieder zusammengefahren war, nur weil der Hund der Nachbarn gebellt hatte. Klar, sie hatte die Puppe von Anfang an nicht leiden können und sich auch schon immer unwohl in ihrer Gegenwart gefühlt, aber seit dem Traum von letzter Nacht war es wirklich schlimm geworden. Nicht nur, dass ich schon die ganze Zeit Selbstgespräche führe, ich habe allen Ernstes Angst, dass mich eine Schaufensterpuppe angreift. Endlich hörte sie das Schloss in der Wohnungstür knacken. Kurz entschlossen legte sie sich hin und stellte sich schlafend. Bastian sollte nicht merken, dass sie die ganze Zeit, wie auf Kohlen sitzend, auf ihn gewartet hatte. »Hey Schatz, ich bin wieder da«, schallte seine Stimme durch den kurzen Flur. Valeria blieb stumm liegen und hielt die Augen geschlossen, lauschte dem Rascheln des Mantels, der in die Garderobe gehängt wurde, und den Schritten, die sich näherten. Dann spürte sie Bastians Hand auf ihrer Schulter. »Na, du Schlafmütze!« Blinzelnd blickte sie in sein zärtlich lächelndes Gesicht. Noch nie in ihrem ganzen Leben hatte sie sich so erleichtert gefühlt. Die Freude, die sie in diesem Moment verspürte, war alles andere als gespielt. »Schön, dass du da bist«, sagte sie glücklich, während sie ihre Arme um seinen Nacken schlang. Der Rest des Nachmittags und der Abend verliefen wie immer. Valeria fühlte sich zunehmend lächerlicher. Wie konnte man nur so irrationale Ängste haben? Statt zu kochen, bestellten sie eine große Pizza mit Käserand und legten eine DVD ein. Bastian erzählte von seinem Arbeitstag und zog sie damit auf, dass sie ihr Handy und ihr Portemonnaie vergessen hatte. Es störte sie nicht, Hauptsache nicht mehr allein. Ob es nun an dem Stress, dem Winterspaziergang oder einfach der Erleichterung lag, irgendwann fiel ihr das Blinzeln immer schwerer und ihre Augen weigerten sich hartnäckig offen zu bleiben. Nachdem Bastian sie zum fünften Mal geweckt hatte, meinte er nur, »Willst du nicht lieber ins Bett gehen? Du bekommst doch schon gar nichts mehr mit. Ich komme auch gleich nach, ich will nur noch das Ende sehen.« »Nein, nein, ich bleib auch noch hier«, wehrte sie schnell ab. Obwohl sie sich viel besser fühlte, seit Bastian zurück war, wollte sie nicht allein ins Schlafzimmer gehen. Mit bleischweren Lidern hockte Valeria auf der Couch und wehrte sich mit aller Kraft gegen den Schlaf, bis die letzten endlosen Minuten von Konstantin endlich vorüber waren. Todmüde schleppte sie sich ins Bett, damit rechnend, sofort in einen komatösen Schlaf zu fallen. Doch als sie dort lag und dem blassen Schemen hinter Bastian sah, war sie wieder hellwach. Schnell drehte sie sich auf die andere Seite, nur um heftig zusammenzuzucken, als er seinen Arm um sie legte. Angespannt lag sie unter der Decke und versuchte zu schlafen. »Sie schaut mich an, ich weiß es«, ging es ihr durch den Kopf. Sie wollte sich umdrehen und hatte gleichzeitig panische Angst davor, was sie sehen könnte, wenn sie es tatsächlich täte. Krampfhaft hielt sie die Augen geschlossen, aus Furcht, jeden Moment könnte die helle Gestalt in ihr Sichtfeld rücken. Bastians gleichmäßiges, tiefes Atmen verriet, dass er schon längst schlief, was sie noch viel mehr beunruhigte. Mit diesem schrecklichen Gefühl, so komplett allein zu sein, verstärkte ihre Panik noch weiter. Valeria wachte früh auf. Die Nacht war alles andere als erholsam gewesen. Sie fühlte sich wie gerädert. Aber immerhin hatte sie nicht wieder von der Puppe geträumt. Allein die Erinnerung an den letzten Traum ließ sie schaudern. Sie schaute aus dem Fenster. Draußen war es noch dunkel. Ihr Blick streifte die Schaufensterpuppe. Hatte sie gestern nicht noch näher an der Wand gestanden? »Schwachsinn«, dachte sie. »Es war stockdunkel, als wir ins Bett gegangen sind.« Aber ein leiser Rest von Zweifel blieb.
Sie drehte sich wieder um und kuschelte sich an ihren Freund, der noch immer friedlich schlief. Obwohl sie sich vollkommen ausgelaugt fühlte, konnte sie weder erneut einschlafen noch sich entspannen. Normalerweise genoss sie die behagliche Wärme und die ruhige Zweisamkeit an solchen Morgen, doch heute konnte sie nur daran denken, das Schlafzimmer so schnell wie möglich zu verlassen. Leise kletterte sie aus dem Bett, schnappte sich noch ein Sweatshirt von Bastian und ging hinaus. Als sie in den Badezimmerspiegel schaute, erschrak sie ein bisschen. Dunkle Schatten lagen unter ihren Augen. Strähniges, fettiges Haar umrahmte ihr fahles Gesicht. Erschöpft schleppte sie sich ins Wohnzimmer und rollte sich auf der Couch zusammen. Obwohl sie nicht damit gerechnet hatte, schlief sie fast augenblicklich ein. Als sie wieder erwachte, war es schon viel heller. Aus der Küche drang das vielversprechende Brummen der Kaffeemaschine. Mit knackenden Gelenken stand sie auf. Die alte Couch war nicht gerade die bequemste Bettstatt. Leise öffnete sie die Tür und ließ ihre zärtlichen Blicke über Bastians Rücken gleiten, während er den Toaster bestückte. In diesem Moment wurde Valeria wieder einmal klar, dass sie ihn aus ganzer Seele liebte. Erfüllt von diesem plötzlichen Gefühl der Wärme, schritt sie durch den kleinen Raum, umarmte ihren Liebsten, legte ihren Kopf von hinten an seine Schulter und atmete seinen Duft ein. Es war einer jener Augenblicke, in denen man das Gefühl hatte, das Herz könnte vor Glück zerspringen. »Guten Morgen, Engel.« Er drehte sich um und sah sie an. Entsetzt stieß Valeria ihn von sich. Sie war es. Das vergilbte Gesicht schaute sie an. Sie trug seine Kleidung, streckte ihre widerliche Plastikhand aus, als sie näher kam. Valeria wich zurück und stieß gegen die Wand. »Schatz, Walle!« Mit aufgerissenen Augen starrte sie geradeaus. »Hey, ich bin's!« Dumpf drang eine vage, bekannte Stimme zu ihr durch. Spürte Hände, die sich um ihre zitternden Schultern legten. »Lass mich los!« Sie wollte schreien, aber die Worte kamen nur erschreckend leise über ihre bebenden Lippen. »Lass mich!« stieß sie unter Auferbietung aller Kräfte hervor. Ihr Körper krampfte sich zusammen und sackte vollkommen hilflos auf den Küchenboden. »Psst, hey, ganz ruhig. Es ist alles okay.« Beruhigende Worte bahnten sich langsam ihren Weg in Valerias Bewusstsein. Heiße Tränen rannen über ihre Wangen und ihre Glieder zitterten unkontrollierbar. Sie zwang sich, die Puppe anzusehen. Unsagbar langsam realisierte sie Bastians Gesicht. Spürte die Wärme seiner Hände, die auf ihren Schultern lagen. Es war seine Haut, nicht das scheußliche Plastik. Sah, wie seine Lippen undeutliche Worte formten, die kaum zu ihr durchdrangen. Aber es war Bastian. Hemmungslos schluchzend warf sie sich in seine Arme, immer wieder von den abbebenden Wellen des Grauens geschüttelt. »Du hältst mich sicher für total übergeschnappt«, flüsterte Valeria leise, während sich ihre Hände um eine Tasse heißen Tee krallten. »Überhaupt nicht.« Bastian hielt sie noch immer im Arm und streichelte sanft über ihr Haar. »Du hattest einfach nur einen schlimmen Albtraum.« Sie lächelte nervös. Tatsächlich hatte sie ihm nur von ihrem Traum erzählt. Aus Angst, er würde sie dann tatsächlich für verrückt und hysterisch halten, hatte sie ihm den Rest verschwiegen. Schweigend nippte sie an ihrem Pfefferminztee. »Ich glaube, eine schöne heiße Dusche ist jetzt genau das Richtige«, brach Bastian das Schweigen, als sie sich sichtlich beruhigt und ihre Tasse geleert hatte. »Und ich glaube, du hast recht.« Sie schenkte ihm ein mattes Lächeln und trabte ins Bad. Ihr Anblick war nicht minder erbärmlich als vor noch ein paar Stunden. Normalerweise ließ sie sich gerne Zeit zum Duschen und widmete sich ausgiebig der Körperpflege, aber heute mussten Shampoo und Duschgel reichen. Nervös trocknete sie sich ab und stellte erleichtert fest, dass Bastian gerade im Schlafzimmer war. Wenigstens konnte sie sich diesmal in Frieden anziehen. Valeria mied krampfhaft den Blick zur Schaufensterpuppe und versuchte, sich möglichst unbefangen zu verhalten. Sie hörte noch, wie er irgendetwas erzählte, aber kaum ein Wort drang zu ihr durch. »Hey, hörst du mir überhaupt zu?« Bastian klang ein bisschen beleidigt. »Ich
Entschuldige, was hast du gesagt? Ich dachte, wir gehen heute Abend noch ins Kino. Lust? Ihre Miene hellte sich schlagartig auf. Klar, gerne. Dann würde sie ein paar Stunden nicht zusammen mit der Puppe in einer Wohnung verbringen müssen. Am späten Nachmittag brachen die beiden auf. Valeria fühlte sich unheimlich erleichtert, als sich hinter ihnen die Tür schloss. Sie hatte vorgeschlagen, zu Fuß zu gehen, damit sie noch früher los konnten. Bastian legte einen Arm um ihre Schulter und erzählte belanglose Geschichten vom Studium und von der Arbeit. Den Vorfall vom Morgen hatte er längst vergessen. Aber es störte sie nicht. Im Gegenteil, so würde er ihre Panikattacken keine unnötige Aufmerksamkeit schenken. Je näher sie dem Kino kam, desto mehr häuften sich die Geschäfte am Rand der Straßen. Mit Unbehagen schaute sie in die Schaufenster der kleinen Boutiquen. Obwohl die meisten dieser Puppen ganz anders aussahen, lief ihr ein Schauer über den Rücken. Ihr war, als würden sie ihr nachschauen, die Köpfe zur Seite neigen und miteinander tuscheln. Stur schaute sie geradeaus. Jetzt ist es soweit. Ich werde endgültig verrückt, ging es ihr durch den Kopf. Bastian drückte sie fester an sich. Offenbar schrieb er ihr zitternde Kälte zu. Im Kino sahen sie sich eine Liebeskomödie an. Normalerweise mochte sie solche Filme. Und sie wusste, dass es Bastians Entschuldigung für den vergessenen Jahrestag war. Er selbst konnte mit diesem Genre nichts anfangen. Aber heute fiel es ihr schwer, ihre Aufmerksamkeit dem Film zu widmen. Gedankenverloren wühlte sie im Popcorn-Eimer. Was sollte sie nur tun, wenn sie wieder zurück wären? Morgen würden die Vorlesungen wieder anfangen und sie konnte sich nicht immer davor drücken, die Wohnung zu betreten, solange ihr Freund nicht zu Hause war. »Was hast du, Schatz? Du bist schon den ganzen Abend so komisch.« Bastian schloss die Haustür auf. »Nichts, alles okay«, wehrte Valeria ab. Ihr schnürte sich die Kehle zu, als sie die Treppen hinaufschaute. Jede Stufe trug sie näher zu ihr zurück. Kalter Schweiß trat auf ihre Stirn. Obwohl sie diesmal nicht allein war, kostete sie es eine unheimliche Anstrengung, ihrem Freund hinaufzufolgen. Zurück in der Wohnung zog sich Bastian in das gemeinsame Büro zurück und setzte eine Hausarbeit fort, während Valeria noch einmal den Fernseher anstellte und vor sich hin dämmerte. Sie spielte schon ernsthaft mit dem Gedanken, einfach auf der Couch zu schlafen, als sie hörte, wie Bastian im Nebenzimmer langsam die Zelte abbrach. Wie am Abend zuvor machten sie sich gemeinsam fertig. Valeria zog sich gerade um, als Bastian noch einmal aus dem Zimmer ging, um sein Handy an das Netzteil anzuschließen. Fast augenblicklich verfiel sie in eine Starre. »Fuck, Basti ist doch nur nebenan und trotzdem hab ich so einen Schiss«, schoss es ihr durch den Kopf. Langsam, Schritt für Schritt, ging sie auf ihre Seite des Bettes zu. Erst als sie die Decke zurückschlug, merkte sie, wie ihre eiskalten Hände bebten. Reglos stand die Puppe in ihrer Ecke, den Kopf zur Seite geneigt, den rechten Arm leicht nach oben hin angewinkelt, als würde sie sich über irgendetwas amüsieren. Valeria fixierte sie hasserfüllt. »Als würde sie mich verspotten für meine erbärmliche Angst!« Ja, sie fühlte sich erbärmlich, armselig, minderwertig. Für einen Moment wandelten sich all ihre Ängste und all ihre Scham in Zorn. Trotzig warf sie sich auf ihr Kissen. »Wenn dieses Drecksteil morgen nicht aus der Wohnung verschwindet, schaffe ich es selbst auf den Müll.« Zitternd wachte Valeria auf. Im Zimmer war es eiskalt. Missmutig schaute sie auf den Wecker. Es war erst 2 Uhr nachts. Der Grund für die frostigen Verhältnisse war schnell gefunden. Bastian, der Frischluftfanatiker, hatte das Fenster offen gelassen. »Und das mitten im Winter«, ärgerte sie sich. Schlaftrunken stand sie auf und schlurfte auf die andere Seite des Bettes, um es wieder zu schließen. Sie hob gerade die Hand, als sie mit den Ellenbogen gegen etwas stieß. Mit starrem Blick drehte sie den Kopf und schaute geradewegs in das bleiche Gesicht der Puppe. Erschrocken schlug sie beide Hände auf den Mund, um nicht panisch loszuschreien. Das konnte nicht sein.
Die Puppe stand sonst immer weiter in der Ecke und hatte das Gesicht dem Bett zugewendet. Vollkommen gelähmt flüsterte sie: »Was willst du von mir?« Unendlich langsam hob die Schaufensterpuppe ihren scheußlichen kahlen Kopf, öffnete ihren widerwärtigen, angedeuteten Mund und sprach: »Dich!« »Nein!« Sie hatte die Kontrolle über ihre Glieder zurück und schlug wild um sich. »Hey, Schatz, ganz ruhig!« Langsam wurde ihr klar, dass sie noch immer im Bett lag. »Schon okay, du hattest nur wieder einen Albtraum.« Bastian redete sanft auf Valeria ein. Tränen strömten über ihr Gesicht, ohne dass sie es wirklich merkte, bis er sie behutsam beiseite wischte. »Das Ding wieder?« Er zeigte auf die Puppe. Mit vor Scham gesenktem Kopf nickte sie: »Du hältst mich für total durchgeknallt, oder?« »Nein, Schatz«, wehrte er ab. »Viele Menschen haben Angst vor irgendwas. Und wenn es dich so fertig macht, hättest du es mir sagen sollen. Ich werde sie gleich morgen früh wegwerfen.« Zärtlich schloss er sie in die Arme und küsste sie auf die Stirn. Zum ersten Mal konnte sie sich, trotz der Gegenwart der Schaufensterpuppe, wieder vollkommen entspannen. »Ich liebe dich, Basti.« »Ich dich auch«, erwiderte er liebevoll. Tröstliche Wärme durchströmte sie. Erst jetzt spürte sie, wie sehr ihr die Sicherheit, die seine Nähe ihr jetzt spendete, gefehlt hatte. Friedvoll schlief sie in seinen Armen ein. Morgen würde der Albtraum ein Ende haben. »Schon wieder ein Traum?« Es war einer jener seltsamen Träume, die man aus der Sicht eines anderen sieht und in denen einem von Anfang an klar ist, dass man träumt. Draußen war es noch dunkel, aber die Scheinwerfer der vorbeifahrenden Autos ließen die Tropfen geschmolzenen Schnees auf der Fensterscheibe wie kleine Diamanten aufblitzen. Valeria schwebte im Schlafzimmer. Die Betten waren leer. Dann sah sie ihr Traumabbild hereinkommen. Gut gelaunt ging sie zum Schrank. Kein Wunder, schließlich würde heute diese furchtbare Schaufensterpuppe auf der Müllhalde landen. Traumbastian kam jetzt ebenfalls herein und nahm sie in die Arme. »Ich bring sie schon mal nach vorne«, sagte er. Valeria wunderte sich. »Hier ist doch gar nichts mehr.« Er kam auf die Stelle zu, von der sie still die Szenerie beobachtete. Offenbar war sie für die Traumgestalten doch nicht so unsichtbar, wie sie erst gedacht hatte. Bastian legte einen Arm um ihre Taille und hob sie mühelos hoch. Als er am Spiegel vorbeiging, blieb ihr fast das Herz stehen. Er hielt die Schaufensterpuppe im Arm. Schlagartig überkam sie die Gewissheit, dass sie diesmal nicht träumte. »Bastian, ich bin es! Ich bin hier!« Natürlich blieb sie stumm. Ihr ganzer Körper fühlte sich grauenvoll taub an. Jeder Versuch, sich zu bewegen oder auch nur den kleinsten Laut hervorzubringen, blieb erfolglos. Bastian stellte sie neben der Wohnungstür ab. »Aber wenn ich die Puppe bin, heißt das? Das ist doch unmöglich. Wie...« Panisch wirbelten ihre Gedanken immer schneller im Kreis. Valeria schaute hilflos auf die Tür. Wenn sie es nicht schaffte, ihm irgendein Zeichen zu geben, würde Bastian sie gleich auf den Müll werfen. Aus der anderen Richtung hörte sie eine Stimme, die früher ihre gewesen war. »Ich bin froh, dass dieses gruselige Teil heute verschwindet.« Dann trat ihr Körper in ihr Sichtfeld. Ein hässliches, hinterhältiges Lächeln auf den Lippen, legte sie die Arme um ihren Hals und sagte: »Schau, du scheußliches Ding!« Dann beugte sie sich vor und flüsterte leise: »Ich sagte doch, ich will nur dich!« Thank you.
Schon fast 3 Stunden lang betrachtete ich dieses alte Foto. Es war im Grunde nichts Besonderes. Eine vergilbte Schwarz-Weiß-Aufnahme, die eine Straßenszene aus den 20er Jahren zeigte. Ein Friseurladen am Rande einer gepflasterten Straße, daneben eine alte Bäckerei, in der eine dickliche Frau mit Schürze und blonden Haaren stand, wahrscheinlich die Bäckerin. Ein Mann im Anzug mit Melone und einem prachtvollen Schnurrbart, der auf einem Fahrrad vorbeifuhr. 2 kleine Kinder in geblümten Kleidern, die sich einen Ball zuwarfen, und eine einsame Frau in einem dunklen Kleid mit Bubikopfschnitt, einer altmodischen Sonnenbrille und einer Zigarette in der Hand. Etwas weiter im Hintergrund des Bildes war ein Kino zu sehen. Der vom Zahn der Zeit bereits sepia gefärbte Himmel über der Szenerie hatte etwas Fremdartiges und Exotisches. Es war durch und durch faszinierend. Eigentlich besaß ich keinen Hang zur Nostalgie. Ganz im Gegenteil. Ich war ein riesiger Fan von moderner Technologie, von Robotik, künstlicher Intelligenz, Raumfahrt und jeder Art von technischen Gadgets, die ich nur in die Finger bekommen konnte. Schon in der Schule habe ich Geschichte gehasst. Für mich gibt es in dieser Welt nur eine Richtung, die wirklich zählte. Nach vorne. Und doch löste dieses Bild, das ich irgendwo zwischen den Hinterlassenschaften meiner verstorbenen Großmutter entdeckt hatte, etwas in mir aus. Etwas, von dem ich mich einfach nicht lösen konnte, auch wenn mir inzwischen der Magen knurrte. Unwillkürlich fragte ich mich, wie es sein musste, in dieser Welt zu leben. Oder besser gesagt, in dieser Zeit, in diesem kurzen, goldenen Zeitalter zwischen den beiden großen Katastrophen des 20. Jahrhunderts. Sicher zum 10. Mal hörte ich mein Smartphone vibrieren, und doch schenkte ich dem keine Bedeutung. Dafür achtete ich auf etwas anderes. Hatte der Mann auf dem Fahrrad mir gerade zugewunken? Hatte die Frau mit dem Bubikopf ihren Kopf in meine Richtung gedreht? Hatte eines der Kinder mich angesehen? Plötzlich glaubte ich, den feinen Geruch von frischen Backwaren wahrzunehmen. Dann das schwere Parfüm der Frau und den Rauch ihrer Zigarette. Und dann fühlte ich grobes Kopfsteinpflaster unter meinen Füßen. Ohne es zu merken, schloss ich die Augen. Und als ich sie wieder öffnete, war mein Zimmer verschwunden. Stattdessen umgab mich eine sepiafarbene Welt. Kurz vermutete ich, dass ich eingeschlafen war und nun träumte, aber dafür war das hier viel zu real und auch das in solchen Situationen obligatorische Kneifen oder Blinzeln brachte keine Veränderung mit sich. Ich befand mich tatsächlich in dem verfluchten Foto. Die Frage, wie das überhaupt möglich war und noch viel wichtiger, ob ich es auch wieder verlassen konnte, stellte ich vorerst hinten an. Ich hatte zu viel Angst davor, dass mir die Antwort nicht gefallen würde. Also beschloss ich, zunächst einmal diese fremde Welt zu erkunden. Immerhin bekam man so eine Gelegenheit nicht eben häufig. »Einen guten Tag, der Herr«, rief mir der Mann auf dem Fahrrad zu und hob grüßend seinen Hut, während er geräuschvoll die Kopfsteinpflasterstraße hinunterfuhr. Ich drehte mich in die andere Richtung und sah, wie sich die beiden Kinder ihren Ball zuwarfen. Zum ersten Mal erkannte ich, dass es sich um Zwillinge handeln musste, Bruder und Schwester, so wie es den Anschein hatte. Als die beiden mich bemerkten, fing der Junge den Ball auf und starrte mich aus großen Augen an, statt ihn wieder seiner Schwester zuzuwerfen. Auch sie beobachtete mich genau. Das war ja auch kein Wunder. Ich wusste nicht viel von Geschichte. Aber ein roter Kapuzenpulli, weiße Sneakers und eine blaue zerschlissene Jeans waren sicher nicht unbedingt die Art von Kleidung, deren Anblick man in dieser Zeit gewohnt war. Und das sahen anscheinend nicht nur die beiden Kinder so. Denn in diesem Moment kam die Frau mit der Sonnenbrille auf mich zu, sah mir tief in die Augen, nahm einen Zug von ihrer Zigarette und blies mir den Rauch ins Gesicht. »Sie sind neu in der Stadt?« fragte sie mich mit einer ebenfalls sehr rauchigen Stimme. Sie hatte ein hübsches Gesicht, auch wenn bereits erste Falten ihre Spuren darin hinterlassen hatten. Ein Tribut an ihre entbehrungsreiche Zeit. Unter anderen Umständen hätten ihre Reize vielleicht auf mich gewirkt, aber ihre jugendhafte Frisur und ihre strengen Gesichtszüge machten jede Erotik genauso zunichte wie die Farbe ihrer Haut. Sepia war irgendwie ein ziemlicher Lustkiller. In der Tat, sagte ich nebulös. Sie nickte vielsagend und klimperte dabei mit ihren langen Wimpern.
Dann sollten Sie unbedingt das Filmtheater besuchen. Nach der Vorführung gebe ich dort noch eine ganz private Vorstellung. Natürlich nur, wenn Sie mögen. Sie schob ihren Rock so weit hoch, dass man ihre Spitzenstrümpfe sehen konnte. Nein, danke. Ein anderes Mal vielleicht, erwiderte ich und drehte mich von ihr weg, um den Rest der unwirklichen Fotolandschaft zu erkunden. Sie verpassen etwas, rief sie mir hinterher. Als ich mich im Gehen noch einmal kurz umdrehte, warf sie mir eine Kusshand zu. Dabei bemerkte ich, dass mich die beiden Geschwister noch immer anstarrten. So langsam wurde mir das unangenehm. Ich entschloss mich, stattdessen der Bäckerei einen Besuch abzustatten. Auch wenn ich mich nun absurderweise in einem alten Foto befand, änderte das nichts daran, dass ich noch immer Hunger verspürte. »Guten Tag, mein Herr«, begrüßte mich die mollige Bäckerin, als ich mich ihrem Geschäft näherte. »Wünschen Sie eine kleine Stärkung? Ich habe das saftigste Brot in der ganzen Stadt, gerade frisch aus dem Ofen.« Ich nickte und sagte so freundlich wie möglich, »sehr gerne.« Sie beendete ihre Pause und führte mich in ihr Geschäft. Der Laden war klein und einfach. Die Wände waren mit abgeschabten dunklen Holzdielen verkleidet. Der Boden bestand aus cremefarbenen Fliesen, die mit filigranen Blümchenmustern verziert und an einigen Stellen bereits gesprungen waren. An den Wänden klebten Plakate, die die Filmvorstellungen des Kinos nebenan priesen. Metropolis, Die freudlose Gasse und auch einige Filme mit Charlie Chaplin. Wahrscheinlich alle Stummfilme, wenn mich meine dürftigen Geschichtskenntnisse nicht trogen. Es erklang leise Musik von einem Grammophon in der Ecke. Ein klassisches Stück. Die Backwaren in der Auslage sahen durchaus schmackhaft aus, auch wenn sie sich in ihrer Vielfalt bei weitem nicht mit dem Angebot der Bäckereien aus meiner Zeit messen konnten und der Sepiaton die Backwaren weit weniger appetitlich machte. Dennoch zeigte ich auf einen großen und saftigen Laib. »Ich nehme dieses dort.« Während die Frau den Brotlaib verpackte, glaubte ich kurz, eine Bewegung hinter mir wahrzunehmen. Reflexartig drehte ich mich um. Dabei sah ich kurz einen gelblichen, länglichen Schatten vorbeihuschen. Allerdings so kurz, dass ich schon Momente danach glaubte, ihn mir eingebildet zu haben. Trotzdem blieb eine tiefe Angst in mir zurück. »Alles in Ordnung?« fragte die Bäckerin mich besorgt. »Ja, alles gut. Ich dachte nur, ich hätte etwas gehört.« Die Frau sah mich verständnisvoll an. »Das denken zurzeit viele. Wir alle sind nervös wegen dieser Putschversuche und Unruhen. Aber gerade ist zum Glück Ruhe.« Sie reichte mir das verpackte Brot. »Das macht 5 Milliarden Reichsmark«, sagte sie. »Was?« fragte ich. Und erst jetzt bemerkte ich, dass ich gar kein Geld dabei hatte. Keinen einzigen Euro. Geschweige denn irgendwelche Reichsmark. »Ich weiß, diese Inflation ist ein schreckliches Ärgernis. Aber die Herren Politiker hören nicht auf zu beteuern, dass sie bald vorbei sein wird. Trotzdem kann ich leider nichts an den Preisen ändern.« Sie hielt mir die Hand hin und wartete ganz offensichtlich darauf, dass ich ihr das Geld gab. Auch wenn es mir schrecklich unangenehm war, antwortete ich ihr wahrheitsgemäß. »Ich habe leider kein Geld.« Plötzlich wurden die Gesichtszüge der Frau zornig. »Warum verschwenden Sie dann die Zeit einer hart arbeitenden Frau? Verschwinden Sie aus meinem Laden, Sie Lumpengesindel!« Gleichzeitig sah ich erneut diese gelben Schatten. Und diesmal war ich sicher, sie mir nicht eingebildet zu haben. Sie hatten leuchtende, orangerote Augen und eine ungefähr menschliche Statur, auch wenn sie für Menschen extrem dünn waren. Und es waren ungefähr ein Dutzend. Groteskerweise sah ich mit einem Mal, wie sich eines der Geschöpfe an den Rücken der Bäckerin krallte und kurz darauf mit ihr verschmolz. Ihr Gesicht wurde nun noch zorniger und ihre Stimme deutlich tiefer. »Du hättest nie hierher kommen sollen. Nun gehörst du uns«, schrie sie mit einem schrillen Unterton in der Stimme und machte sich daran, über die Theke zu klettern. Irgendwie wusste ich genau, dass etwas Schlimmes passieren würde, wenn sie mich berührte. Adrenalin schoss durch meine Venen und ich rannte so schnell ich konnte aus dem Laden. Draußen wäre ich fast mit dem Mann auf dem Rad kollidiert. »Einen guten Tag, der Herr«, wiederholte er im selben Tonfall wie letztes Mal, zog seinen Hut und fuhr dann einfach weiter. »Bitte, bleiben Sie stehen«, flehte ich ihn an. »Ich brauche Hilfe!« Aber der Mann reagierte nicht.
Dafür sah ich nun, dass die Bäckerin aus ihrem Geschäft gekommen war. Sie wirkte unter der verdammten Sepiasonne wie ein lebendig gewordener Dämon. Da ich keine andere Wahl hatte, rannte ich weiter in die Richtung, in die der Radfahrer verschwunden war. Ich rannte und rannte und achtete auf nichts anderes als die Straße vor mir. Zumindest so lange, bis ich direkt in die Frau mit dem Bubikopf hineinrannte. Sie stolperte zur Seite und gab ein erschrecktes Stöhnen von sich. »Entschuldigung«, sagte ich, aber die Frau schien nicht wütend zu sein. »Sie sind mir aber ein stürmischer Mann«, erwiderte sie nur. Weit mehr als ihre Worte beschäftigte mich aber die Tatsache, dass ich in sie hineingerannt war. Denn da sie links von der Bäckerei gestanden hatte und ich dem Fahrradfahrer nach rechts gefolgt war, ließ das nur einen einzigen Schluss zu. Ich war im Kreis gelaufen. Und das auf einer geraden Strecke. In diesem Moment fuhr erneut der Fahrradfahrer an mir vorbei und bestätigte meine beunruhigende Theorie. »Einen guten Tag, der Herr«, sagte er zum dritten Mal, in exakt dem gleichen Tonfall wie zuvor, und zog wieder seinen Hut. Dieser Ort war eine verdammte Endlosschleife, eine halbtraumhafte Endlosschleife unter einem sepiafarbenen Himmel. Mit einem Mal wünschte ich mir nichts anderes mehr, als hier zu verschwinden, wieder in meinem langweiligen, modernen Zimmer aufzuwachen und alles zu verbrennen, was in irgendeiner Form mit dem letzten Jahrhundert oder irgendeiner anderen geschichtlichen Epoche zu tun hatte. Ich dachte mit aller Kraft daran, stellte mir mein Zimmer in allen Details vor, versuchte, den Stoff des Sofas an meinem Hintern zu spüren. Irgendwie war ich hier hingelangt. Ich musste also auch wieder herauskommen können. Plötzlich unterbrach mich die Stimme der Bubikopffrau. »Ich glaube, die Dame dort will etwas von Ihnen. Sie scheint ziemlich ungehalten.« Tatsächlich kam die Bäckerin langsam auf mich zugelaufen. Ihr Gesicht war noch immer eine schreckliche Maske des Zorns. Sie hatte ein langes Brotmesser in der Hand und die anderen gelben Schattenwesen folgten ihr wie ein unheiliges Wolfsrudel. Seltsamerweise eilte ihr der Geruch von altem, vergilbtem Papier voraus, ein Geruch, der mir aus irgendeinem Grund sogar Übelkeit bereitete. Sie durfte mich nicht berühren, weder die Frau noch die Schattenwesen. Ich mochte nicht viel wissen, aber das wusste ich genau. Wenn ich in Kontakt mit diesen dicken, mehlbestäubten Fingern oder den Konturen dieser gelben Schatten kommen würde, gäbe es kein Zurück mehr. Plötzlich kam mir glücklicherweise eine Idee. Das Kino. Kinos waren das Tor zu einer anderen Welt, eine Fluchtmöglichkeit heraus aus der Realität und hinein in eine Welt der Bilder. Wäre es da nicht logisch, wenn man sich erst einmal in einem Bild befand, auch umgekehrt funktionierte? Ich wandte mich an die Frau, die mir zuvor ja schon ein recht eindeutiges Angebot gemacht hatte. »Sie haben mich doch vorhin zu Ihrer Vorstellung eingeladen«, begann ich in möglichst höflichem Ton, während die Bäckerin und ihre geisterhaften Begleiter ihre Distanz zu mir stetig verringerten. »Könnten Sie mir vielleicht jetzt schon eine kleine Kostprobe geben? Sie haben doch sicher Zutritt über einen Hinterausgang oder so etwas in der Art.« Die Frau sah mich zugleich empört, aber auch interessiert an. »Sie ungehobelter Spitzbube«, erwiderte sie mit spielerischem Spott. »Sie können es wohl gar nicht erwarten. So eine Ungeduld steht einem Gentleman nicht gut zu Gesicht.« Sie schien einen Moment lang nachzudenken, während die Bäckerin nur noch ein paar Meter von mir entfernt war. Ihre Augen leuchteten orangerot, und ich sah mit Schrecken, wie zwei der Schatten auch von den beiden Kindern Besitz ergriffen, deren Augen denselben Farbton annahmen. Auch sie bewegten sich nun auf mich zu. Trotz meiner Angst verkniff ich es mir, die Frau zu drängen. Mein Gespür sagte mir, dass ich sie damit nur gegen mich aufbringen würde, und ich brauchte sie unbedingt, um in das Kino zu kommen. Ohne Geld würde man mich dort wohl kaum durch den Vordereingang gehen lassen. Trotzdem hoffte ich, dass sie sich beeilen würde, denn sobald sie einer der Schatten erreichte, wäre es sicher zu spät. Endlich aber war ihre Entscheidung gefallen. »Also gut, hübscher Mann«, antwortete sie. »Folgen Sie mir.« Erleichtert folgte ich ihr zum Hinterausgang des Gebäudes. Vorerst ließen wir meine Verfolger hinter uns, wenn auch nur, weil sie sich sehr langsam bewegten. Warum das so war, wusste ich nicht, aber ich kann nicht behaupten, dass ich unglücklich darüber war.
Mit ruhiger Gelassenheit schloss die Frau die Hintertür des Gebäudes auf, eine zerschlissene Holztür, die mitten in die Ziegelmauer eingelassen war und auf der noch Plakatreste von verschiedenen Veranstaltungen zu sehen waren. Sie schien keine Angst vor diesen Wesen zu haben. Oder aber sie nahm sie einfach nicht wahr. »Ich heiße übrigens Helene«, sagte sie mir, als sie den Schlüssel ins Schloss steckte. »Angenehm«, erwiderte ich unruhig. »Mein Name ist Christian.« Endlich öffnete sich die Tür knarrend und wir traten beide herein. Der hintere Teil des Gebäudes wurde von nackten Glühbirnen erleuchtet, deren Licht, wie jedes andere Licht hier, die Farbe von Sepia hatte. Es roch nach Staub und Feuchtigkeit und ich fühlte mich hier kein bisschen wohler als draußen. »Kannst du die Tür von innen abschließen, Helene?« Zu meiner Erleichterung nickte sie und schloss die Tür tatsächlich ab. Ich hatte keine Ahnung, ob das die Schatten vom Eindringen abhalten würde, aber man durfte ja noch hoffen. »Ein bisschen Privatsphäre kann ja nicht schaden«, sagte Helene mit lasziver Stimme. »Dennoch wird es Zeit, dass wir mit der Kostprobe beginnen.« Eigentlich war es mir unangenehm, eine Wildfremde einen erotischen Tanz oder einen Striptease oder sonst etwas in der Art aufführen zu lassen. Ganz besonders, wenn ich sie nicht einmal bezahlen konnte. Aber das konnte ich ihr kaum sagen, jetzt wo ich hier vorerst einigermaßen in Sicherheit war. Außerdem mochte es ja durchaus eine interessante Erfahrung werden, an die ich mich noch lange erinnern würde. Vorausgesetzt, ich kam hier wieder lebend raus. So oder so brauchte ich danach eine gute Ausrede, um mich ins Kino zu schleichen und meine Theorie zu überprüfen. Da mir aber gerade einfach nichts Überzeugendes einfallen wollte, sah ich stattdessen noch einmal nervös zur Tür und lauschte angestrengt nach verdächtigen Geräuschen. Aber weder materialisierten sich die gelben Schatten aus der Wand, noch hörte ich die Schritte ihrer lebenden Marionetten oder sonst irgendeinen Laut. Ich versuchte mich zu entspannen und sah wieder zu Helene herüber. Sie hatte ihre Sonnenbrille abgelegt. In ihren Augen brannte orangerotes Feuer. »Ich hoffe, dir gefällt, was du siehst«, sagte sie mit einer infernalisch düsteren Stimme und lachte dabei bösartig. Ohne noch einen Moment länger zu warten, rannte ich los und öffnete die nächstbeste Tür, die ich fand. Wie durch ein Wunder führte sie mich genau dorthin, wo ich hin wollte, in den Vorführungsraum. Was ich dort sah, ließ mich vor Freude weinen. Ich hatte recht gehabt. Ich sah mein Arbeitszimmer in jeder Einzelheit vor mir. Meine Couch, meinen Schreibtisch mit dem Laptop und meinem Handy, meinen Kleiderschrank, mein Teppich, einfach alles. Und noch dazu nicht in verdammten Sepia, sondern in den knalligen Farben, in denen ich meine Wohnung eingerichtet hatte. Das musste der Weg nach Hause sein. Es musste einfach so sein. Wie die Kinder in Harry Potter rannte ich so schnell mich meine Beine trugen auf die Leinwand zu. Ich achtete nicht auf die Umgebung, nicht auf die düstere Stimme von Helene, sondern nur auf die Fläche, die mein Tor in eine andere Welt sein würde. In meine Welt. Aber dieses Tor gab es nicht. Statt einen magischen Übergang in mein Zuhause zu beschreiten, schlug ich mir nur die Nase blutig, als ich mit hohem Tempo mit der Leinwand und der Mauer dahinter kollidierte. Doch schlimmer als mein zerbrochener Nasenknorpel schmerzte die zerschmetterte Hoffnung. Benommen drehte ich mich um und sah Helene vor mir, die mich mit ihren orangenen Augen ansah. Sie warf mir eine Kusshand zu, während sie mich schadenfroh angrinste. Hinter ihr erblickte ich die gepolsterten Sitzreihen des Kinos. Sie waren gefüllt mit Zuschauern, Männern, Frauen und Kindern mit sepiafarbener Haut und orangeroten Augen. Und auf den leeren Sitzen saßen die körperlosen gelben Schatten und grinsten mich an. Helene kam mit tänzerischen Bewegungen näher, wobei ich wieder den starken Geruch nach vergilbtem Papier bemerkte. Einige der Zuschauer waren inzwischen aufgestanden und hatten alle Ein- und Ausgänge blockiert. »Es gibt keinen Weg hinaus«, grollte das schattenhafte Höllenwesen, das Helenes Körper steuerte. »Es gibt nur einen Weg hinein.« Sie streckte ihren Arm aus, und kurz bevor Helenes Hand mich berühren und mich auf ewig zu einem Gefangenen dieses Bildes und zu einem Spielzeug der gelben Schatten machen würde, dachte ich nur daran, wie sehr ich die Vergangenheit verabscheute.
Der Wind spielte mit Stevens ungekämmten Haaren, wie eine gelangweilte Katze mit einem verfilzten Wollknäuel, und dass sein Zylinder ihm nicht vom Kopf gerissen wurde, lag nur daran, dass er ihm seit einiger Zeit etwas zu groß geworden war und wie ein zu tief gerutschter Stirnreif nur knapp über seinen zusammengekniffenen, übergroßen Augen lag. Trotzdem zog er ihn nicht ab. Er wollte schlicht nichts, überhaupt nichts mehr hergeben, was mit seinem Kopf zu tun hatte. Die Sicht auf die breite, von Zeit, Elementen und Verwahrlosung zerrissene Straße vor ihm war vernebelt und verzerrt, und auch wenn die Wetterbedingungen in dieser Kleinstadt wirklich rau und wechselhaft waren, vermutete er, dass dieses Phänomen auch andere Gründe hatte. »Es geht schon wieder los«, dachte er mühsam. »3 mal 3 ist 9, 2 mal 7 ist 14«, sprach er stotternd wie bei einem Mantra und fragte sich kurz, ob diese Aussagen ein Beweis für einen funktionierenden Verstand oder lediglich für ein leidlich intaktes Gedächtnis waren. Da er gerade aber nicht mal in der Lage war zu sagen, ob seine mathematischen Behauptungen korrekt waren, vermutete er Letzteres. Zugegeben, seine Worte fühlten sich richtig an, aber sobald er damit beginnen wollte, sie zu analysieren, ihren logischen Gehalt zu überprüfen, zerfielen sie in sinnloses, verwirrendes, dadaistisches Kauderwelsch. Seine verkümmerte Hand mit den Stummelfingern an seinem viel zu langen Arm glitt unbeholfen wie eine Gummischlange in die Tasche seines schmutzigen Mantels, und die glatten, profillosen Fingerkuppen mit den feinen, haarähnlichen Hautauswüchsen ertasteten zwischen viel Staub und kleinen Steinen 3 raue, flache, zerbrechliche Objekte. Tabletten. Auch wenn er sie bei sich Denkdinger nannte, da ihm das passende Wort nicht einfallen wollte. Trotzdem verstand er, was sein Fund bedeutete, und die Wucht dieser Erkenntnis trieb ihm die Tränen aus den Augen, was ihn weiteres wertvolles Wasser kostete. 3-mal noch Klarheit, dann der Abstieg ins Dunkel. Diesmal wohl endgültig. Er zögerte noch einige Sekunden, Kroch auf seinen dürren Knien und Ellenbogen ein paar weitere Meter die Straße hinunter, neben der sich üppige Felder betörender, violetter, neunblättriger Blüten mit pelzigen, dicken Stängeln erstreckten. Er wusste nicht, warum das so war, wusste nicht, warum er hier war und auch nicht, wo er war, und er war sich nicht mal mehr sicher, ob er noch wusste, wie man ging, selbst wenn seine Muskeln dazu noch in der Lage sein sollten. Doch letztlich führte er seine wulstige, kleine, unförmige Handfläche zu seinem breiten Mund und ließ das kostbare Denkding hineingleiten, wo es sich zischend und kribbelnd auflöste. Ein Kribbeln, welches sich kurz darauf in seinem gesamten, geschrumpften Gehirn ausbreitete und ihn erneut mit Klarheit erfüllte. Diese Klarheit war grausam, gnadenlos und schier unerträglich, denn sie machte ihm den Ernst seiner Lage wieder schmerzhaft bewusst, während sein Schädel unangenehm spannte, so als wäre er für das, was darin passierte, nicht mehr geschaffen. Und das mochte sogar stimmen. Diese Pillen, dieses Fokusan, wie es seine Entwickler getauft hatten, waren der einzige Grund, warum sich seine in Auflösung begriffenen Neuronen noch zu einer temporären Zusammenarbeit bewegen ließen. Sie mobilisierten die letzten Reserven, schufen neue Verbindungen und retteten, was noch zu retten war. Es war die letzte wissenschaftliche Großtat seiner Welt gewesen, eine Zusammenarbeit zwischen Forschern, deren IQ selbst täglich weiter gesunken war, zusätzlich erschwert durch aus Verwirrung und Verzweiflung geborene Aggressionsschübe. Dennoch war das Projekt geglückt und hatte eine letzte, wackelige Bremse in den rasanten Verfall von Kultur und Rationalität der menschlichen Spezies gerammt, brüchig wie ein dünner Ast in den Speichen eines Motorrads. Diese Zeit hatten sie genutzt. Sie hatten versucht zu begreifen, wie es zu dieser Entwicklung gekommen war, warum die Menschen auf der ganzen Welt ihren Verstand einbüßten, ihr Gedächtnis verloren und in einen primitiven, präbarbarischen Zustand verfielen. Sie hatten versucht zu ermitteln, ob diese Blumen, die plötzlich überall aufgetaucht waren, damit in Zusammenhang standen. Steven war nicht direkt ein Forscher gewesen, sondern nur ein wissenschaftlicher Assistent, aber sein Gehirn hatte sich als auffällig widerstandsfähig erwiesen. Anfangs hatte er sogar zu den wenigen gehört, dessen Kopf sich nicht verkleinert und dessen Gliedmaßen sich nicht verändert hatten.
jedenfalls so lange, bis er in die Nähe dieser eigentlich unbedeutenden Kleinstadt gekommen war, die durch einen besonderen Umstand zum wohl wichtigsten Ort auf der Erde geworden war. Von ihr hatten sich, nach allem, was sie wussten, die Blumen ausgebreitet, deren unzerstörbare, tiefreichende und eng miteinander verflochtenen Wurzeln die Welt fest im Griff hielten. Genauer gesagt lag der Ursprung wahrscheinlich in einem, wie war das Wort? 5 mal 4 ist 20, 7 durch 2 ist 3,5, sagte er sich vor, wie um sein Gehirn aufzuwecken. Ein Tempel, ja, das war das Wort. Doch wo genau dieser Tempel lag, wusste er nicht. Und wenn er so darüber nachdachte, wusste er nicht einmal genau, ob dies hier die richtige Stadt war. Er hatte große Teile seines Weges im Dämmerzustand verbracht, hatte Tabletten gespart und so traute er seiner Erinnerung nur sehr begrenzt. Zu allem Überfluss plagten ihn der Hunger und der Durst. Zucker und Wasser, das sind die Voraussetzungen für klares Denken, ermahnte er sich selbst. Ja, er musste seine Vorräte auffüllen, sonst nutzten ihm die Pillen nicht viel. Und er musste erfahren, wo genau er war. Beides würde er nur in den Häusern erreichen, die sich wie vertrocknete, staubige, hölzerne Früchte an die von Blumen gesäumte Straße schmiegten. Falls dort noch jemand war, hieß das. Inzwischen hatte der Wind gedreht und obwohl er sich dabei auch etwas abgeschwächt hatte, brandete der schwere, köstlich süße Duft der Blüten wie eine Flutwelle in seine Nase, sodass ihm schwindelig wurde und er für einen Moment wieder jegliche Konzentration verlor. Dennoch schleppte er sich weiter, etwas schneller, da er sich nun wieder daran erinnern konnte, wie man ging und seine stachsigen Glieder zu normalen, menschlichen Bewegungen zwang und führte seinen wackligen Körper zu einem der Backsteinhäuser, deren Tür weder verriegelt noch vollkommen verfallen zu sein schien. Er klopfte, wobei seine weichen, plumpen Finger wie Gummi zurückfederten, so als befänden sich keine Knochen mehr darin, sondern nur noch labbriger, flexibler Knorpel. Insgesamt klopfte er 9 Mal, bevor er aus dem Inneren ein Stöhnen hörte, gefolgt von lautem Poltern, Zischen und Schleifen, bevor die Tür knarzend nach innen aufglitt und er einen Haufen Leute erblickte. Der Haufen war dabei wörtlich zu nehmen, denn sie lagen wie unordentlich gestapelte Holzscheite mit ihren Bäuchen aufeinander und ihre großen, stumpfen Augen blickten ihn aus unglaublich winzigen Köpfen verwirrt an. Allem Anschein nach handelte es sich um eine klassische Kleinfamilie. Ein dunkelhaariger, recht großgewachsener Mann, darüber eine Frau, deren Geschlecht sich neben dem glatten Gesicht vor allem anhand ihrer langen, blonden, fettigen Haare erahnen ließ, die aus ihrem pampelmusengroßen Kopf sprossen wie Wurzeln aus einem verkümmerten Rettich. An der Spitze ein Mädchen im Teenageralter mit noch längeren, jedoch dunkelbraunen Haaren und leicht größerem Kopf, deren Finger sich anders als bei ihren Eltern noch nicht zu einem einzigen mit Hauthaaren übersäten Klumpen verbunden hatten. »De Klöpp?« fragte ihn das Mädchen, aus dessen Gesicht noch am ehesten so etwas wie vages Verständnis sprach. »Ich wollte fragen, ob ich hier in Northtown bin«, sagte Steve so klar und artikuliert wie möglich. Das Mädchen glotzte ihn angestrengt an, während sich die verknoteten Gliedmaßen ihrer Eltern unter ihr ungeduldig wandten und ihr Vater warnend eine breite, dicke Zunge herausstreckte. Ihr war anzumerken, dass sie ihm antworten wollte, ihn verstehen wollte, sich selbst die Genugtuung verschaffen wollte, eine derart komplexe geistige Aufgabe zu meistern. Doch sie scheiterte. »Neil Jack?« fragte sie in traurig klingendem Kauderwelsch, und wenn Steven seinen Fokussan nicht selbst benötigt hätte, hätte er es ihr mit Freude gegeben. »Habt ihr etwas zu essen oder zu trinken?« versuchte er es noch einmal und untermalte seine für sie unverständlichen Worte mit entsprechenden Gesten. Einige Momente schien das Mädchen nachzudenken und neigte und massierte dabei ihren Kopf, als könne sie ihn auf diese Weise dabei unterstützen. »Nerp«, sagte sie schließlich niedergeschlagen und schüttelte ihr langes, ungekämmtes Haar, was auch Stevens Laune sinken ließ. Er würde es bei einem der anderen Häuser versuchen müssen. Dabei war die Zeit schon jetzt knapp und er konnte sich wohl kaum darauf verlassen, dass es den anderen Bewohnern der Stadt besser ergangen war.
Das Mädchen weinte und schluchzte nun auf grauenhafte, groteske Weise, und seine Mutter, die noch immer so etwas wie einen Beschützerinstinkt für ihre Tochter zu besitzen schien, fauchte Steven erst bedrohlich an und fuhr dann ihre kräftige Zunge aus, um damit die Tür zurück in die Angeln schnappen zu lassen. Steven hätte sie vielleicht wieder öffnen können, wenn er alle Kraft zusammengenommen und die Schmerzen in seinen Gelenken ignoriert hätte, aber er sah keinen Sinn darin. Niedergeschlagen wandte er sich um, als er plötzlich eine zwar raue, aber durchaus verständliche männliche Stimme vernahm. »Ja, Sie sind hier in Northtown. Und ich habe auch etwas zu essen und zu trinken für Sie.« Steven drehte sich um und sah in das wettergegerbte, entstellte Gesicht eines alten Mannes. Seine Augen fehlten komplett und die Höhlen waren gerötet und dick verkrustet, genau wie die kleine Nase, die zwar noch existierte, aber aussah, als hätte man sie intensiv mit einem glühenden Schürhaken bearbeitet. Seine großen Ohren und sein faltiger Mund waren hingegen noch intakt und gehörten zu einem normal großen Kopf, wie Steven ihn schon lange nicht mehr gesehen hatte. Sein Gang war sicher und sein Körper drahtig und für seine sicherlich 70 Jahre noch recht gut in Schuss, wie man auch an den muskulösen Unterschenkeln sehen konnte, die aus seiner kurzen Hose ragten. Auf seinem leicht gekrümmten Rücken trug er einen fleckigen, braunen Jutesack. »Danke«, sagte Steven, »das wäre sehr nett.« »Sie sind aus den Randbezirken, aus einer dieser Glaspaläste, stimmt's?« fragte der Mann, kramte trotz seiner Blindheit zielsicher eine alte Plastikflasche mit dem verblassten Logo einer inzwischen mangelsfähiger Arbeiter aufgegebenen Getränkefirma hervor und reichte sie Steven. »Sehen noch ganz vorzeigbar aus, jedenfalls wenn man sie mit denen da vergleicht.« Er zeigte auf die Tür, die man Steven gerade vor der Nase zugeschlagen hatte. »Ja, bin aus Sapensis. Ich habe an der Suche gearbeitet für...« stotterte Steven und stellte mit Erschrecken fest, dass das Mittel nicht mehr so gut zu funktionieren schien wie noch vor einigen Tagen. Gierig nahm er die Flasche entgegen und nahm einen großen Schluck. Das Wasser schmeckte abgestanden, war aber eine Wohltat für seine geschwollene Zunge. »Ein Heilmittel«, ergänzte der Mann lachend, während er ein weiteres Mal in seinen Rucksack langte. »Ja, davon habe ich gehört. Hat wohl nicht so gut funktioniert, was? Sie quatschen ja noch halbwegs ordentlich. Aber Ihre Murmel ist schon ein wenig klein, oder? Warum sind Sie überhaupt hier? Irgendwelche Proben nehmen? Dann hoffe ich mal, dass Sie Ihre Erkenntnisse noch nach Sapensis zurücktragen können und die Ihnen nicht auf dem Rückweg aus den Ohren rutschen oder aus Ihrem hübschen Zylinderchen.« »Warum sind Sie so... warum gesund?« fragte Steven. Das Wasser schien zwar weitere Klarheit in seinen zu engen Kopf zu bringen, aber er hatte noch immer Schwierigkeiten, die richtigen Worte zu finden. »Hab mein eigenes Heilmittel gefunden, wie es scheint«, meinte der Alte mit einem schiefen Grinsen. »Hatte da so eine Vermutung, als alles anfing und die Blumen so schön geleuchtet und so würzig gerochen haben. Dachte mir, Jörg, das geht nicht mit rechten Dingen zu. Als dann die ersten anfingen, blöde zu werden, habe ich mich noch gefragt, ob man das Gestrüpp vielleicht wegjäten könne. Aber die von der Regierung haben es ja versucht, und das waren ja die ersten, die so richtig degenerierten. Also kam das für mich nicht in Frage. Wollte dem Zeug bloß nicht zu nahe kommen. Feuer, dachte ich mir. Feuer müsste man haben. Das war schon immer die beste Medizin, wenn man ein Gewächs nicht haben wollte. Das habe ich auch den Regierungsleuten erzählt, also denen, die noch sprechen und zuhören konnten. Aber die wollten nicht auf mich hören und haben es vergessen, was aus Gleiche rauskommt. Naja. Und Flammenwerfer oder Unkrautbrenner oder sowas hatte ich nicht und ich war ja auch nicht mehr der Jüngste. Also, selbst wenn, früher, vor der Rente, da war ich Landschaftsgärtner, da hätte ich die ganze Stadt von dem Gestrüpp gereinigt, mit dem richtigen Gerät, aber nun komme ich doch recht schnell außer Atem. Aber egal, jedenfalls hat mich das auf eine andere Idee gebracht, mehr so ein verzweifelter Gedanke, wissen Sie. Was, wenn der Geruch und die grelle Farbe, was, wenn das die Menschen alle blöde macht? Tja, wissen Sie, ich bin ein Mann der Tat und ein verrückter Bastard bin ich auch, immer schon gewesen. Also nehme ich mir dieses Messer, das ein alter Freund von mir mal geschmiedet hat, und mache mich an die Arbeit. Hat ziemlich wehgetan und ich hätte es fast nicht überlebt, aber was danach kam, war richtig bitter. Blind sein ist scheiße, vor allem wenn man sein Leben lang so ein Pflanzennarr war wie ich.
aber nichts riechen und nichts schmecken zu können, das ist wirklich übel. Nimmt den ganzen Sinn von all dem irgendwie, wissen Sie? Nie mehr eine Blume riechen, nie mehr in einen saftigen Apfel beißen und mehr mitbekommen, als dass er süß ist, weil sich alles Spannende eh in der Nase abspielt. Aber immerhin hat's mich wohl wirklich beschützt. Bin auch immer der alte Jörg und werd's wohl auch bleiben. Steven sah Jörg verwirrt an und versuchte sich einen Reim auf seine Worte zu machen. Ihm schwirrte der Kopf von der langen Erklärung, das überstieg eindeutig seine Aufmerksamkeitsspanne. »Ist ein bisschen viel Futter fürs Oberstübchen, was?« fragte Jörg, dem Stevens Verwirrung nicht entging. »Hier, nehmen Sie das, wird Ihnen gut tun. Weiß aber nicht, ob's noch schmeckt.« Er reichte ihm einen runzligen Apfel, der nicht wirklich appetitlich aussah. Trotzdem biss er hinein. Die Frucht schmeckte ein bisschen muffig und war ziemlich trocken, aber der Zucker half. »Danke«, sagte Steven. »Fassen Sie es mir noch mal kurz zusammen, bitte?« »Kein Ding«, antwortete der Alte. »Also, wenn Sie Ihr Restchen behalten wollen, sollten Sie meinem Beispiel folgen und sich den Riechkolben blank brennen. Das mit den Augen können Sie sich sparen, glaube ich. Wollte damals auf Nummer sicher gehen, aber inzwischen denke ich wirklich, dass der Geruch das Schlimme ist.« »Ich soll mir die Nase zerstören?« fragte Steven entsetzt und hatte bei der Vorstellung beinahe seinen Apfel ausgespuckt. »Nur wenn Sie noch mehr quatschen können wollen als Drlapp und Hillop und sowas, dann sollten Sie lieber schnell machen. Hier ist der Bewuchs viel schlimmer als in Sapensis, vielleicht sogar der schlimmste überhaupt. Lange werden Sie das nicht mehr mitmachen. Ich kann Ihnen auch gerne helfen, wenn Sie wollen«, bot Jörg an. Steven dachte nach, was ihm noch immer nicht leicht fiel. Er wollte sich nicht verstümmeln, aber es war natürlich nicht zu leugnen, dass dieser Mann hier so sehr bei Verstand war wie kaum jemand, mit dem er in den letzten Monaten Umgang gehabt hatte, sich selbst eingeschlossen. »In Ordnung«, sagte Steven seufzend. »Gut«, sagte der Alte und leckte sich über die faltigen Lippen, fast als würde er sich auf das Kommende freuen. »Folgen Sie mir, es ist nicht weit.« Steven folgte Jörg durch die Gassen der heruntergekommenen Stadt. Vor den Fenstern der zurückentwickelten Bewohner türmten sich Müll, Fäkalien und dreckige Wäsche, wodurch die Luft von intensivem Gestank erfüllt war, der sich auf widerwärtige Weise mit dem Aroma der Blumen mischte. Durch einige der Unratberge schlängelten sich auch Menschen auf allen Vieren mit mal mehr und mal weniger stark verlängerten Gliedern und stets mit kugelrunden kleinen Köpfen. Wie absurd große Ratten wühlten sie in den stinkenden Haufen oder bissen sogar herzhaft hinein, wahrscheinlich weil sie keine andere Nahrungsquelle mehr hatten. Die Landwirtschaft lag hier genauso am Boden wie die Industrie und die Vegetation war nicht üppig genug, um sie alle zu ernähren. Immerhin aber waren die Degenerierten nicht aggressiv und kamen weder auf die Idee, einander noch einen der aufrechtgehenden Menschen als Nahrungsquelle zu betrachten. Überhaupt waren diese Geschöpfe bemerkenswert friedlich. Wann immer sie sich begegneten, beschnüffelten sie sich mit ihrer großen, breiten Nase oder leckten sich mit ihren langen Zungen gegenseitig übers Gesicht und gelegentlich sah man sie auch auf offener Straße kopulieren, wobei sie breit grinsten und schrille, beinahe zirpende Laute ausstießen, die umso bizarrer waren, da in ihnen die vertrauten Lustlaute ihrer intelligenten Vorfahren mitschwang. Der Anblick war natürlich trotz allem verstörend und weckte in Steven nicht unbedingt den Wunsch, sich diesen Menschen in ihrem Stumpfsinn anzuschließen. Selbstverständlich war ihm dieser Gedanke auch schon durch den Kopf gegangen, einfach aufzugeben und ins Dunkel zu fallen, in der Hoffnung, dort zumindest glücklich zu werden. Vielleicht war lediglich der Übergang das Grauenhafte. Vielleicht hielt der Schmerz nur so lange, wie man noch wusste, was man verlor, ähnlich wie bei Dementen, die in ihren klaren Momenten sicher am meisten litten. Womöglich erwartete ihn am Ende ein wohliger Sumpf euphorischer Gedankenlosigkeit. Aber wo würde es enden? Beim Einzeller? Und wie viel war Glück wert, wenn man nicht mehr in der Lage war, es bewusst zu erfahren, es zu betrachten und zu bewundern wie eine Blume, die man am Wegesrand entdeckt hatte? All diese Gedanken hatte er sich bereits gemacht, früher, bevor auch ihm solche Gedankengänge zu anstrengend geworden waren und er genug damit zu tun hatte, das hier und jetzt irgendwie zu bewältigen. Gerade belästigte ihn dieses Hier und Jetzt mit einem kaum erträglichen Gestank. Trotzdem hatte Steven sich entschieden, sich dem Miasma zu stellen. Erst hatte er versuchen wollen, durch den Mund zu atmen, in der vagen Hoffnung, auch so seine verbliebene Intelligenz bewahren zu können.
Dann aber hatte er sich dagegen entschieden. Dies war wohl seine letzte Gelegenheit, noch etwas zu riechen, und zugleich mochte ihm der widerwärtige Duft den Abschied von diesem Sinn erleichtern. Jörgs Haus war unzweifelhaft daran zu erkennen, dass es im Gegensatz zu den anderen Hütten in einem hervorragenden Zustand war. Offenbar hielt die Blindheit dieses Mannes ihn nicht davon ab, seiner Hausarbeit gewissenhaft nachzugehen. Die letzten Zweifel räumte ein üppiger Vorgarten aus, mit Apfel- und Birnbäumen und Feldern voll Erdbeeren, Salat und Karotten. Alles gesichert mit einem hohen Zaun und Stacheldraht. »Was genau wollen Sie eigentlich tun, nachdem wir Ihr Oberstübchen vor dem Schrumpfen bewahrt haben? Weshalb hat man Sie hierher geschickt?« fragte Jörg, während er das Gittertor zu seinem kleinen Anwesen aufschloss und zusammen mit Steven den Garten betrat. Steven war sich da selbst nicht mehr so sicher, dennoch gab er eine Antwort. »Eigentlich bin ich. Ich kam, um zu schauen, warum diese Dinge passieren. Hier irgendwo soll es angefangen haben. Aber nun, ich werde wohl lieber zurück nach Sapensis gehen und dort ihre Entdeckung verbreiten. Ich denke, die meisten werden lieber diesen Schritt gehen, als endgültig den Verstand zu verlieren.« mag sein, meinte Jörg. Aber ich frage mich, wie viel es da überhaupt noch zu retten gibt. Ich habe hier draußen ja nicht allzu viel mitbekommen von dem, was in den großen Städten passiert. Aber, ohne Sie beleidigen zu wollen, wenn Sie das Beste sind, was man noch aufbieten konnte, dann können Sie sich den Rückweg eigentlich sparen. Steven sagte nichts dazu und so öffnete Jörg die Tür. Sein Haus, welches als eine der wenigen in Northtown aus Stein bestand, war recht einfach aufgebaut. Es besaß nur einen einzigen großen Raum mit einer kleinen Holztür, die wahrscheinlich zu einem Plumpsklo führte. In dem Zimmer stand eine große hellbraune Couch, ein grober, dunkler Holztisch, eine Kochnische mit Gasherd und ein paar Regale mit Büchern, die vor allem von Botanik und Gartenpflege handelten. An den Wänden hingen und lehnten verschiedene Gartengeräte wie Schaufeln, Rechen, Grubber und Haken. Vor allem aber weckte die linke Wand Stevens Interesse. Dort waren stählerne Ketten befestigt und diese Ketten hingen nicht einfach nutzlos herab, sondern waren mehrfach um die langen, weichen Arme und Beine eines weiblichen und eines männlichen Degenerierten geschlungen, deren winzige Köpfe und Hälse zusätzlich mit Eisenringen fixiert waren. Die beiden waren in einem erbärmlichen Zustand. Sie trugen unzählige, eiternde Schnitte und verkrustete Wunden auf ihrer Haut. Der Frau fehlte ein Fuß und dem Mann beide Augen und die Nase, und sein Gesicht war fast bis zur Unkenntlichkeit verkohlt und vernarbt. Trotzdem gaben die beiden die typischen, kryptischen Laute von sich, wie sie auch das Mädchen geäußert hatte, die Steven um Nahrung gebeten hatte. Die beiden versuchten dabei offenbar verzweifelt zueinander zu gelangen und sich zu berühren, auch wenn die Fesseln sie daran hinderten. »Mein Gott«, sagte Steven erschüttert, »was haben Sie getan?« »Hab geforscht«, antwortete Jörg schulterzuckend. »Bin ja nicht blöd, wollte sicher gehen, dass es klappt, bevor ich mich selbst verstümmel. Sehen Sie das weibliche Ding? Ihr Kopf ist deutlich kleiner als der des Typen. Liegt daran, dass sie noch riechen kann?« Dachte erst, dass es an den Augen lag. War praktisch meine erste Hypothese, wie die Weißkittel sagen. Aber das erwies sich lediglich als Messfehler. Als Zufall. Die wirkliche Veränderung kam durch die Nase. Naja, der Unterschied zwischen Korrelation und Kausalität eben. Pech für mich. »Die scheinen auch nicht gerade Glück gehabt zu haben«, meinte Steve immer noch schockiert. »Ach, das sind dumme Dinger. Die kriegen kaum mit, was mit denen geschieht«, meinte Jörg. »Wie Tiere.« »Tiere empfinden sehr wohl Schmerz«, erwiderte Steven, der sich angesichts dieser erschütternden Barbarei wieder erstaunlich klar fühlte. Ihm lief ein Schauer des Mitleids über den Rücken, als die Frau ihren kleinen Arm hilfesuchend nach ihm ausstreckte. »Jörg«, sagte sie, und als der Mann dies hörte, stimmte er in ihre Rufe ein. »Jörg, Jörg.« »Hören Sie mir damit auf«, knurrte der Alte. »Fangen Sie ja nicht an, mit mir zu diskutieren. Ich bin schlauer als Sie. Schon vergessen? Wenn Sie es nicht glauben, können Sie gerne nachmessen.« Er tippte auf seinen eigenen Kopf und zeigte dann auf Stevens geschrumpften Schädel. »Mir egal, was in denen vorgeht«, fügte Jörg hinzu. »Außer das, was Ihnen aus den Ärschen kommt. Das kann man nicht ignorieren, wenn man es wegmachen muss. Stinkt schlimmer als bei einem darmkranken Hund.«
Ich finde, Sie sollten sie freilassen, forderte Steven energisch. Sie tun doch keinem was, und Sie wissen doch nun, was Sie wissen müssen. Einen Scheiß werde ich, meinte der Alte. War schwer genug, die einzufangen, und hab ja sonst kaum was zu tun hier. Haben Sie sie deswegen geschnitten und den Mann den Fuß entfernt? Fragte Steven. Der Bastard hat mich getreten, sagte der Alte. Und wenn man so ein gutes Messer nicht ab und zu benutzt, ist es eine Schande. Das ist barbarisch, meinte Steven. Hören Sie mal zu, Sie schrumpfköpfiger Feingeist, meinte der Alte. Ich habe Ihnen nicht geholfen, damit Sie mir so eine Szene machen. Das da sind Barbaren. Wir haben Kultur. Kultur ist das, was uns von Barbaren unterscheidet. Denn die da haben ihre ganze Kultur im Darm. Die können sich keinen feinen Zwirn nähen und hübsche Pflänzchen pflanzen, sondern nur Scheiße fressen, Scheiße grunzen und Scheiße scheißen. Wenn ihnen das gefällt, dann gut, dann kann ich sie direkt neben denen anketten. Aber wenn sie das nicht wollen, dann halten sie ihr dummes Maul und lassen mich Onkel Doktor spielen. Ihre Entscheidung. Stevens Blick sprang zwischen den beiden geistig degenerierten und dem offenbar moralisch degenerierten alten Mann hin und her. Dabei berührte die Hand in seiner Tasche die letzten beiden Tabletten, Focusan. Er wünschte wirklich, es würde einen dritten Weg geben. Aber unter diesen Umständen... »Tun Sie's«, sagte Steven tonlos. Jörg lachte. »Ist also doch noch Platz für ein wenig Vernunft im Köpfchen, was? Dann machen Sie sich mal bereit, wird etwas kitzeln.« Dann holte er das Messer, das noch immer auf der Arbeitsplatte seiner kleinen Küchenzeile lag, erhitzte es in der offenen Flamme seines Gasherds und kam mit einem breiten Grinsen auf Steven zu. Der Mann war offenbar wirklich ein waschechter Sadist. »Nein, ich glaube, ich will das doch nicht«, schrie Steven, als der grinsende Jörg sich näherte. Doch bevor er fliehen konnte, packte der drahtige blinde Mann seinen Stummelarm und schob die glühende Klinge erst tief in das eine und dann in das andere Nasenloch und ließ es dort kreisen. Steven brüllte vor Pein, während seine Geruchsnerven verödeten, doch der Alte dachte nicht daran aufzuhören. Das Aroma seines verschmorenden Fleisches war das Letzte, was Steven in seinem Leben roch. »Genug gejammert?« fragte Jörg mitleidslos mit Blick auf den weinenden, zitternden Mann aus Sapensis. »Ich weiß nicht, ob es das wert war«, antwortete Steven und meinte damit nicht den Schmerz. Die Welt war nun ärmer, kalt und steril, was kein Wunder war, da der Geruchssinn am stärksten von allen Sinnen mit unseren Emotionen und unserem Gedächtnis verbunden ist. »Immerhin sehen Sie noch was«, meinte Jörg. »Wenn überhaupt, dann hätte ich einen Grund zu flennen.« »Es war Ihre Entscheidung, sich zu blenden«, erinnerte Steven. »Ja, so war es«, meinte Jörg, »und deshalb werden Sie von mir auch kein Gejammer hören. Sie sollten sich also auch zusammenreißen und nach vorne schauen. Wollen Sie noch immer zurück nach Sapensis?« »Nein«, sagte Steven kopfschüttelnd und in dem Versuch, die bestialischen Schmerzen zu ignorieren. »Noch nicht. Ich will lieber herausfinden, woher das alles kommt. Helfen Sie mir?« »Kann ich«, meinte Jörg. »Hab sogar eine Ahnung, wo die Quelle sitzen könnte. Gibt da so eine alte Burg. Lange runtergekommen und kaum besucht, schon vor der Katastrophe. Aber da blühen die Blumen so dicht wie ein Urwald. Hatte selbst überlegt, dort mal nachzuschauen, aber blind und allein hat das wohl wenig Sinn. Wenn sie aber mitkommen, können wir es wagen. Würde gerne wissen, was mir mein Leben versaut hat.« »Können Sie mich denn hinführen?«, fragte Steven. Zwar hatten seine Auftraggeber von einem Tempel gesprochen, aber es war ja nicht ausgeschlossen, dass der Alte sich da täuschte. Gerade aus der Ferne sahen diese alten Gebäude oft sehr ähnlich aus. Besonders in diesen Tagen. »Ja«, sagte Jörg, »aber eigentlich ist es leicht zu finden. Folgen Sie einfach der Straße dort hinten, wo der Bewuch stärker ist. Die Burg liegt hinter einem Hügel, deswegen ist sie vom Dorf aus nicht gleich zu sehen. Aber man muss schon sehr dumm sein, sie zu verfehlen. Und so dumm sind wohl nicht einmal sie.« Jörg hatte die Wahrheit gesagt. Anfangs war es Steven zwar nicht leicht gefallen, sich in den engen, vermüllten Gassen zu orientieren, und so gelangten sie ein paar Mal in eine Sackgasse, was Jörg stets auf seine mürrisch verbitterte Art kommentierte. Doch der Wegfall des Gestanks war Stevens Konzentration durchaus förderlich, und als er sich letztlich dazu überwand, seine vorletzte Tablette zu schlucken, bemerkte er auch, an welchen Stellen die gefährlichen Blumen dichter und höher wuchsen.
Schon bald stießen die beiden auf einen Pfad, der einen kleinen Hügel hinaufführte, bevor er sich recht steil ins Tal hinabsenkte. Während sie diesem Pfad folgten, ließ der bislang kräftig blasende Wind mehr und mehr nach, und als sie die Spitze des Hügels erreichten und hinab ins Tal blicken konnten, entdeckte Steven dort tatsächlich eine Burg. Das Gebäude selbst war dabei alles andere als eine Augenweide. Mit großen Lücken im Mauerwerk, dichtem Moosbewuchs, vom Wetter abgeschliffenen und verwitterten Gestein und einem Burgtor, das zwar geschlossen, aber zur Hälfte zersplittert war. Die mit einem Mal aus der Wolkendecke hervorbrechenden Sonnenstrahlen und die farbenfrohen Blumen, die hier so üppig wuchsen, wie Schimmel auf einem in der Sommerhitze vergessenen Stück Fleisch, verwandelten diesen Schandfleck jedoch beinahe in ein waschechtes, verwunschenes Märchenschloss. Und Stevens Fantasie, die durch das Fokussan wieder etwas lebendiger geworden war, bevölkerte die Ruine sofort mit imaginären Prinzessinnen, Einhörnern, Hofdamen, Elfen und Rittern. »Wunderschön«, entfuhr es Steven verträumt, und sofort quittierte sein Begleiter seine Worte mit einem verächtlichen Ausspucken. »Ach, das ist doch nur ein verwilderter Müllhaufen«, sagte Jörg. »Und ein gefährlicher dazu. Hätten sie noch gewusst, wie man Bomben wirft, hätten sie das Ding ordentlich eindecken sollen. Aber andererseits weiß ja keiner, ob's geholfen hätte. Unkraut vergeht nicht, so sagt man doch, nicht?« Während sie hinabstiegen und sich der Burg näherten, verflüchtigten sich auch Stevens romantische Vorstellungen ganz schnell. Denn anstelle von Rittern und Sagengestalten wurden das Tal und der sowohl mit kaum grashohen als auch mit beinahe menschengroßen Pflanzen bewachsene Burggraben von Degenerierten bevölkert, die sogar noch grotesker aussahen als jene, die im Dorf lebten. Gleichzeitig variierten sie auch stärker in ihrer Physiognomie. Die meisten hatten wirklich riesenhafte Gliedmaßen, sodass sie sich wie 2 Meter hohe humanoide Spinnen durch die Wiese bewegten. Bei anderen waren die Beine nur wenige Zentimeter, die Arme aber 3, 5 oder auch 6 Meter lang und schwabbelten und schlackerten wie Pudding, während sie sich unsicher, aber mit gewaltigen Sätzen nach vorne zogen. Bei einer dritten Gruppe waren die Arm- und Beinlänge so ungleichmäßig verteilt, dass sie eine Fortbewegungsart wählen mussten, die irgendwo zwischen Kriechen, Humpeln und Stachsen lag. Manchmal kamen sie sehr nah an Steven und Jörg heran und berührten sie mit ihren langen Zungen, schnüffelten mit ihren großen Nasenflügeln an ihren Füßen und Knöcheln oder senkten ihre winzigen, faustgroßen Köpfe so weit auf sie hinab, dass ihre wulstigen Lippen und ihre pampelmusengroßen Augen schon fast ihre Stirn berührten. An Steven schienen sie dabei ein viel größeres Interesse zu haben als an Jörg. Doch auch wenn sie allesamt sehr zudringlich waren, wurden sie nie gewalttätig und ließen sich leicht verscheuchen. Dennoch fröstelte es Steven, wann immer sich ein großer Schatten über ihn beugte oder es neben ihm im Dickicht raschelte. »Wir sind nicht allein, was?« murmelte der Alte nach einiger Zeit. »Nein«, sagte Steven. »Überrascht Sie das etwa? Haben Sie diese Wesen hier nie gesehen?« »Nur in der Stadt«, meinte Jörg. »Die Burg hier habe ich in meiner Kindheit oft besucht. War immer verboten gewesen, da reinzugehen. Angeblich, weil sie so baufällig ist, auch wenn sich in all den Jahren niemand die Mühe gemacht hat, das zu ändern. Natürlich haben ich und die anderen Dorflümmel es trotzdem versucht, aber da war kein Durchkommen gewesen. Da waren immer so Sicherheitsleute in schicken Uniformen rumgestanden, haben die bewacht, als würde da ein Schatz liegen. Haben sie deshalb immer Burg wichtig genannt. Haben auch die Erwachsenen gefragt, warum man da nicht rein darf, aber die hat es nicht interessiert. Und irgendwann, naja, irgendwann hatten wir halt keine Lust mehr nachzuforschen. Gibt letztlich auch Spannenderes, wenn die Hormone anfangen zu sprießen, wenn sie verstehen.« Jörg grinste anzüglich. Dann fuhr er fort. »Trotzdem bin ich hier immer gern gewesen. Das Panorama ist ganz nett und gab eine Menge interessanter Kräuter und Gewächse, die man sammeln und sich ansehen konnte. Zumindest bis diese lila Pest sich hier eingenistet hat und alles andere pflanzliche Leben abgemurkst hat. Sogar meine Jenna habe ich hier draußen zum ersten Mal geknutscht. Ist jetzt auch schon einige Jährchen tot, die Gute. Aber wenigstens nicht dumm gestorben. Jedenfalls, zuletzt war ich vor vielen Monaten hier, kurz bevor ich mich entschieden hatte, mir die Augen auszubrennen. Wollte das alles unbedingt nochmal sehen. Aber da war noch alles, nun ja, sauber gewesen. Nur lila Gestrüpp und bröckliger Stein.
aber anscheinend hat sich dieses Ungeziefer nun auch noch hier breit gemacht. Nicht nur das, meinte Steven und beschrieb ihm die Kreaturen so gut es ging. Ah ja, murmelte der Alte. Hab mir gedacht, dass sie hier noch hässlicher sind als in der Stadt. Wahrscheinlich auch noch dümmer. Trotzdem würde ich mir eine Knarre wünschen, wie in den guten alten Tagen. Die Regierung hat die beschlagnahmt, als alles anfing. Jetzt hocken sie drauf und könnten sie nicht mal mehr als Knüppel verwenden. Und der gute Jörg hat nichts, obwohl er es gebrauchen könnte. Sie sind friedlich, erinnerte Steven. Das sind Scheißhausfliegen auch, meinte Jörg. Trotzdem erschlag ich sie, wenn sie mir mit ihren dreckigen Ärmchen zu nahe kommen. Damit würde man denen sicher noch einen Gefallen tun. Steven sagte nichts dazu. Er fand diese Kreaturen nicht weniger abstoßend als Jörg, aber es waren einst Menschen gewesen, und wenn er sie so ansah, nun, unglücklich wirkten sie auch nicht unbedingt. Warten Sie mal ab, was uns in der Burg empfängt, fuhr Jörg fort. Da wird es sicher nicht so harmlos bleiben. Die Sicherheitsfuzzis werden da nicht ohne Grund gestanden haben, selbst wenn sie jetzt wohl auch irgendwo sabbernd herumkriechen. Vielleicht wohnt da die Königin dieser Viecher oder sowas. Was die beiden aber erwartete, als sie sich durch das Tor quetschten, war kein weiteres Exemplar der Degenerierten, ob königlich oder nicht, sondern eine große, leere Eingangshalle mit hohen, scheibenlosen Fenstern, durch die helles Tageslicht in regelmäßigen, staubigen Linien auf dem Boden fiel. Von der Decke hingen vier riesige Kronleuchter, die jedoch kein Licht mehr verströmten und unförmig und wie geschmolzen von der Decke hingen. An den Wänden gab es detaillierte Zeichnungen einer schönen jungen Frau in einem schwarzen Gewand, gesprenkelt mit Sternen. Nicht mit den stilisierten, verkitschten, die man in Kinderbüchern fand, sondern mit den mystischen, beängstigend fernen und vielfältigen Gaskugeln des Nachthimmels. An ihrer Stirn trug sie eine leuchtende Kugel, die aussah wie eine Glühbirne aus Fleisch. In ihrer linken Hand hielt sie ein Buch. Und die rechte hatte sie erhoben, wobei sie zwei Finger nach oben streckte. Der ganze Raum hatte etwas Erhabenes, Heiliges an sich. Tatsächlich wie ein Tempel, nur ursprünglicher, ernsthafter. Und Steven hatte das starke Gefühl, hier nicht hinzugehören, ja nicht einmal hier sein zu dürfen. Also irgend so ein Sektengedöns, vermutete Jörg, als Steven ihm die Umgebung beschrieb. Bin echt enttäuscht. Hatte mit Aliens gerechnet oder mit irgendwelchen kranken Experimenten. Aber warum eigentlich nicht? Hab immer gedacht, dass uns einer von den religiösen Spinnern noch richtig in die Scheiße reiten würde. Wer so oft vom Armageddon faselt, muss es ja irgendwann herbeirufen. Wahrscheinlich sind sie hier im Mondlicht rumgesprungen und haben hässliche Lieder gejault und von Licht, Liebe und Unterwerfung geträllert, bis sie irgendeinen Blumendämon beschworen haben oder was weiß ich. Mag sein, sagte Steven nachdenklich. Sehr dämonisch wirkt mir diese Frau aber nicht. Das ist Marketing, sie Schrumpfhirn, ätzte Jörg. Vor dem Beitritt erzählen sie einem noch was von wunderschönen weisen Frauen, aber sobald sie an Bord sind, müssen sie einem stinkenden Guru das Arschloch sauber lecken oder gleich irgendeine Abscheulichkeit oral befriedigen. Steven verzog angewidert das Gesicht. Im Grunde mochte er diesen Mann wirklich nicht viel mehr als die Kreaturen da draußen. Glauben Sie wirklich, dass ein Kult für all das verantwortlich ist? Na, nach einem geheimen Regierungslabor sieht's nicht aus, oder? Außer ich hab ihr Gestammel falsch gedeutet. Steven reagierte nicht darauf und folgte stattdessen dem einzigen Weg durch die Halle, der auf beiden Seiten von meterhohen purpurnen Blumen eingerahmt war, und Jörg folgte ihm notgedrungen. Der Weg führte die beiden durch eine offenstehende, verblichene rote Tür an der gegenüberliegenden Wand und schließlich in eine kleinere Kammer, die zwar über keine weiteren Ausgänge verfügte, jedoch über einen gewundenen Tunnel direkt im Boden. Der Tunnel verlief augenscheinlich wie eine Rutsche und war vollständig mit jenen Pflanzen bewachsen, die sich in Northtown und auf dem gesamten Erdball ausgebreitet hatten. Diese Exemplare waren jedoch besonders farbenfroh und üppig. Irgendwie war Steven davon überzeugt, dass sie hervorragend duften mussten, auch wenn er diesen Geruch natürlich nicht länger wahrnehmen konnte. Außerdem stiegen in der ansonsten vollkommenen Stille auch Geräusche von dort zu ihnen hinauf. Ein fernes Rascheln und Knistern, wie von einem im Wind ächzenden Wald. »Nie im Leben gehe ich dort runter«, meinte Jörg mit bebender Stimme, als Steven ihm den Tunnel beschrieben hatte. »Wer weiß, wo der hinführt?« »Dorthin, wo all dies begann, wahrscheinlich«, vermutete Steven.
Und um diesen Ort zu finden, sind wir doch gekommen. Mag sein, aber eigentlich will ich das gar nicht mehr wissen, Jüngchen, meinte der Alte, dessen Gesicht mittlerweile einen bleichen, ungesunden Ton angenommen hatte, so als hätte er gerade ein Gespenst gesehen. Mein halbes Leben habe ich mich gefragt, was für Geheimnisse die alte Burg wichtig verbirgt, aber jetzt glaube ich, ich hätte mir das Grübeln sparen können. Hier gibt es nur Verfall, Schmierereien und hässliches Gestrüpp. Ich denke, wir sollten lieber umkehren. Um was zu tun? Fragte Stephen. Um unser Leben weiterzuleben oder das, was davon übrig ist. Gemüse anbauen, essen, atmen und vielleicht noch ein wenig mit diesen Viechern rumexperimentieren. Wer weiß, vielleicht finden wir noch etwas heraus, was uns hilft, schlug Jörg vor. Mit einem sehenden Gehilfen ginge das alles viel besser. So könnten wir zur Hand gehen und sich dafür in meinem Garten bedienen. Und ich bringe ihnen auch bei, wie das mit der Gartenarbeit geht. Lassen wir den Dummen ihre Burg. Wir haben unsere Hütte. Noch einmal sah Stephen zu dem Tunnel hinab. Er sah tatsächlich nicht sehr vertrauenserweckend aus, das musste er zugeben, auch wenn ihm die Geräusche nicht nur erschreckten, sondern auch neugierig machten. Dann blickte er wieder zurück zu Jörg und stellte sich vor, wie das Leben mit ihm sein würde. Ein Leben als der Gefährte und Gehilfe eines verbitterten, mürrischen, sadistischen alten Mannes, erfüllt von Gehässigkeiten, Folter und harter Arbeit. »Ich gehe hinunter«, sagte Stephen schließlich entschlossen. Wieder spuckte Jörg verächtlich aus und verlor dabei alle verbliebene förmliche Höflichkeit. »Ha, dann geh halt in dein Verderben. Aber vorher bringst du mich zurück nach Haus. Hast meinen Apfel gefressen und mein Wasser getrunken. Das bist du mir schuldig. Dann kannst du von mir aus in diesen Wahnsinn hinabkriechen.« »In Ordnung«, sagte Stephen, der tatsächlich das Gefühl hatte, in Jörgs Schuld zu stehen. Wie versprochen führte er den Mann aus der Kammer heraus zurück in die große Halle. Doch noch bevor sie das Burgtor erreichten, ertönte ein lauter, tiefer, dröhnender Ton, der fast eine Minute anhielt und so intensiv war, dass sie kaum etwas anderes tun konnten, als stillzustehen und sich die Hände auf die Ohren zu pressen. Dann endete es so unvermittelt, wie es gekommen war. »Was war das?«, fragte Stephen. »Keine Ahnung«, sagte der Alte schulterzuckend. »Vielleicht hat einer von denen gefurzt. Jedenfalls ein Grund mehr, das alles hinter sich zu lassen.« Sie traten hinaus ins Tageslicht, und kaum da Stephen wieder die Sonne in seinem Gesicht spürte, fiel ihm fast die Kinnlade herunter. »Mein Gott«, rief er, und seine Verblüffung hatte einen sehr verständlichen Grund. Der Hügel, die Blumenfelder und das gesamte Gebiet jenseits des Burggrabens war übersät, überfüllt, ja regelrecht verstopft mit Degenerierten. Sie standen neben, vor, hinter und teilweise übereinander. Es waren Hunderte, Tausende, Zehntausende oder mehr, deren kurze und lange Gliedmaße so dicht beieinander waren, dass sie Mühe hatten, sich nicht zu verknoten. Jene, die ihnen am nächsten standen, starrten sie direkt an, mit ihren kleinen Gesichtern und riesigen Augen. Nein, sie sahen nicht sie an, verstand er plötzlich, sondern die Burg, jenen verborgenen Tempel, vor dessen Eingang sie standen und den diese Wesen offenbar erreichen wollten. Noch bewegten sie sich nicht, noch standen sie einfach nur still, witterten und leckten sich mit langen Zungen über übergroße, feuchte, selig grinsende Lippen. Doch wie lange? »Worauf warten wir, Schrumpfkopf?«, fragte Jörg ungeduldig, der von all dem nichts sah. »Wir können nicht durch«, sagte Stephen tonlos. »Sie sind überall.« »Wer ist überall?«, fragte Jörg verwirrt. »Die Degenerierten. Eine ganze Horde. Nicht nur aus dem Dorf. Ich denke, das müssen alle aus dem Umkreis sein. Vielleicht auch aus dem ganzen Land«, vermutete Stephen. »Keine Ahnung, wie sie so schnell hingekommen sind, aber wir müssen umkehren, sofort.« »Netter Versuch«, erwiderte der Alte mit einem gackernden Lachen. »Aber ich hab dir doch schon gesagt, dass ich unter keinen Umständen dieses gruselige Loch...« Wieder erklang ein Ton. Diesmal noch lauter, aber viel, viel kürzer. Als er endete, fingen tausende Kehlen an, herzhaft zu lachen. Eine Welle aus jauchzendem Schall, der sich aufblies, hochschaukelte, über sie hinwegbrauste und kurz darauf begleitet wurde vom Geräusch unzähliger, aufstampfender Füße. Nun schwanden auch Jörgs Zweifel an Stephens Worten. »Weg hier«, brüllte der Alte und packte das Messer in seiner Hand fester. »Nichts wie weg hier!«
Und so rannten sie, rannten fort vor den Kreaturen, die bislang so friedlich gewesen waren und es vielleicht immer noch waren, die nun jedoch, getrieben von Verlangen, Sehnsucht oder einem unhörbaren Ruf, im Begriff waren, über sie hinwegzustampfen wie eine Elefantenherde. Steven, dessen lange, dünne Beine zu wackelig waren, um wirklich sicher zu rennen, hatte alle Mühe, nicht zu stürzen. Trotzdem drehte er sich ab und zu um und so sah er, dass die Masse der Degenerierten sich vorerst am Tor verkeilte. In das Gelächter mischten sich Rufe, Schreie und das Geräusch brechender Knochen. Dennoch gelang es einigen Kreaturen, sich heil hindurchzuschieben, und während diese glücklichen Innen immer näher und näher kam und ihr Gelächter in Stevens Ohren lauter und lauter wurde, erreichten die beiden endlich den Tunnel. Ohne zu zögern glitt Steven hinein, ergriff Jörgs Arm und riss ihn mit sich. Der alte Mann wehrte sich nicht. Die bepflanzten Tunnelwände rauschten wie ein Fluss aus reiner, greller Farbe an ihnen vorbei, während die Blüten ihre Haut so sanft streichelten wie Gras auf einer Sommerwiese und der Tunnel stetig neue Biegungen und Abzweigungen machte. Eigentlich hätte es stockdunkel sein sollen, doch die Blüten glommen in ihrem eigenen purpurnen Licht. Irgendwo, weit hinter ihnen, erklang das dumpfe Gelächter der Degenerierten. Doch Steven ahnte, dass sie sie nicht so schnell einholen würden. Die Gliedmaßen ihrer Verfolger waren noch länger als die von Steven und damit zu lang und zu sperrig, um einfach hindurchzurutschen. Sie würden hinunterklettern müssen. Doch so froh er über diesen Vorsprung auch war, so sehr bereitete ihm ihr hohes Tempo auch Sorgen. Was, wenn sie am Ende aus großer Höhe herabstürzen und einfach auf dem Boden zerschellten? Diese Sorge immerhin erwies sich als unbegründet. Zwar führte der Tunnelausgang tatsächlich fast senkrecht nach unten, aber der Boden war nicht weit entfernt und er war bewachsen mit einem dichten Feld aus Blumen, die ihren Sturz genug abfederten, um ihnen ernsthafte Verletzungen zu ersparen. Steven spürte eine unerwartete, wohltuende Wärme auf seiner Haut, die ihn den Schmerz des Aufpralls vergessen ließ. Lediglich etwas benommen und mit ein paar blauen Flecken stemmte sich Steven in die Höhe und erstarrte. Vor ihm, inmitten einer geradezu gigantischen unterirdischen Blumenwiese und beschienen von einer kleinen violetten Sonne, die wie eine geisterhafte Lampe nahe der Decke schwebte, stand die Göttin, die er in den Wandgemälden gesehen hatte. Doch sie hatte sich verändert. War ihr Gesicht dort noch wunderschön und ebenmäßig gewesen, entsprach es nun vollständig dem einer Degenerierten. Ein winziges, nur faustgroßes Antlitz mit riesigen Lippen, breiten Nasenflügeln und großen Augen, von denen ihre langen Haare wie trockenes Seegras hinabwuchsen und jener glühbirnenartige Auswuchs aus der Zeichnung wie ein verschrumpelter Sack hinabhing. Ihr Gesicht war dabei der kleinen Sonne zugewandt. In ihren verkümmerten Händen hielt sie einen goldenen Gong und einen Schlegel, und ihr Körper war bis zu den Knien mit den purpurnen Blumen überwuchert. Doch dies waren nicht die einzigen Pflanzen in ihrer Nähe. In unregelmäßigen Abständen erhoben sich auch hohe, fast schon baumgroße Blumen mit dicken, knotigen, unförmigen Stängeln und eigenartigen Blütenköpfen, die aus zwei kreisförmigen, weißen, zwei behaarten, hellbraunen und einer fleischigen, kirschroten Blüte zusammengesetzt waren. »Die hässlichsten Pflanzen, die ich je gesehen habe«, murmelte Steven. Und ja, dieser Ort war auf gewisse Weise hässlich, verstörend, bizarr, aber dann auch wunderschön und irgendwie friedlich. »Was?«, fragte Jörg barsch. »Wo sind wir hier?« Steven antwortete ihm nicht. Beinahe wie hypnotisiert ging er auf die schrumpfköpfige Göttin zu. Dabei entdeckte er etwas zu ihren Füßen. Es war ein Buch, ein steinernes Buch, eingerahmt, aber nicht überwachsen von den violetten Gewächsen. Es war dasselbe Buch, das sie auf den Zeichnungen in der Hand gehalten hatte, nur dass es noch nicht aus Stein bestanden hatte. Darin stand etwas geschrieben, angelehnt an ein Zitat, das er so oder so ähnlich vor langer Zeit schon einmal gehört hatte. Gott schläft im Stein, träumt in der Pflanze, erwacht im Tier und handelt im Menschen. Es ist wieder Zeit zu träumen. »Mach dein Maul auf, Erbsenhirn«, forderte Jörg. »Sag mir gefälligst, was du siehst.« Noch immer folgte Steven seiner Aufforderung nicht. Nein, er lauschte vielmehr den Worten, die ihn ihm widerhallten und deren Echo sich allmählich zu einer Erkenntnis aufschaukelte.
Sein Fokus wanderte wieder zu den großen Pflanzen, deren weiße Blüten auf den zweiten Blick blasse, schwarze Punkte in ihrer Mitte besaßen und deren rote Blüten sich nach oben krümmten wie zu einem Lächeln. Es waren Menschen, sagte Steven zu sich selbst und spürte einen schmerzhaften Schlag im Rücken, der, wie er kurz darauf begriff, von Jörg stammte. »Sag mir endlich, was hier los ist, du verfluchter, undankbarer Bastard!« brüllte ihn der alte Mann an, und er sah erst in sein keifendes, hassverzerrtes Gesicht und dann in das der Blumenmenschen, die ihr Blütenlächeln lächelten und sich sanft im Wind wiegten, der ihr unten zärtlich durch ihre Blütenköpfe strich. Er musste wunderbare Gerüche mit sich tragen, Gerüche, die ihm dieser Mann für immer genommen hatte. Steven packte den Arm des Alten mit ungewohnter Kraft und schleuderte ihn zurück, sodass er direkt in die Blumen hineinfiel. »Du stinkendes Kleinhirn, das wirst du bereuen!« hörte er Jörg empört aufächzen. Aber sein Gezeter war nicht alles, was er hörte. Jetzt vernahm er auch wieder fröhliches, befreites Gelächter und kurz darauf sah er die ersten Degenerierten aus dem Tunnel kriechen. Nicht wild und ungestüm, sondern bedächtig und behutsam ließen sie sich auf dem Boden sinken, schritten an ihm vorbei, suchten sich einen Platz im Blumenmeer und gruben ihre Arme und Beine, nein, ihre Wurzeln, tief in die fruchtbare Erde. Frieden breitete sich auf ihren Gesichtern aus, während sich ihre Lippen, Augen und Nasenflügel zu Blüten verformten und sie für immer verstummten. Frieden und tief empfundenes Glück. War es real? Fragte sich ein Teil von Steven. Oder nur ein zufälliges Muster, eine Pareidolie, die ihm den Eindruck von Glück vermittelte, auch wenn diese Kreaturen rein gar nichts mehr empfanden. Egal, entschied Steven, es war Frieden. Das zumindest ließ sich nicht leugnen, und damit war es weit mehr als alles, was er jetzt hatte oder haben könnte. Er sah immer mehr Degenerierte hinabsteigen und ihren Platz, ihre simple, unkomplizierte Erfüllung finden, und eine ungekannte Sehnsucht streckte ihre Triebe in ihm aus. Umso mehr, als er die Göttin beobachtete, deren Verwandlung in eine Pflanze rasant fortschritt, nun, da sie ihre Aufgabe erfüllt und ihre Kinder gerufen hatte. Er suchte sich eine Stelle ganz nah bei der Göttin, die gerade ein neu angekommener Pflanzenmensch besetzen wollte, stieß ihn brutal weg und stellte sich auf eine kleine, kahle Fläche zwischen den Blumen. Der Vertriebene kämpfte nicht mit ihm, sondern sah ihn nur verständnislos und irgendwie traurig mit seinem Blütengesicht an. Also begann er sich mit seinen verkümmerten Füßen und Händen in die Erde zu graben und streckte seine halblangen Glieder in den fruchtbaren Boden. Versuchte selbst, seine verkümmerten Hauthärchen auszustrecken, in der Hoffnung, sich irgendwie an das große Ganze anbinden zu können. Aber er spürte keine Veränderung, nicht das geringste Kribbeln oder Ziehen und erst recht nichts, was ihn zum Lächeln hätte bringen können. »Was tust du da, Schwachkopf?« fragte Jörg, dem Stevens Verhalten wohl trotz seiner Blindheit nicht ganz entgangen war. »Hast du jetzt völlig den Verstand verloren?« Plötzlich entzündete sich ein Feuer in Steven. Ein Feuer, das er weder kontrollieren konnte, noch wollte. Verzweifelt und der Raserei nahe grub er sich aus der Erde aus, stürmte auf den Alten zu und donnerte seine Stummelfäuste in dessen Gesicht. Die Wut gab Steven beinahe übermenschliche Kräfte und so zersplitterte schon sein erster Schlag einige Zähne und sorgte dafür, dass sich Jörg die halbe Zunge abbiss, weswegen seine Flüche genauso wenig zu verstehen waren wie sein Flehen. Steven hätte ohnehin nicht zugehört. Stattdessen riss er ihm das Messer aus der kraftlosen Hand. »Du hast ihn mir genommen!« brüllte Steven wieder und wieder, während er wie von Sinnen schlug und trat und stach. »Du hast mir meinen Platz genommen!« Schließlich lag der Alte still, und der Kopf des letzten echten Homo sapiens war nichts mehr als ein blutiger Haufen Knochensplitter und nutzlose, graue Masse. Stevens Fäuste waren verschmiert mit Blut, in seinem Gesicht aber standen Tränen. Doch er weinte nicht um Jörg, sondern um sich selbst, isoliert und egoistisch, während alle um ihn herum gemeinsam lachten. Auch der Platz, den er sich mit Gewalt erstritten hatte, war nun wieder besetzt. Hunderte der vermeintlich Degenerierten hatten sich bereits in den Boden gepflanzt und er musste lange suchen, bis er einen neuen Platz fand, weit entfernt von jener Göttin, die den Menschen die Weisheit geschenkt und diese letztlich als Fluch erkannt und von ihnen genommen hatte.
Natürlich wusste er, dass er auch dort jemanden seinen Platz streitig machen würde, da der Strom an Neuankömmlingen nicht abriss. Doch das war ihm egal. Er wollte mit den anderen lächeln, wollte es unbedingt, doch sein Gehirn, das noch immer zu sehr das eines gewöhnlichen Menschen war, verhinderte das. Halb wahnsinnig angesichts dieser Tatsache riss er die Blumen rund um sich herum mitsamt Wurzeln aus, stopfte sie sich in den Mund, rieb sich mit ihrem Blütenstaub ein, zerrieb sie zwischen den Fingern, zog sich den Staub in die Nase und rieb ihn sich schließlich sogar in Wunden, die er sich mit dem Messer des Alten beibrachte. Doch selbst nach Stunden des Wartens geschah nichts, außer dass sich der rechtmäßige Besitzer seines Platzes letztlich neben ihn stellte und ihn stumm beobachtete. Steven starrte zurück und weinte. Ja, schließlich schrie er vor Verzweiflung und sah zu dem Messer in seiner Hand und dachte darüber nach, was für ein grauenhafter Fluch es war, denken zu müssen und darüber, dass jeder Fluch gebrochen werden konnte. Seufzend nahm er seinen staubigen, zerbeulten Zylinder vom Kopf und warf ihn auf den Boden. Dann machte er sich ans Werk. Die ersten Stiche taten noch weh, doch als er die richtigen Stellen traf, gab es niemanden mehr, der noch Schmerz empfinden konnte. Und als sein Körper hinabsank und er nach einigen Tagen begann, die Erde zu düngen, erfüllte sich sein innigster Wunsch in gewisser Weise. Denn nun konnte er doch noch zum ewigen, ungetrübten, blühenden Lächeln beitragen, das der Welt geschenkt worden war. Halloween. Die Straßenbahnen und Züge sind voll mit verkleideten Untoten, Hexen, Vampiren und sonstigen Monstrositäten. Man kann keine 5 Schritte laufen, ohne auf mindestens eine Person zu treffen, die versucht, jemanden durch Laute und Geräusche Angst einzujagen. Alle in der Hoffnung, irgendwo gratis Süßigkeiten abstauben zu können. Außer mir. Ich bin nur in der Hoffnung, in Ruhe ins Schwimmbad zu kommen, um ein abendliches Standardprogramm zu absolvieren und mich danach wieder in mein Bett zu kuscheln. Zumindest mache ich das seit einem Jahr jeden Samstag so. Und ausgerechnet heute fällt Halloween auf das Wochenende. Ich gehe am Bahnhof entlang, auf den Weg zu meinem Zug und versuche, die schlecht maskierten Leute zu vergessen. Ich nehme lieber den Zug als die Straßenbahn. Weniger Haltestellen und das Schwimmbad ist nur wenige Meter entfernt. Ab der Hälfte des Weges überkommt mich das seltsame Gefühl, verfolgt zu werden. Ich schiebe es auf eine typische Reaktion auf die Dunkelheit und ignoriere es so gut ich kann. Es lässt mich einfach nicht los. Am Gleis angekommen, lasse ich meinen Blick unauffällig umherschweifen. Nichts Verdächtiges. Nur das Gefühl. Noch 10 Minuten, bis mein Zug kommt. Hin und wieder werfe ich einen Blick auf die umherstehenden und ebenfalls wartenden Personen. Beim 3. Mal fällt mir ein Mann mit einer Maske auf. Er scheint mich direkt anzustarren. Ich unterbreche den Blickkontakt. Nachdem einige Sekunden verstrichen sind, schaue ich, ob er mich noch angafft. Doch er ist verschwunden. Ein Schauer läuft mir über den Rücken. Ich bin mir gerade nicht sicher, ob es mir lieber ist, wenn er weg ist oder wenn ich ihn wenigstens sehen kann. Egal wie unheimlich er wirkt, seine plötzliche Abwesenheit lässt mich panisch um mich schauen. Nichts. Meine Fäuste geballt, versuche ich mich zu beruhigen und langsam zu atmen. Da kommt auch schon der Zug und ich steige ein. Sicherheitshalber werfe ich einen Blick zurück, ob die unheimliche Gestalt dazusteigt. Er scheint jedoch verschwunden zu sein, was mich wenigstens etwas beruhigt. Ich gehe die Stufen nach oben,
in das obere Abteil und setze mich auf einen freien Platz am Fenster. Noch immer etwas nervös schaue ich durch die Glasscheibe und hoffe, dass der Typ verschwunden bleibt. Ich habe Glück. Weit und breit kein maskierter, starrender Mann in Sicht. Nach ein paar Minuten fährt der Zug los und ich atme erleichtert auf. Ich hole mein Handy raus und spiele ein paar der Games, um mich abzulenken. Plötzlich geht etwas weiter vorne ein Aufruhr los. Ich verstehe nicht, was die anderen Passagiere sagen, doch ihre Tonlage lässt keinen Zweifel an ihrem Ärger. Um über die Sitze etwas sehen zu können, stehe ich auf und sehe, wie ein Mann am anderen Ende steht. Es ist der maskierte Typ von draußen. Und jetzt erkenne ich auch, dass es eine Guy Fawkes-Maske ist. Ohne einen Gedanken zu verschwenden, wie er in den Zug kam, schnappe ich meine Handtasche und flüchte nach unten. Eilig drücke ich auf den Knopf der automatischen Tür und zwänge mich durch einen engen Spalt, um den nächsten Knopf zu drücken. Der Zugang öffnet sich in einem gefühlten Zeitlupentempo. Kaum bin ich durch, wage ich einen kurzen Blick nach unten. Tatsächlich, der Kerl verfolgt mich. Zum Glück geht die letzte Automatiktür schnell genug zu und verschafft mir Zeit. Da höre ich ein dumpfes Hämmern und drehe den Kopf erneut nach hinten. Der Maskierte hält den Kopf schief und eine Hand mit einem Messer an die Scheibe. Es sieht aus, als würde er mich durch die Maske angrinsen. Ich sprinte durch das nächste Abteil und ignoriere die Kommentare der anderen Passagiere. Spontan entscheide ich mich, mich nicht nochmal auf die Öffnung der Übergänge zu verlassen, reiße die Toilettentür auf, springe hinein und verschließe sie von innen. Hoffentlich geht er weiter. Hoffentlich geht er weiter. Diese Worte wiederhole ich mit zusammengekniffenen Augen immer wieder in meinem Kopf. Meine Handtasche drücke ich fest an meine Brust. Gleichzeitig halte ich unbewusst den Atem an und lausche. Mein Herz rast doppelt so laut und schnell wie normal, sodass ich Angst habe, er könnte es hören. Da! Langsam nähern sich Schritte der Tür und jemand versucht, sie zu öffnen. Insgeheim hoffe ich, dass es nur einer der anderen Fahrgäste ist und er weitergeht. Hallo? Höre ich einen Mann auf der anderen Seite rufen. Es klingt nicht, als wäre es eine Stimme, die durch eine Maske geht. Ist alles okay bei Ihnen? Sie sahen so panisch aus, da dachte ich, ich könnte... Ah! Der Schrei verstummt. Dann Stille. Ich beiße mir auf die Unterlippe und weigere mich, die Augen zu öffnen. Bumm. Jemand hämmert von der anderen Seite so heftig gegen die Tür, dass ich mich reflexartig aufsetze und die Augen aufreiße. Aus dem winzigen Spalt am Boden fließt von außen etwas Rotes in mein enges Versteck. Als mir klar wird, dass das Blut ist, muss ich einen Brechreiz unterdrücken. Eine gedämpfte und verstellt hohe Stimme dringt zu mir. Aurelia, kommst du raus zum Spielen? Es dauert auch nicht lang. Mein Bauch verkrampft sich und ich krümme mich zusammen, die Knie mit den Armen umschlossen. Tränen laufen aus meinen Augen. Der Zug hält. Ich höre keine Schritte. Anscheinend steigt niemand in dieses Abteil. Verdammt, das war meine einzige Hoffnung. Es geht weiter. Plötzlich höre ich eine Art Quietschen. Der Wahnsinnige scheint mit dem Messer an der Tür zu kratzen. Lass mich doch rein, Aurelia. Erst jetzt fällt mir auf, dass er meinen Namen kennt. Aber woher? Da ertönt eine tiefere Stimme, die ich jedoch nicht verstehe. Schnelle Schritte verhallen. Verdammte Scheiße! Flucht der Neuankömmling. Hallo? Hier ist die Polizei. Sie können herauskommen. Ich jage diesem Typen hinterher. Wieder schnelle Schritte und dann Stille. Ich warte noch ein paar Sekunden, um sicher zu gehen. Dann schleiche ich langsam zur Tür. Vorsichtig drehe ich den Verschluss auf und spähe durch einen kleinen Spalt nach draußen. Nichts. Ein Blick nach unten und mir wird wieder schlecht. Da liegt der Mann, der mir helfen wollte. Ein Taschentuch im Mund und eine Stichwunde im Nacken.
Auf jeden Schritt bedacht, schlüpfe ich nach draußen. Wieder hält der Zug. Zum Glück muss ich hier sowieso raus. Ich sprinte zum Ausgang und schnappe draußen nach Luft. »Hey!« schallt es etwas weiter weg. Sofort richte ich meinen Blick in die Richtung des Rufes. Da sehe ich ihn, das maskierte Übel, und er kommt direkt auf mich zu. Das Adrenalin schießt in meinen Körper und ich renne los. Die Treppe. Verdammt, ich hoffe, dass er mich da nicht einholt. 4 Stufen auf einmal nehmend bin ich schneller unten als erwartet. Hinter mir auch mein Verfolger und dessen Herrscher ebenfalls. Dieser brüllt von hinten: »Stehen bleiben!« Natürlich macht der Maskierte nicht, was ihm gesagt wurde. Mir geht die Luft aus. Irgendwie hält meine Ausdauer nur beim Schwimmen lange genug. Ich werde langsamer. Mein Hintermann leider nicht. Gerade als ich allen Mut zusammennehme und mein Tempo erhöhe, knallt es hinter mir, gefolgt von einem Schrei. Ein Blick nach hinten verrät mir, dass mein Verfolger angeschossen wurde und gestürzt ist. Wieder drossel ich die Geschwindigkeit, bis ich schließlich stehen bleibe. Mein Atem geht schnell und unregelmäßig. Lange hätte ich das nicht mehr durchgehalten. Der Polizist legt dem Mörder am Boden die Handschellen an und murmelt ihm irgendetwas zu. Vermutlich seine Rechte. Dann dreht er den Kopf zur Schulter und spricht in sein Funkgerät. Ringsherum sehe ich Passanten, die ebenfalls ihr Handy zücken und hastig den Notruf wählen. Auch wenn es vermutlich schwachsinnig ist, bin ich doch über den Einsatz dieser Leute überrascht. Als die Verstärkung eintrifft und den Maskierten abführt, kommt mein Retter auf mich zu. »Alles okay?« fragt er mich und ich nicke reflexartig, obwohl mir noch immer der Schock in allen Gliedern sitzt. »Soll ich Sie nach Hause begleiten?« Ich bekomme noch kein Wort zustande, deshalb bewege ich meinen Kopf wieder auf und ab. Auf dem Weg erklärt er mir, warum ich verfolgt und angegriffen wurde. »Diese Typen mit diesen Masken sind eine Gruppe von Gamern, die ein Spiel spielen, das sie Halloween-Roulette nennen.« »Ein Spiel?« frage ich entsetzt. Die ersten Worte, die ich seither wieder herausbekomme. »Der Spielleiter sucht sich Leute aus dem Telefonbuch, stellt deren Namen auf ihre verschlüsselte Seite. Die anderen studieren deren Tagesabläufe und verfolgen sie dann, um einen nach den anderen zu töten. Je mehr man umgebracht hat, desto mehr Punkte bekommt man. Wer nach Halloween am meisten Punkte hat, bekommt vom Spielführer eine Riesensumme Geld.« »Das ist krank«, quieke ich. Wir sind an meiner Haustür angekommen. Schnell vergewissere ich mich, dass niemand anderes es gehört hat. »Wissen Sie, warum ich Sie rechtzeitig retten konnte?« fragt er mich plötzlich. »Weil Sie zufällig in der Nähe waren?« »Nein.« Aus seiner Tasche zieht er das Klappmesser des Maskierten. Er muss es ihm entwendet haben. In dem Moment wird mir einiges klar. Dieser Polizist hatte mich weder nach meinem Namen noch meiner Adresse gefragt und wusste trotzdem, wo ich wohne. Außerdem kannte er die Spielregeln dieses kranken Roulettes ziemlich gut. Genau zur selben Zeit setzte er die Klinge an meine Kehle und drückte mich an die Wand. Während er langsam durch mein Fleisch schneidet, gibt er mir einen Kuss auf den Mund, um meinen Schrei zu unterdrücken, und sagt mit einem Lächeln zu mir: »Du bist mein Ziel gewesen.« Hallo, du da vor dem Computer. Schöne Nacht heute, nicht? Bist du auch hier draußen, um die Ruhe und Einsamkeit zu genießen?
zugegeben. Ich bin ein wenig überrascht, dich hier an diesem abgelegenen Ort anzutreffen. Es trifft sich jedoch recht gut, denn langsam werde ich es müde, alleine dem Atem der Welt zu lauschen. Heutzutage ist die Einsamkeit ein wahrer Segen geworden. Trotzdem kann sie nicht die Gesellschaft eines guten Freundes ersetzen, oder? Nur den Nachtwind, die Bäume und die Sterne als Zuhörer zu haben, kann auf Dauer etwas unbefriedigend sein. Setz dich zu mir ans Feuer und lausche den Geschichten, die ich dir erzählen möchte. Rücke doch etwas näher an die Flammen heran, nur keine Scheu. Die heutige Nacht ist ausgesprochen kalt, findest du nicht? Nimm dir ruhig eine von den Decken, die ich mitgebracht habe. Möchtest du etwas Warmes zu trinken? Ich habe eine Thermoskanne mit frisch aufgebrühtem Früchtetee in meinem Rucksack. Glaub mir, den wirst du brauchen. Zucker? Nicht? Auch gut. Gut, ich glaube, jetzt hast du es dir ausreichend bequem gemacht und wir können anfangen. Ich hoffe, du magst Märchen. Wie? Du findest, Märchen sind nur etwas für kleine Kinder? Glaube mir, das sind sie nicht. Die zwei Legenden, die ich dir heute erzählen will, stammen aus einem weit, weit entfernten Land und sind wahrscheinlich etwas düsterer und unheimlicher als die Märchen, die du damals auf dem Schoß deiner Großmutter gehört hast. Jedes Ding in dieser Erde hat eine helle und eine dunkle Seite. So auch die Welt der Mythen und Legenden. Jede Kultur hat ihre eigenen Dämonen und Schreckgespenster, die nachts die Träume der Kinder und manchmal auch die der Erwachsenen heimsuchen. Hier in Europa haben wir Werwölfe, Vampire, Hexen und manch andere unheimliche Kreatur. Ich gehe davon aus, dass du sie zur Genüge kennst und dich als kleines Kind vor ihnen gefürchtet hast. Die Sagen, die du gleich hören wirst, sind anders, trauriger und bösartiger. Ich sehe, dass du etwas zitterst. Hier, nimm noch eine Decke. Die Nächte hier draußen sind kalt und meine erste Geschichte spielt tief, tief im Winter. Folge mir in das alte Japan der Edo-Zeit. Die Legende der Yuki-Onna. Die Gestalt der Yuki-Onna, zu Deutsch Schneefrau, taucht in vielen japanischen Märchen und Erzählungen auf. Viele behaupten von sich, ihr begegnet zu sein. Viele fürchten sie. Dargestellt wurde sie als wunderschöne Frau mit blasser, fast durchscheinender Haut und langen, glatten Haaren. Sie sieht sehr jung aus, nicht älter als 20 Jahre. Trotzdem wirkt der Ausdruck ihrer Augen so alt wie das Universum. Ihre Haare haben die Farbe des Schnees, in dem sie sich bewegt. In manchen Fällen werden sie auch als pechschwarz beschrieben. Ihre Körpergröße variiert von Legende zu Legende. Ein Mann, der einsam in einer Hütte am Rande eines Bambushains lebte, soll sie während eines schweren Schneesturms zwischen den schwankenden Stämmen erblickt haben. Sie trug einen wehenden, weißen Kimono und starrte mit hasserfüllten Augen in seine Richtung. Ihr Körper war der eines jungen Mädchens. Auch er hatte eine Länge von beinahe 10 Yo, das sind 3,30 Meter. Angeblich wurde der Mann durch ihren Anblick wahnsinnig und beginnt schließlich verzweifelt Selbstmord. Die Yuki-Onna wird im Schnee geboren und stirbt auch mit ihm. Der Schnee allein verschafft ihr unheimliche Kräfte. Sie kann sich in eine Nebelwolke oder feinen Pulverschnee verwandeln und auf der Stelle verschwinden. Sie schwebt über dem Boden oder hinterlässt nur kleine runde Vertiefungen im weichen Neuschnee, denn sie besitzt keine Füße. Der einzige Makel an ihrem sonst perfekten Körper? Ihr eisiger Atemhauch bringt den Tod. Und ein Blick in ihre schwarzen Augen löst einen Verstand auf. Man sagt, sie würde Personen, die sich in einem Schneesturm verirren, mit ihrem wunderschönen Äußeren anlocken und an einen unaussprechlichen Ort entführen.
Diese Menschen werden in der Regel nie wieder gesehen. In vereinzelten Fällen wurden sie am nächsten Morgen mit verzerrten Gesichtern und blau gefrorenen Lippen in Schneewehen vor ihrer Haustür aufgefunden. Tot. Manch einer behauptet, sie würde sich von den Seelen ihrer wehrlosen Opfer ernähren. Mit Vorliebe entführt sie kleine Kinder. Eine der Geschichten, die von der Schneefrau handeln, trug sich wie folgt zu. Eine junge Mutter lebte mit ihren zwei Kindern in einem kleinen Dorf am Fuße der Berge. In dieser Region war der Winter immer besonders lang und hart und die Menschen hatten oft mit heftigen Schneestürmen zu kämpfen. Und so kam es auch in diesem Jahr. Die Zeit der langen, einsamen Nächte brach an und mit ihr kamen der Schnee und die Kälte. Die junge Frau schickte ihre Tochter eines Tages in das benachbarte Dorf, im Auftrag, einige Besorgungen zu machen. Ihr kleiner Bruder wollte sie begleiten, und obwohl er erst 4 Jahre alt war, ließ die Mutter ihn gehen, denn sie vertraute auf die Reife ihrer älteren Tochter. Die Kinder waren etwa 1 Stunde unterwegs, als sich plötzlich und vollkommen unerwartet der Himmel verdunkelte und sich einer der gefürchteten Schneestürme zusammenbraute. Selbst zu dieser Jahreszeit war ein so plötzlicher Wetterumschwung ungewöhnlich. Die Elemente tobten und schon bald machte sich die Mutter schreckliche Sorgen, denn sie wusste, dass die Kinder das andere Dorf noch nicht erreicht haben konnten. Sie waren immer noch da draußen und hatten sich mit hoher Wahrscheinlichkeit verlaufen, denn sie kamen auch nicht zurück zum Elternhaus. Krank vor Sorge verließ die Mutter das Haus und machte sich auf die verzweifelte Suche nach ihren Kindern. Sie kämpfte sich mühsam durch den wirbelnden Schnee, blind und zitternd vor Kälte. Sie verlor jegliche Orientierung und wankte ängstlich durch den tiefer werdenden Schnee. Sie rief ihren Namen, immer und immer wieder, bis ihre Lippen taub und ihre Kehle wund waren. Die Tränen auf ihren Wangen gefroren zu klirrenden Perlen aus Eis und fielen in das glitzernde Weiß zu ihren Füßen. Nach Stunden hatte sie noch immer keine Spur von den vermissten Kindern gefunden und verlor langsam die Hoffnung, sie jemals wieder in die Arme schließen zu können. Plötzlich erblickten ihre geröteten Augen einen Umriss in der weißen, konturlosen Masse. Sie rief um Hilfe und kämpfte sich erschöpft auf die Gestalt zu. Die Person hatte ihr den Rücken zugekehrt, doch an dem langen, schwarzen Haar und dem zierlichen Körperbau erkannte sie, dass es sich bei ihr um eine Frau handeln musste. Der weiße Kimono wehte im Wind und hob sich kaum von der Umgebung ab. Die Frau drehte sich gemächlich und in einer fließenden Bewegung um. Sie starrte zu Boden, sodass die junge Mutter ihr Gesicht nicht erkennen konnte. Die Haare bewegten sich seltsam um ihren Kopf, langsam und elegant, beinahe wie unter Wasser. Die Mutter, der das eigene Haar vom unbarmherzigen Wind ins Gesicht gepeitscht wurde, achtete jedoch nicht darauf. Sie hatte nur Augen für das in Tücher gewickelte Bündel im Arm der Fremden. Die Frau wiegte es liebevoll hin und her und schien ihm ein beruhigendes Lied vorzusingen. Die Worte gingen jedoch im Tosen des Sturmes unter. Im Glauben, es handele sich bei dem Bündel um ihren kleinen Sohn, stürzte die Mutter auf die fremde Frau zu und riss es ihr aus den Armen. Als sie die Laken zurückschlug, erkannte sie, dass sich darunter nur ein harter, kalter Klumpen Eis befand. Sie hob den Kopf und blickte in das Gesicht der Frau. Es war so bewegungslos und kalt wie der Eisbrocken in ihrem Schoß. Die Mutter öffnete den Mund, fragend und verzweifelnd, doch es war bereits zu spät. Sie hatte das Eis berührt, ihr tauber Körper wurde von brennendem Schmerz erfüllt und gefror. Das Blut wurde dick und träge, als sich immer mehr Eiskristalle darin bildeten, und ihr Herz hörte erst auf zu schlagen, als es gänzlich von einer dünnen Eisschicht überzogen war. Das Letzte, was sie sah, bevor sich ihre Augen für immer schlossen, war das wehende Haar der Yuki Onna im abflauenden Schneesturm. Am nächsten Morgen fanden die Dorfbewohner ihren toten, steif gefrorenen Körper, halb begraben von frisch gefallenem Schnee. Außerdem fanden sie kleine, runde Kuhlen,
die sich sachte in den weichen Schnee drückten und in regelmäßigen Abständen von der Leiche wegführten. Die Kinder wurden nie wieder gesehen. Sei gewarnt, solltest du eines Tages alleine im verschneiten Wald oder auf offenem Feld unterwegs sein und solche Abdrücke finden, dann lauf. Das war meine erste Geschichte. Hat sie dir gefallen? Was? Du fandest sie nicht besonders unheimlich? Ach, die Jugend von heute. Zumindest dürfte dir jetzt ziemlich kalt geworden sein. Gib mir deinen Becher, ich gieß noch etwas Tee nach. So, ich hoffe, dir wird gleich wieder etwas wärmer, denn die nächste Geschichte hat es ganz schön in sich. Selbst dir, abgehärtetem Jungspund, dürfte sie zumindest einen kalten Schauer über den Rücken jagen. Sie ist kürzer wie die Legende der Schneefrau, aber weitaus unheimlicher und grausamer. Findest du, der Wald ist in den letzten paar Minuten etwas düsterer geworden? Die Sterne sind hinter faserigen Wolken verschwunden. Nun ja, selbst die finsterste Nacht kann von dem Lächeln einer schönen Frau aufgehellt werden. Was? Du stimmst mir zu? Nun, nach der folgenden Erzählung wirst du vielleicht anders darüber denken. Die Legende der Kuchisake Onna. Wir befinden uns immer noch in Japan. In diesem Land scheinen die unheimlichen Mythen und Sagen wirklich sehr zahlreich zu sein. Und viele handeln von dämonischen Frauenfiguren, ähnlich der Yuki Onna. Die Kuchisake Onna, zu Deutsch Frau mit zerrissenem Mund, ist jedoch kaum mit der Schneefrau zu vergleichen. Ihre Erscheinungsform ist sehr viel beängstigender und ihre Taten übertreffen die der Yuki Onna an Grausamkeit. Auch sie wird als unbeschreiblich schön dargestellt, mit makelloser Haut, großen Augen und glänzendem schwarzen Haar. Ihr Körper und die obere Hälfte ihres Gesichts gleichen dem eines Engels. Die untere Gesichtshälfte jedoch ist schrecklich entstellt. Der Legende zufolge lebte gegen Ende der Edo-Zeit ein wohlhabender Samurai, dessen wertvollster Besitz seine wunderschöne Ehefrau war. Er wurde von allen Männern der Umgebung beneidet und oft kam es wegen dieser Frau zu blutigen Duellen zwischen dem Samurai und liebeskranken Nebenbuhlern. Eine Krankheit fing an seinem Verstand zu nagen und seine bedingungslose Liebe verwandelte sich im Laufe der Zeit in einen Fanatismus, der an Wahnsinn grenzte. Er konnte den Gedanken nicht ertragen, ein anderer könne sie besitzen und wurde immer eifersüchtiger. Eines Tages beschuldigte er sie in seinem Wahn der Untreue und wurde rasend vor Zorn. Er griff nach seinem Katana und zerschnitt ihr die Mundwinkel, sodass ein künstliches Grinsen von einem Ohr zum anderen aufklaffte. Während er dies tat, soll er ihr »Wer wird dich jetzt noch schön finden?« in das entstellte Gesicht gebrüllt haben. Die Frau erlag noch am selben Tag der Verletzung und starb. Seit diesem Augenblick soll ihr ruheloser Geist unsere Welt heimsuchen, auf der endlosen Suche nach Vergeltung. Sie bewegt sich unter den Menschen, als sei sie einer von uns. Ihren zerschnittenen Mund versteckt sie hinter einer weißen Mundschutzmaske. Ihr Gesicht ist traurig, aber trotzdem wunderschön. Und unaufhörlich rinnen Tränen aus ihren großen, dunklen Augen. Sie lauert an einsamen Orten auf ihre Opfer und stellt ihnen immer wieder dieselbe Frage. Findest du mich schön? Natürlich antworten die meisten mit Ja. Sollte dies der Fall sein, reißt die Kuchisake Onna den Mundschutz von ihrem Gesicht und zeigt dem Opfer ihren grotesk verbreiterten Mund. Viele können den Anblick nicht ertragen oder sind zutiefst erschüttert und angewidert. Die Frau starrt es nun mit brennendem Blick an und fragt, jetzt immer noch? Schafft es das Opfer, bei Fassung zu bleiben und antwortet wiederum mit Ja, lässt der Geist von ihm ab und verschwindet. Sollte er jedoch mit Nein antworten oder die Flucht ergreifen, wird es auf grausame Art und Weise bestraft. Handelt es sich bei dem Opfer um einen Mann,
reißt die Kuchisake Onna ein scharfes Messer aus ihrer Tasche, zerfetzt sein Gesicht auf dieselbe Art und Weise wie ihr eigenes und tötet ihn anschließend. Ist das Opfer eine Frau, wird es von ihr mit demselben Fluch belegt, in eine Kuchisake Onna verwandelt und ist gezwungen, den Rest seines Lebens untot durch die Straßen zu wandeln und nach weiteren Opfern zu suchen. Kinder trifft es besonders grausam. Sie werden von der Frau aufgeschlitzt und an einen unbekannten Ort verschleppt, wo sie langsam und äußerst qualvoll von ihr zu Tode gefoltert werden. Ein Lächeln kann tödlich sein. Du siehst etwas blass aus, hm? Das war meine letzte Geschichte für heute. Wie ich sehe, musst du dich bald auf den Heimweg machen. Hinter den Bäumen sind bereits die ersten Strahlen der Morgensonne zu erkennen. Nun, nach jeder Nacht folgt ein neuer Tag, stimmt's? Ich hoffe, die beiden Legenden haben dir gefallen. Vielleicht treffen wir ja erneut aufeinander und ich kann dir ein paar weitere erzählen. Hier, du kannst den restlichen Tee gerne mitnehmen. Auf Wiedersehen, du da, vorm Computer. Oh, bevor du gehst, in jeder alten Legende steckt ein Körnchen Wahrheit, wie man so schön sagt. Nimm diesen alten Spruch bitte ernst. Das ist alles, was ich dir noch sagen wollte. Wenn du jetzt nach Hause gehst, sieh nicht nach hinten. Man kann ja nie wissen.